Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Morriton Manor. Wir schauen eines der populärsten Pen-and-Paper-Abenteuer auf Rocket Beans TV nach vielen, vielen Jahren zum ersten Mal, dass ich mir das angucke. Und ich freue mich sehr, es wird eine sehr, sehr lange 3-Stunden-Session. Und dieses Video heute hat übrigens auch einen Sponsor. Dieses Video heute wird gesponsert von CyberGhost. CyberGhost ist ein VPN und ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Vielen lieben Dank an euch für den Support. Hier habe ich schon mal die Webseite aufgerufen. Die könnt ihr euch auch aufrufen, wenn ihr bei mir auf dem Panel einfach mal draufklickt. Dann werdet ihr hier hingeführt. Und was ich vorher nicht wusste, ist, die haben ein wunderschönes Foto von mir genommen. Und haben mich hier quasi einfach mal mit Bild auch dazu gepackt. Es gibt nämlich ein ganz spezielles Angebot. Ihr könnt CyberGhost VPN für 2,03 € im Monat abonnieren. Bekommt auch noch 4 gratis Monate obendrauf, wenn ihr das Ganze in einem 2-Jahres-Abo abschließt, abonniert und ihr habt auch eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie. Also wenn ihr das einmal ausprobieren wollt, dann könnt ihr das wunderbar machen. Es gibt auch eine App dazu und anhand dieser App würde ich euch gerne mal zeigen, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Falls ihr gar nicht wisst, was ein VPN überhaupt zu leisten in der Lage ist, dann wird es aber allerhöchste Zeit, dass euch das einmal erklärt wird. Und zwar von mir natürlich. Das hier ist die CyberGhost VPN Desktop-Anwendung, wenn ihr so wollt. Und ihr seht hier schon links, das sind die Sachen, die VPN unter anderem leisten kann. Also ihr könnt quasi eure IP zu CyberGhost schicken und die geben euch sozusagen eine neue IP und das kann aus Ländern eurer Wahl der Fall sein. Das kann euch natürlich beim Gaming irgendwie behilflich sein, beim Runterladen von Sachen oder eben auch für Streams. Ihr wisst das ja, wenn ihr zum Beispiel mal im Ausland seid, und ihr könnt eure liebsten Abonnements nicht genießen, weil ihr eine ausländische IP habt und ihr dürft euer deutsches Abo nicht im Ausland gucken, dann könnt ihr euch hier ganz einfach über einen deutschen Server sozusagen einwählen. Ihr könnt alle möglichen Länder auswählen und das ist relativ easy. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir gehen hier mal nach Dänemark, weil ich Dänemark. Und mit einem einfachen Klick, sind wir jetzt quasi über Dänemark. Ich habe mich extra rechts in die Ecke gesetzt, damit ihr meine IP nicht seht. Die wird natürlich dann eingeblendet. Und ihr bekommt natürlich auch eine neue VPN-IP dann. Mit einem einfachen Klick, zack, seid ihr auch wieder raus. So funktioniert das Ganze. Was zum Beispiel auch eine ganz nette Anwendung ist, wenn ihr demnächst in den Urlaub fliegen wollt, ist es oft so, dass ihr unterschiedliche Preise angezeigt bekommt, je nachdem, aus welchem Land ihr euch quasi anmeldet, aus welchem Land heraus ihr Flugpreise sucht. Und deswegen kann das manchmal auch eine gute Möglichkeit sein, Geld zu sparen, wenn ihr einfach über ein anderes Land euch sozusagen einwählt und dann bekommt ihr auf einmal auch andere Preise. Und dieser Stream hier heute wird eben von CyberGhost gesponsert. Vielen lieben Dank dafür. Und wenn ihr gerne mal einen VPN austesten möchtet, dann macht es auf jeden Fall mit CyberGhost, denn die haben 15 Jahre Erfahrung und es ist übrigens auf Trustpilot der meist empfohlene VPN-Anbieter. Mit 38 Millionen Nutzern weltweit. Und das sind einige gute Argumente. Also probiert das aus. Und jetzt werden wir gemeinsam ins Video reingehen. Und das heißt natürlich Morriton Manor. Alles ist vorbereitet. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich bin es. Los geht's. Oh, die Musik. Ich muss die Musik hören. Oh, die Musik kriege ich immer leichte Gänsehaut. Bam. Oh, lang ist es her. Wie lang ist es her? Jahre. Oh, ich mag dieses Geisterschloss-Ding. Ich mag das einfach. Dieses gruselige. Wunderschönen guten Abend, liebe Freunde der hochwertigen und nonlinearen Unterhaltung. Wir haben uns hier eingefunden für eine weitere Runde Pen and Paper, eine etwas andere Runde. Denn für alle, die es noch nicht wissen, was das für ein Geräusch? Ein One-Shot-Abenteuer. Wir spielen ein neues Setting, ein neues Regelwerk und neue Charaktere. Ein einziges Mal und wir schauen mal, ob ihr diese Geschichte abschließen könnt oder nicht. Ja, schwarz-weiß, euer Fernseher ist nicht kaputt. Das ist eine Designentscheidung, die wir für den Anfang dieses Abenteuers getroffen haben. Magnifique. Mit mir am Tisch Etienne, Simon, Budi und Nils, die 4 besten Spieler der Welt und auf diesem Sender in einem Pen-and-Paper-Format. Und der beste Spielleiter. Yeah! Ach, ja.
Oh, Hauke sieht immer, das ist so lustig. Hauke sieht immer anders aus, ne? Für alle, die sich wundern, warum neues Regelwerk und so, es wird für euch nur viel besser, es wird viel leichter nachvollziehbar. Wir erklären es im Laufe des Abenteuers ein wenig. Kurz gesagt geht es jetzt um Prozentzahlen und es wird so leicht zu verstehen sein, dass wir alle das schon hinkriegen, glaube ich. 200% auf Spalten, ja. Ich hoffe, ihr Jungs habt so viel Lust wie ich. Ja, Mann. Ja, Mann. Eure Charaktere vorstellen und ein wenig unser Setting vorstellen, machen wir prompt. Danach geht's in eine ganz kurze Werbepause und dann geht's so richtig los mit dem Abenteuer. Ich fange also einfach mal an, ein wenig den Prolog. Ich finde ja, Hauke entwickelt sich positiv, ne? Noch ein wichtiger Hinweis. Er wird im Alter immer Spitze Stifte und heute ist attraktiver besonders wichtig, für Hauke. Hätte ich vergessen. Es gibt technische Probleme mit der YouTube-Voting-Funktion. Deswegen werden wir vermutlich, wenn es nicht auf wundersame Weise sich noch anders regelt, heute über Twitter abstimmen müssen. Uns ist absolut bewusst, dass das nicht ideal ist und dass es für manche ganz doof ist, aber was sollen wir sonst machen? Ist halt eine Notlösung. Wir hoffen einfach mal, das haut hin. Es liegt an der Schnittstelle. Niemand hier im Hause konnte irgendwas dagegen tun. C'est la vie. C'est la vie. Ja. So, wir beginnen mit dem Prolog. Musik bitte, liebe Regie. Musik. London im Jahre 1874. Die Stadt wächst unaufhaltsam und das Volk leidet. Das Verschwinden vieler Handwerkszweige aufgrund der seit Jahrzehnten rasant voranschreitenden Industrialisierung treibt mehr und mehr Arbeiter in die Fabriken, wo Bedingungen herrschen, die der Sklaverei nicht unähnlich sind. Sie leben in dreckigen Slums rund um die völlig verkommene Stadt und können nur hin und wieder einen Blick auf den Glanz erhaschen, in dem der besser gestellte Teil der Bevölkerung sein süßes Dasein fristet. Wissenschaft, Wirtschaft und Technologie florieren, während der Mensch auf der Strecke zu bleiben droht. In diesem Moloch, oder besser am schönen Rande davon, leben auch unsere Protagonisten. Sie alle gehen ihren Geschäften nach, versuchen zu überleben oder mitzuhalten im Rennen um die besten Plätze oder besetzen sie bereits. Alltag, wenn man es so nennen will. Doch sie alle werden an einem verregneten Tag etwas Außergewöhnliches erleben. Und damit starten wir so langsam rein, indem ihr vorstellen dürft, wer ihr so seid. Also, Eddie, wer bist du, wo lebst du und was tust du gerade? Es ist am Morgen. Ich muss mal ganz kurz sagen, ich bin richtig drin schon. Ich liebe die Setting, ich mag, dass es so schwarz-weiß ist. Das ist einfach vom Szenario, vom Setting einfach wirklich mit meine absolute Lieblingswelt einfach. Und ich habe es, glaube ich, wirklich noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe es noch nie gesehen. Ich bin richtig drin, ich habe richtig Spaß. Soll ich jetzt meinen Charakter vorstellen oder sagen, was ich mache? Wer dein Charakter ist und dann kurz sagen, was du gerade tust. Du stehst gerade nämlich auf und wie das bei dir aussieht. Bonsoir. Mein Name ist François Guillaume de Tesserac. Ich bin geboren in Tagueul an der Seine in der Nähe von Paris. Ich habe sehr früh meinen Schulabschluss gemacht und dann studiert, sehr kurz studiert, aber effektiv, das Studium der Medizin. Ich bin ausgebildeter Chirurg, ich bin vor 10 Jahren bin ich gekommen nach London und habe dort gelehrt an der Universität und im wissenschaftlichen Bereich betätigt. Ich bin sehr bekannt für ein Buch, das ich geschrieben habe. Ein Buch? Ein Buch, das ich geschrieben habe. Es heißt Le Décor. Das übersetzt ist Le Décor. Décor. Décor, die Körper, Décor. Wenn du so willst. Es geht um die Anatomie des menschlichen Körpers. Ich bin Chirurg, wie ich schon sagte. Ich bin sehr bekannt dafür. Ich habe einmal eine Transplantation durchgeführt von einem Katzengehirn in ein Hundegehirn. Beide Tiere sind anschließend gestorben. Aber die Gehirn hat weiter funktioniert für sagenhafte 2,7 Sekunden. Das ist nicht schlecht für eine erste Transplantation. Ich spreche sehr viele Sprachen. Ich bin fließend in Latein. Ich habe ein bisschen Englisch gelernt, seit ich hier bin. In meiner Freizeit, ich spiele gerne die Angel. Sagt man, ich spiele die Angel? Ja. Ich spiele die Angel mit die Fisch. Kommt drauf an, meinen Sie die Angel oder die Rute? Die Angel, Rute mit die Fisch. Mit die fangen die Fisch. Das ist dann die Angel. Die Angel. Ja, Leute am Tisch, die spielen sehr gerne mit Ruten. Wir kriegen gerne die Rute.
No, no, ich meine die Angel, die Meer und die Fische und die Skorpion. Und davon abgesehen, ich mache gerne Origami. Kennt ihr alte chinesische... Sag mal, wie lange geht diese Charaktervorstellung? Ist die erste Stunde nur Charaktervorstellung? Die Kunst des Blätterfaltens, wenn man so will. Es beruhigt den Geist, es hilft mir, eine ruhige Hand zu haben, wenn ich eine Operation machen muss. Darüber hinaus kann man sagen, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich mag es nicht, lange Entscheidungen vor mir hinterzutragen. Wie sagt man, Prokrastination. Das ist nicht meins. Ich mag schnelle Entscheidungen, ich mag zu Ergebnissen kommen. Ich habe im Operationssaal habe ich nicht viel Zeit. Ich muss entscheiden, ganz schnell, muss Arterie durch oder muss sie nicht durch. Im Zweifel durch. Im Zweifel immer schneiden, ich sage. So. Nun, das bin ich. Ich bin gerade aufgewacht in meinem wunderschönen Apartment im Stadtteil von London an der Avenue, wie sagt man, an der Rue de la Rue. Rue de la Rue. Der Rue de la Rue de la Rue. Ist eine sehr rude Rue. Rue de la Rue. Rue de la Rue, eine sehr schwere Gegend. Und ich mache mich fertig, ich bin gut rasiert, ich habe nur eine kleine Schnauze. Mehr ist erlaubt nicht in wie lange in die geht das? Wegen Hygiene. Und ich mache mich sehr sauber, ziehe meinen feinsten Anzug an, denn ich habe vor, heute wieder tolle Leistungen zu vollbringen. Ich mache den Vorhang auf, gucke aus die Fenster und sehe ein verregnetes London. Es ist nicht ganz so schön wie da, wo ich herkomme, in Tagöl. Immer scheint die Sonne hier in London. Leider sehr schlechte Wetter. Ja. Aber kann man nicht machen. Man gewöhnt sich dran. Ist ein bisschen schade. Ich stehe auf, ich mache mir ein Frühstück und mache mich auf den Weg. Okay. Darauf erstmal ein Wein. Nach dieser doch eher ausgedehnten Vorstellung machen wir eine kurze Pause. Und erfahren dann, wer noch mit uns am Tisch sitzt. Also bis gleich. Tschüss, Angel. So, die Werbung ist zum Glück raus, ne? Ich stehe mit dem Lord Stromberg, Speck Olga, Zebra Jones, Sif und Squid und Kersey. Herzlichen Dank. Catelyn, wow, das ist ja, habe ich gar nicht alles mitbekommen. Vielen lieben Dank. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Nach dieser griffigen, aber beeindruckenden Vorstellung. Griffig. Doc, wie möchtest du genannt werden überhaupt? Meine Freunde nennen mich Doc, aber ich bin anfangen. Ihr könnt mich François oder Guillaume nennen. Guillaume. Oder Dr. Tesserec. Der Dr. de Tesserec. Vielen Dank, Dr. Tesserec. Wenn wir uns besser kennenlernen, können wir mich auch Doc nennen. Also gehen wir weiter zu Simon. Simon, wen stellst denn du heute da? Wer ist dein Charakter? Musik bitte. Mein Name. Simon überlebt noch. Mein Name ist Graf Thaddäus Montgomery, Krupp von Bohlen und Halbach zu Falkenberg. Ich bin sehr alter Geldadel. Sehr, sehr, sehr alt. Wenn Sie etwas besitzen, ist die Chance sehr hoch, dass es eigentlich mir gehört. Ich bin Nihilist. Und das ist alles, was es über meine Religion zu wissen. Was ich schnell ergoogeln konnte, mehr weiß ich nicht. Außerdem. Ich wohne in London, in Shoreditch. Ein kleines, feines Eckchen, wo nur die Besten leben. Hier stehe ich auf jeden Morgen und begrüße die Sonne an meinem gigantischen Panoramafenster, für das mehrere Sozialwohnungen abgerissen werden mussten. Aber die waren im Weg. Nackt stehe ich am Fenster also nun und begrüße den Tag und schreien an. Und der Tag fängt für mich erst richtig an, wenn mein Butler, mein engster Vertrauter, bei mir ist und mich kleidet. Winston! Schrei ich dann immer. Winston! Winston ist leider schwerhörig, insofern muss ich etwas lauter sprechen. Aber Buddy ist auch schon so krass im Charakter, wie er einer sitzt. Meiner engsten Vertrauten, er kommt sofort. Eine Sekunde noch. Kurz möchte ich erzählen, die Kunde, wie ich ihn kennengelernt habe. Ich habe mir damals eine schwangere Frau ausgesucht und habe gesagt, den da will ich. Der soll mich pflegen, bis ich da niederliege. Und das hat er getan. Bin ein wenig alt schon,
Meine Lebenspunkte-Uhr ist fast abgelaufen, wie man sieht. Doch ich habe mir vorgenommen, die letzten Jahre zu nutzen und noch einmal richtig Rabatt zu machen. Nochmal dem da oben nochmal zu zeigen, was hier unten alles geht. Mit Karate. Mit Karate und meinem kleinen Reiserevolver. Ich hab wieder richtig Bock auf Morton Manor. Den Rest werde ich euch schon noch oft genug erzählen. Insofern spare ich mir das nun. Winston! Verdammt! Graf Morton! Oh, da sind Sie ja. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie haben gut gelegen gestern Nacht. Es war fürchterlich, aber danke. Das freut mich wirklich sehr. Der Rücken! Entschuldigen Sie bitte. Der Rücken! Entschuldigen Sie bitte. Sie sollen mir meinen Rücken gerade rücken, wie jeden Morgen. Ich werde gleich noch einmal neu laden, nach der Charaktervorstellung. Möchten Sie einen Tee? Falls es bei einigen Leuten asynchron ist, was ich gerade so ein bisschen lese. Ja. Und so drehe ich mich jeden Morgen einmal kurz um gleich Reload. Und verabscheue erneut, wie jeden Tag, mein Leben als Butler des Graf Mon. Mein Name ist Earl D. Wilson. Graf Mon. Passt jetzt? Ah, okay, in meinem super persönlichen 58-jährigen Leben hat es immer noch nicht verstanden, dass mein Name Wilson ist und nicht Winston. Wilson! Wilson ist mein Name! Ja, ist ja gut, Winston! Aber was erwarte ich von einem Menschen seiner Art? Generell, Menschen sind etwas, damit komme ich überhaupt nicht mehr klar. Als Butler pflege ich dennoch dem Menschentum und auch vor allem dem Adel, in dem ich mich sehr gut auskenne, zu dienen. Aber insgeheim verabscheue ich sie. Ich bin höflich, aber nur oberflächlich. Ansonsten verabscheue ich eigentlich alles, was generell Menschen sind und sein wollen. Ich bin alt, 58 Jahre alt. Mehr gibt es über mich nicht zu sagen, außer dass ich mich extrem gut verstecken kann. Deine herausragendsten Fähigkeiten. Random Fact incoming. Ein Gebäck, ja, kann das. Natürlich. Und wieder hatte ich die Chance, durch meine extrem guten Kenntnisse in Medizin als auch in Gift mein Leben deutlich schöner zu machen. Aber so gehässig bin ich nicht. Vielleicht morgen. Das war's. Oh, wolltest du mich gerade umbringen? Entschuldigen Sie, Sir, Graf. Das war ganz knapp, oder? Mit dem Gedanken gespielt, aber er hat es nicht getan. Winston, Sie sind mein bester Freund. Schön, dass Sie da sind. Nehmen Sie sich einen Keks. Einen. Den kleinsten. Ich habe mich bereits versteckt. Sie können mich gar nicht mehr sehen. Winston! Wo kommt diese Stimme her? Gut. Gut. Gut, jetzt. Wer bist du denn heute Abend und was so können wir besser von dir erwarten? Nun, mein Name ist Lord Henry. Ich bin Spröss einer alten reichen Adelsfamilie, zufälligerweise Alleinerbe. Wie das zustande gekommen ist, da mag der ein oder andere Spekulation anstellen. Bestätigen werde ich diese selbstverständlich nicht. Ich habe in meinem gesamten Leben noch nie gearbeitet, denn ich hatte es nie nötig. Ich habe stets mehr Geld gehabt, als man ausgeben kann. Ich verkehre nur in den feinsten, höchsten Kreisen und manchmal langweile ich mich. Und wenn ich mich langweile, dann fange ich an, Leute zu manipulieren. Manchmal verschwinden Menschen in meiner Umgebung spurlos. Ob ich was damit zu tun hat, darüber kann man nur spekulieren. Ich werde das nicht bestätigen. Zeit meines Lebens habe ich Privatunterricht erhalten. Ich war nie in einer gewöhnlichen Schule. Ich habe sicher als Duellant gelernt, sich zu verteidigen und auch anzugreifen. Ich kann hervorragend mit Pistole und Säbel nicht nur rasseln, sondern auch umgehen. Ich bin ein sehr manipulativer Mensch. Ich habe sehr gute Menschenkenntnisse. Ich finde sofort den Schwachpunkt im Wesen eines jeden und weiß zielgerecht zuzustechen mit Worten wie mit Säbel. Seht euch also vor. Ansonsten kann ich nicht viel, aber ich denke, das reicht. Das reicht auch. Ich denke, das sollte reichen. Mit Ihnen werde ich schon fertig werden, meine Herrschaften. Und so stehe ich jetzt auf meinem großzügig gestalteten Balkon im Stadtteil Brexit. Mitten in der schönsten Gegend Londons. Mit Blick auf die Ferne Themse. Und den Big Ben, der sich in der Ferne aus dem Nebel schält. Und ich begrüße den neuen Tag mit dem üblichen Zynismus, wie ich es immer zu tun pflege. Und auch heute werde ich einige Leben ruinieren. Das ist meine Aufgabe. Wunderschön. Ey, war da Brexit? War und das so? Grad?
Ist das schon so lange her? Für euch alle. Das war 2016. Ein neuer Tag. Es ist ein verregneter Tag, ein Herbsttag, ein typischer Londoner Tag. Zu viel Farbe. Ihr alle tut, was man morgens eben so tut. Nehmt Frühstück zu euch, geht euren täglichen Geschäften nach, als euch auch ein Farbe Brief haben, erreicht. Na du, Winston, lesen Sie das vor. In dem Brief steht: Alter Freund, ich hoffe, dieses Schreiben erreicht dich bei bester Gesundheit. Ich habe mich allzu lang nicht bei dir gemeldet, doch gehen mir in den letzten Tagen unsere gemeinsamen Gespräche nicht aus dem Kopf. Du erinnerst mich einst daran, dass Vernunft stets die wichtigste aller Tugenden zu sein habe. Mhm. Und doch komme ich an die Grenzen der meinigen. Ich möchte fast sagen, meines Verstandes. Ich fürchte mich. Verzeih mir, dass ich so in Rätseln schreibe. Doch was ich dir zu berichten habe, verlangt eines persönlichen Gespräches. Ich bitte dich also, mein Freund, mache dich umgehend auf dem Weg zu mir nach Moreton Manor. Eine Kutsche wird dich am Bahnhof Wisley abholen und das Ticket für einen Zug, der noch am heutigen Vormittag dorthin fährt, liegt diesem Schreiben bei. In freudiger Erwartung deines Besuches, Moreton. Moreton? Ja, guten Mighty Mary, Rala von Wald, herzlichen Dank. Freund, denn Alfred Moreton ist kein Fremder für euch. Mhm. Er ist eine gehobene Gestalt der Londoner Bessergestellten, jemand, der einst in wirklich herausragendem Reichtum lebte, doch vor einigen Jahren quasi all seine Machenschaften und seine Gesellschaften abgestoßen und sich aus seinem Landhaus zurückgezogen hat. Ihr habt seitdem wenig Kontakt gehabt, seid dementsprechend doch verwundert, oder sollte es zumindest sein, dass gerade diese Person euch schreibt. Doch während ihr noch überlegt, hört ihr bereits eine Kutsche vor dem Haus vorrollen. Was packt ihr also ein? Geld. Oh mon Dieu, Moriton, ich habe lange nicht von ihm gehört. Was ist mit ihm los? Soll ich hingehen, soll ich nicht hingehen? Ich weiß es nicht, es ist eine schwierige Entscheidung. Dieser Mann ist ein bisschen verrückt geworden, es scheint mir. Oh, es ist eine schwierige Entscheidung. Aber wenn Moriton fragt und meine Hilfe braucht, ich kann ihm nicht Nein sagen, ich muss ihm helfen. Was soll ich tun? Die Kutsche ist schon da, so schnell, ich bin gerade erst aufgestanden. Na gut, mon Dieu, ich packe kurz ein in mein kleines Täschchen. Mehr werde ich wohl nicht brauchen. Ich werde nicht lange bleiben. Seid ihr eigentlich komplett blind da rein oder habt ihr euch davor ausgesprochen, wie es so circa ablaufen wird? Fragt Anton. Ganz kurz, nee, das ist komplett blind. Also wir kennen in aller Regel unsere Charaktere nicht. Wir lernen die Charaktere auch erst bei der Vorstellung kennen. Also es gibt zumindest keinen bewussten Austausch, wer was spielt. Und der Rest ist zu 100% improvisiert und wir wissen auch nicht, was Hauke irgendwie macht oder so. Das ist alles wirklich eigentlich zu 100% Impro. Bleib in Moreton Manor. Ich packe ein paar Handtücher, was ein Mann so mitnimmt, Rasierzeug. Natürlich, man will gepflegt aussehen. Eine Zahnbürste. Selbstverständlich. Für alle Notfälle, ich weiß nicht, vielleicht ist er krank, vielleicht geht es ihm nicht gut, packe ich auf jeden Fall noch mein wichtiges Set an Operationswerkzeugen. Der Kühn, herzlichen Dank dir auch. Skalpell, Säge und Schere. Simon und Buddy, das ist das Einzige, die sich wahrscheinlich abgesprochen haben, ja. In dem Fall, weil die zusammenspielen. Ansonsten ein paar frische Socken, eine so zweite Ausnahmen. Robe, vielleicht für das schlechte Wetter noch ein Regenschirm, was ich eben so findet in meinem Apartment. Und dann mache ich mich schnell auf. Ich will den Kutscher nicht lange warten lassen. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich muss meinen Freund Moriton sehen. Moriton. Ja. Graf Mont. Winston! Yes, sir. Packen Sie bitte, packen Sie die Reisetasche, die gute, große. Sie kommen mit. Sie dürfen sogar vorne sitzen. Heute fahren wir zu Moriton, einem meiner besten Freunde. Von ihm habe ich Ihnen ganz sicher erzählt, diverse Male, nicht wahr? Wissen Sie das noch? Ich hasse mein Leben. Yes! Yes, das ist zum ersten Mal. Wie Sie das sagen. Der Signature-Spruch. Absurder Größe. Oh, geil. Einer der legendärsten Sprüche. Ich notiere. Meinen großen Reiserevolver. Alles, was sich in diesem Raum befindet, 3 verschiedene Kerzenständer. Eine alte Ritterrüstung aus dem Keller, die wir nicht mehr brauchen als Geschenk. Das wär's.
Graf Montgomery, ich möchte Sie bitte darauf hinweisen, dass Sie sich bitte, zumindest heute, ankleiden sollten. Ich möchte Sie erneut auf die Schmach hinweisen, die Sie gestern, vorgestern und die letzten 80 Jahre täglich der Welt ausgesetzt haben. Lieber Winston, wenn man Geld hat, gibt es keine Schmach. Dann bedecken Sie wenigstens Ihr Glied mit Geld. Das habe ich getan, wie Sie sicherlich, es war nur leider... Eine Münze. Das waren leider Münzrollen. Hören Sie jetzt auf. Vor meinen neuen Freunden machen Sie mich nicht lächerlich. Vor den neuen imaginären Freunden, die wir haben, den dreien, mit denen wir am Tisch sitzen. Tun Sie dies nun. Hopp, hopp, hopp. Sehr gut. Ich gehe aus dem Raum, drehe mich um. Ich hasse mein Leben. Und wie jedes Mal, wenn wir uns auf eine Reise begeben, packe ich nun die richtige Reisetasche ein. Herzmittel, Gehirnmittel, Augenmittel, Ohrenmittel, Nasenhaarmittelentferner, Nasenhaarmittelhinzufüger. Hinzu kommen diverse Bandagen, Pflaster, Alkohol, Gin, Whisky, besseren Gin, besseren Whisky. Für mich. Tabak, eine Pfeife. Dann. Ein komplettes Reinigungsrevolver-Set in klein und einmal ein komplettes Revolver-Set-Reinigungsset für große Revolver. Dieser Mann kennt mich wie meine eigene Westentasche. Hinzu kommen diverse Klamottensets, die ich erneut wieder vollkommen ungetragen wieder mit nach Hause nehmen muss. Lord Henry, was gedenkt ihr einzupacken? Nun, selbstverständlich werde ich eine großzügige Summe Feizen englisches Geldes einpacken, denn ich verfüge über so viel, ob ich jetzt einen Koffer mehr oder weniger mitnehme. Das würde sich kaum bemerkbar machen, aber ich denke, dort, wo ich hingehe, könnte ich es vielleicht gebrauchen. Ferner nehme ich natürlich meinen Säbel, in dessen Handhabung ich bestens bewandert bin, und meine Duellpistole mit, gut gefüllt mit zahlreichen Kugeln. Außerdem eine Taschenuhr. Es ist mir sehr wichtig, stets zu wissen, wie spät es ist. Ich nehme mit eine Lupe, falls ich detektivisch tätig sein sollte oder den Penis von einem meiner Kollegen finden muss. Außerdem nehme ich mit ein Universalwörterbuch, in dem zahlreiche Sprachen wie Kiswahili und Hebräisch... Sag mir bitte genau, welche Sprachen. Oh, Koreanisch... Süd- und Nordkoreanisch. Alter. Deutsch. Er zählt jetzt einfach alle was auf. Was könnt ihr? Latein? Könnt, das brauche ich nicht. Eine weitere kannst du noch. Okay, warte, dann nehme ich etwas anderes. Dann nehme ich das mit. Es ist eine sehr altertümliche Sprache, Hebräisch. Okay. Ich nehme Hebräisch mit. Koreanisch streiche ich. Ferner nehme ich mit. Französisch brauche ich auch nicht. Ich nehme... Wieso nicht? Wieso brauchst du kein Französisch? Ihr kennt euch. Ich habe über mein gut vernetztes Netzwerk herausgefunden, dass eventuell ein Französisch sprechender... Lord Henry, wir wissen beide, wohin das führt. Schreiben Sie bitte einfach die Sprachen runter. Spiel also. Warst du fertig? Oder? Nein. Hebräisch, selbstverständlich. Deutsch. Und Angelsächsisch. Obwohl jemand kann angeln bereits. Ich nehme Belgisch. Gut. Belgisch. Außerdem nehme ich mit ein Gerät zum Feuer machen. Bin mir nicht ganz sicher, wie das heißt. Feuerzeug mag noch nicht erfunden sein. Feuergerät. Auch das geht relativ lang. Ein Taschendrache nehme ich auch selbstverständlich mit. Dann natürlich ein schönen Abendsmoking für die Versammlung am Abend, wenn man sich am Salon begegnet und Pfeife raucht. Hervorragende Idee. Und natürlich jetzt meinen ganz normalen Ausgehanzug mit Mantel, der mich fein kleidet. Dazu meine nächtliche Unterwäsche, die ich benötige zum Schlafen. Gehen wir gar nicht ins Detail. Nachtwäsche reicht mir völlig. Und teures Parfum. Und nun denke ich, das reicht. Und begebe mich schnurstracks zum Kutscher. Gut. Earl? Ich drehe mich, ohne dass der Graf Mondes sieht, noch schnell um und packe tatsächlich erneut meine Giftkapseln ein, die ich, die ich sowieso immer wieder sehr nah, die du jeden Tag Abend angucke, romantisch. Jeden Abend Wein im Kerzenlicht in deiner Hand hin und her wählst. Winston, ich habe gesehen, wie Sie etwas... Was haben Sie da? Zeigen Sie doch mal her. Was haben Sie denn da?
Ich hab sie gesehen, wie sie da an ihrer Hast du irgendwas, das rechtfertigt, dass du das gesehen hast? Dieser Wahrnehmung Mann oder. Was erlauben Sie sich? Eine Auffassungsgabe. Der Spielmeister gehört auch 78 Jahre alt. Alter, ich hab Verstecken 80. Na gut, dann wollen wir das nochmal so. Aber da sind so viele Memes drin. Also allein mit Buddy mit seinem Verstecken 80, ich hasse mein Leben. Also diese ganzen Sachen, die irgendwie so geflügelt geworden sind, die sind da alle entstanden. Und das ist irgendwie echt abgefahren, das nochmal so zu sehen. Müssen wir das nochmal so durchgehen? Das lass ich nochmal passieren. Gut. Wir spielen gerade noch, nur für euer Verständnis, die Zeit ein wenig parallel. Jetzt wird's aber chronologisch. Die Kutsche fährt zunächst bei Ihnen vor. Eine üppige Gestalt steigt aus, nicht dick, aber doch kräftig, und klopft an die Tür. Das ist dein Haus. Ja, es hat nicht geklopft. Ah, mon Dieu, das muss der Kutscher sein. Ja, ich eile hinab die Treppenstufen und ich öffne die Tür und bin ein bisschen erschreckt. Die Gestalt steht schon direkt vor meiner Nase. Absolut. Wer sind Sie, Monsieur? Sind Sie der Kutscher? Bitte einsteigen. Comment? Bitte einsteigen. Ach, Sie meinen in die Kutsche? Sie wollen... Da! Sind Sie der Kutscher, der fährt nach Moriton? Moriton? Dimitri. Dimitri. Moriton. Bonsoir, Dimitri. Je m'appelle François. Einsteigen. Doktor. Gut, Doktor, einsteigen. Bien sûr. Ich steige ein in die Kutsche und nehme mir einen guten Platz direkt an die Fenster von der Kutsche. Eine sehr schöne Kutsche. Also es ist wirklich eine üppig geschmückte Kutsche. Das ist selbst für jemanden wie dich, der durchaus gewohnt ist, in gut gestellten Kreisen zu verkehren. Das ist eine schön gearbeitete und gut in Schuss gehaltene Kutsche. Mhm. Gut, als nächstes Graf Mont. Ich stehe bereits unten an der Straße, weil ich bin der Butler, ich weiß das. Winston! Sie müssen mir helfen, die Treppe hinunterzusteigen. Eine Kutsche heranrollen. Bin ich denn auf dem Kutscher sitzt eine üppige Gestalt, ein sehr kräftiger Mann, tiefe Augenbrauen. Schaut grimmig drein, aber als er dich sieht, kommt er vom Haus zu stehen, macht die Tür auf und zeigt dir, dass das nun eure Kutsche ist. Eine unnötige Höflichkeit, aber auch nicht unhöflich, angemessen deines Standes. Winston! Schönen guten Tag, Sir. Vielen Dank, ich habe Sie bereits erwartet. Wir sind sofort mit der Abreise fertig. Bitte geben Sie mir noch eine Sekunde. Winston! Ich sehe die Ritterrüstung nicht. Hast du die schon eingepackt? Was? Die Ritterrüstung! Wie bitte? Die Ritterrüstung! Achso, ja, einen Moment bitte. Ich klatsche und es kommt eine zweite Kutsche angefahren, nämlich mit der großen Reisetasche, einem kleinen Reiserevolver, einer großen Reiserevolver, drei verschiedenen Kerzenständern und einer alten Ritterrüstung als Geschenk. Und alles aus dem Zimmer. Und alles aus dem Zimmer. Das bedeutet ein Bett, Gardinen. Und alles aus dem Zimmer. Gut, mehr ist es nicht. Ich kann das haben, wenn ich das will. Sehr geehrter Graf, bitte kommen Sie hier runter. Dann ziehen Sie sich bitte endlich etwas an. Das sollten doch Sie machen. Das machen wir in der Kutsche. Ich gucke den Kutscher an und werfe ihn ungefähr so einen Blick zu. Ich bewege mich langsam nun die Treppe hinunter. Kutscher schaut dich an, zeigt auf ihn. Ja. Hör mal auf, hier zu fraternisieren. Mit dem Feind. Wissen Sie überhaupt, wo dieser Mann vorher war? Sie wissen gar nichts. Wer weiß, was er war. Graf Monster. Wen er angefasst hat. Graf Monster, die Kutsche in Richtung Moreton Manor ist für Sie bereit. Bitte steigen Sie ein. Ich habe nur ein paar wenige Fragen an den Kutscher. Herr Kutscher, wie lange sind Sie schon im Lande? Dimitri. Haben Sie eine Arbeitsgenehmigung? Dimitri. Können Sie mir zeigen, für welche Kutschen Sie in den letzten 30 Jahren gearbeitet haben? Dimitri? Ich nuschel dir rüber. Sehen Sie, das sage ich die ganze Zeit, Winston. Die Ausländer nehmen uns die ganzen Kutschen weg. Wie bitte? Die Ausländer nehmen uns die ganzen Kutschen weg. Es ist so gut, dass er hört deutlich, was ihr sagt. Dimitri, bitte achten Sie nicht auf diesen Mann, er ist wahnsinnig. Da, einsteigen. Jawohl. Dimitri, achten Sie bitte nicht auf diesen Mann, er ist wahnsinnig. Was? Ja. Gut, ihr steigt also in die Kutsche. Okay. Zwei Personen steigen zu dir in die Kutsche, als ihr weiterrollt zum Anwesen bzw. Domizil von Lord Henry. Eine Kutsche fährt vor deinem Haus vor. Ein eher üppiger, kräftiger Mann steigt aus und klopft bestimmt an deine Tür.
Was tust du? Ich gehe gemäßigten Schrittes zur Pforte, öffne sie, schaue mein Gegenüber an, erkenne anhand seines Auftretens, dass er offensichtlich polnischer oder russischer Herkunft ist. Dimitri. Er wird Russe sein, ich sage zu ihm. Dzień dobry, was polnisch ist. Sprichst du polnisch? Nein, aber ich hatte meine polnische Geliebte. Das eine Wort gebe ich dir. Ja. Dzień dobry. Ja. Und gehe Richtung Kutsche. Gebe ihm mein Gepäck. Das erst, auf das er es tragen möge. Er nimmt es sofort und lädt es auf die Kutsche. Ja. Dann gehe ich in die Kutsche, setze mich rein, sehe Hallo Earl und frage, oh, ich bin wohl in der falschen Kutsche, das hier muss der Leichenwagen sein. Na hören Sie mal! Die Tür schließt sich hinter euch und die Kutsche nimmt Fahrt auf. Winston, haben Sie gehört, was er gesagt hat? Nein, Sir. Mesdames, Messieurs, darf ich kurz fragen, warum sind Sie nicht bekleidet? Ich meine, was ist das? Ich habe in meinem Leben viele Körper gesehen, aber das ist mir noch nie unter die Augen gekommen. Das sehen Sie. Ich hatte für eine Sekunde vergessen, dass Simon hier in die Kutsche einsteigt und nackt ist und Eddie sitzt ja auch schon drin. Das macht's ja noch absurder. Winston, was Sie gemacht haben, indem Sie sich weigerten, mich anzukleiden. Entschuldigen Sie, wir sind hier zivilisierte Menschen. Können Sie sich bitte bekleiden? Was ist das hier? Ich will wissen, was unser neuer Gast davon hält. Ich finde es ganz köstlich, wie Sie herumlaufen. Ich frage mich, wie Sie so alt werden konnten. Sex. Weil ich immer nackt herumlaufe. Ich hole meine Lupe raus. Und an dieser Stelle überspringen wir das Gespräch, in dem ihr euch vorstellt, denn die Kutsche rollt frohen Mutes in Richtung Moreton Manor. Ich zieh mich an. Oh, es geht durch verdreckte Straßen, vorbei an allerhand Gesindel und Bettlern. Dann wird die Gegend nach und nach besser und kurz darauf sind immer weniger Häuser zu sehen. Die dafür aber immer größer werden, bis schließlich nur noch selten lange Einfahrten vom Weg abgehen. Nach einigen Stunden Fahrt kommt die Kutsche etwa um die späte Mittagszeit am Anwesen der Familie Moreton an. Das Anwesen steht fast völlig einsam auf einem Hügel, von dem aus London nur noch durch den Dunst erkennbar ist. Moreton Manor hat die besten Jahre bereits hinter sich, wirkt aber keineswegs verlassen. Spitzenvorhänge schmücken penibel gereinigte Fenster und auch der Garten scheint eine hervorragende Pflege zu genießen. Das angrenzende Waldstück ragt düster und bedrohlich bis an den ausladenden Garten heran, der hinter dem erhöhten Haus weiter zu verlaufen scheint. Dimitri öffnet die Kutschentür. Er beginnt, euer Gepäck zum Haus zu tragen und fängt auch an, die zweite Kutsche zu entladen. Dimitri, lassen Sie das doch den Winston machen! Das ist Winston. Seine Aufgabe! Monsieur, können Sie mir meine Tasche bitte geben? Ich trage sie selber. Es ist kein Problem für euch. Doch! Und drückte die so an die Brust. Dankeschön. Was ist denn so Wichtiges in Ihrer Tasche? Ach, Sie wissen nur das Übliche. Geld. Mehr Geld. Zum Beispiel, ich habe auch ein bisschen Geld dabei, natürlich. Sie etwa nicht? Winston, haben wir Geld dabei? Mehr, als Sie je sehen würden. Jeder weiß doch spätestens seit Plato, dass nur jene, die kein Geld besitzen, ständig drüber reden. Darf ich Sie also fragen, aus welcher kleinen Gosse Londons Sie hierher gekommen sind? Dear Ladies, dear Lords, entschuldigen Sie, ich darf vorstellen, Graf Montgomery Thaddeus. Thaddeus! Graf Thaddeus Montgomery! Ich versuche ihm das seit Jahren beizubringen. Kopf von Bohlen und Halbach zu Falkenberg. Zu Falkenberg? Falkenberg! Und Sie dienen diesem Herrn? Sehr wohl, mein Lord. Wieso dienen Sie zur Abwechslung nicht mal Ihrer Würde? Gehen Sie jetzt weg, der Mann ist ein schlechter Einfluss für Sie. Gehen Sie. Hören Sie mal. Ich kann hören. Wie steht's mit Ihnen? Vielleicht brauchen Sie irgendwann mal auch einen Kredit. Oder jemand muss Ihnen eine Tür aufmachen zu einem Folterkeller, in dem Sie leider eingesperrt worden sind. Während ihr vor dem Haus streitet, öffnet sich die Tür. Das kann passieren. Ein offensichtlich als Butler gekleideter älterer Mann. Schaut euch an. Oh, kennen Sie beide sich? Mein Name ist Bruce. Hoch erfreut, die Herrschaften zu treffen. Keine Änderung Trinken mehr an Bruce. Trinken Sie bitte ein. Ich nehme an, es handelt sich um geladenen Besuch. Non, Monsieur, Sie müssen doch selber wissen, wen Sie eingeladen haben. Dimitri hat uns hergefahren. Dann wissen Sie nicht, wer Ihr Kutscher ist oder was. Wollen Sie mich veräppeln? Ich muss lachen. Haha.
Verzeihen Sie vielmals, das muss ein Irrtum meinerseits sein. Treten Sie bitte ein, ich leite Sie sogleich in den Salon. Dankeschön. Übrigens, danke. Ihr Kutscher, sind Sie sicher, dass er der Richtige ist? Ich hatte jemanden mit dem Namen Ashton erwartet. Eine hervorragende Wahl. Dimitri Popov. Blind in der Erfüllung seiner Befehle und blind, wenn es darum geht, Pietäten und kleine Feinheiten zu übersehen. Ich verstehe, was Sie meinen. Wir verstehen uns. So treten Sie doch bitte ein. Und er führt euch höflich in den Salon. Ihr könnt euer Gepäck gerne mitnehmen. Ihr könnt es im Flur abstellen, wie ihr gerne möchtet. Also das Gepäck wurde eingeladen. Ja, ein Teil, aber Teile, manche von euch haben ihr Gepäck ja persönlich getragen. Also ich habe ja nur so eine... Ach so, eher so, okay. So ein Täschchen. Okay, nicht Doktortasche oder was? Ja, ein bisschen, aber jetzt nichts, was mich behindern würde beim Laufen. Deshalb trage ich es weiter an. Ich entschuldige mich vielmals, die Herrschaften. Ich werde sofort den Tee anrichten lassen. Wenn Sie mich einen Moment entschuldigen würden. Und Bruce verlässt den Raum. Ich renne ganz schnell hinterher. Warte kurz. Einmal, damit ihr wisst, wo ihr seid. Ihr befindet euch in einem doch relativ großen Raum. Gut eingerichtet. Die Möbel sind nicht neu, aber auch noch lange nicht aus der Mode. Alles ist hervorragend gepflegt, sehr sauber. Also... Auch der Salon macht einen durchaus repräsentativen Eindruck. Sehr, sehr geil. Da geht's schon los. Ich hasse mein Leben. Da ist das schon das erste Meme. Sehr, sehr lustig. Ich finde übrigens tatsächlich, dass ich glaube, ich weiß nicht, war das das dritte Pen & Paper nach Beards und Tears? Ich glaube, ja. Ich glaube, dass das damals irgendwie so gefühlt auch so ein Durchbruch war, was so das rollenspielerische Miteinander angeht. Ich glaube so, also Tears war komplett Chaos. Beards war auch noch viel so, jeder für sich selbst irgendwie ein Stück weit. Und ich hatte das Gefühl, dass zum ersten Mal bei Morton Manor wir so wirklich als Gruppe irgendwie auch so rollenspieltechnisch uns aufeinander eingelassen haben, auf eine Art und Weise, die es vielleicht vorher nicht so gab. Von daher, das hat das für mich auch so vom Setting und von allem, auch vom Miteinander, irgendwie auf so ein anderes Level noch gehoben. Klar, manche von euch haben vielleicht auch schon mal edlere Sachen gesehen, aber es ist schon, gehört zur guten Gesellschaft. Niemand fühlt sich unwohl oder gar irgendwie schlecht aufgehoben. Haha, so, gucken Sie mal, die haben nur einen Kamin. Aber lachen Sie nicht. Ich möchte hier leben. Ich habe drei nebeneinander wegen der Wärme. Tatsächlich eine Spielfrage, ne? Ja. Meinem Charakter her müsste ich eigentlich im anderen Butler hinterher, um sozusagen meinem Grafen seinen Tee zu bereiten. Ja, naja, du bist aber halt das würde jetzt Haus. Bedeuten, genau, das würde jetzt bedeuten, ja. Dass ich hinterhergehe. Du kannst ihn also natürlich gerne darauf ansprechen, wenn du das möchtest. Ja. Sir Bruce, ich möchte Sie gerne darauf hinweisen, dass mein Herr Graf Mon, Graf Thaddeus Montgomery, Krupp von Bohlen und Halbach zu Falkenberg. Ja. Nur ganz explizit exquisiten Tee zubereitet, trinkt. Ich habe nun die Zutaten hierbei. Kann ich Ihnen bedienlich sein? Aber bitte folgen Sie mir doch. Ja. Und er geht mit dir in die Küche. Ja. Den Tee macht selbstverständlich das Hausmädchen. Und du kommst mit ihm gemeinsam zunächst auf einen... Also ihr kommt erstmal durchs Esszimmer, dann in einen Flur und schließlich in die Küche. Die Küche ist... Ein wirklich wunderschöner Raum. Eine Glasfront zum Garten hin. Ein offener Ofen. Also es ist ein kleiner Tisch, an dem zwei Frauen zu sitzen scheinen, zwei jüngere Frauen. Und alles ist geschäftig und scheint den üblichen Aufgaben nachzugehen. Eine Waschküche grenzt an den Raum an. Es gehen Warum esse ich den Bleistift? Warum? Vier Türen von dem Raum ab, plus die Außentür. Warum mache ich das? Von der Küche gehen vier Türen ab, plus Außentür. Ja. Sophie! Und eins der Mädchen springt sofort auf. Den Tee, bitte! Und Sophie beginnt sofort, den Tee anzurichten. Sehr gut gemacht. Du möchtest doch auch Tee anrichten. Ja, ich richte auch Tee an. Gut. Ja. Sie geht dir zur Seite. Du merkst, dass sie nicht völlig irritiert, aber doch verwundert über deine Anwesenheit ist. Ach, die Geräusche, ne? Die da live eingespielt werden. Guten Tag, ich bin Sophie. Einen wunderschönen guten Tag. So, und ich mach Tee, tatsächlich. Ja. Gut, was wollt ihr in der Zwischenzeit tun? Es geht natürlich schnell, aber vielleicht wollt ihr irgendwas tun. Ich gucke mich mal um. Wie sieht das aus, alles so? Kannst du mal ein bisschen beschreiben? Ja, ist ein sehr schöner Raum. Es hängen Bilder an den Wänden, unter anderem Bilder der Familie. Aber noch
noch nicht der Moritans, zumindest nicht so, wie ihr euch an Mr. Moriton erinnert. Keine Gestalt, die euch jetzt bekannt vorkommt. Ein offener Kamin. Es geht so eine leichte Wölbung mit Glas vom Haus ab. Man sieht, der Garten ist auch top in Schuss. Sehr schöne Teppiche. Also man sieht, Mr. Moriton hat auch wirklich Handel betrieben, denn da sind auch... Ich mach mal ganz kurz einmal F5, weil ich ab und zu mal lese, dass es asynchron ist. Ich weiß nicht, ob das überhaupt hierdurch sich jetzt irgendwas ändert, aber ich probiere es einfach mal. Aber noch nicht der Moritans, zumindest nicht so, wie ihr euch an Mr. Moriton erinnert. Keine Gestalt, die euch jetzt bekannt vorkommt. Ein offener Kamin, es geht so eine leichte Wölbung mit Glas vom Haus ab. Man sieht, der Garten ist auch top in Schuss. Sehr schöne Teppiche, also man sieht, Mr. Moriton hat auch wirklich Handel betrieben, denn da sind auch Teppiche aus anderen Ländern dabei. Sehr schöne Möbel, viel Holz, Füße und schön bestickt. Einfach ein sehr schöner und gut gepflegter Raum. Und während du dich so umsiehst, betritt Sophie zusammen mit Bruce und Earl wieder den Raum. Als sie euch erblickt, scheint sie förmlich zu erstarren und ihr fällt das Tablett herunter. Und damit verabschieden wir uns eine ganz kurze Pause. Bis gleich. Zum Glück geht's direkt weiter. Das ist ja fürchterlich, diese Unterbrechung. Ich liebe die Atmosphäre. Das ist einfach das Beste. Wunderschönen guten Abend, da sind wir wieder. Gerade ist Sophie, dem Hausmädchen, vor Schreck das Tablett aus der Hand gerutscht. Was tut ihr also? Der Tee und alle Leckereien, die so gereicht werden sollten, haben sich auf dem Boden verteilt. Ihr alle seid natürlich durch das Geräusch erschrocken und starrt gebannt in die Richtung. Oh, Winston, was haben Sie getan? Grafmon, mein Tee ist immer noch perfekt auf meinem Tablett. Und ich laufe zu Grafmon und reiche nur ihm den Tee. Bitte sehr. Madame, was ist los? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Geht es Ihnen nicht gut? Haben Sie zittrige Hände? Wollen Sie sich setzen? Haben wir vielleicht ein Glas Wasser für die Mademoiselle? Was ist los? Wie geht es Ihnen? Kann ich Ihnen helfen? Was ist los? Also gehst du zu ihr hin? Weil ich gehe zu ihr hin, okay. Natürlich. Was sind Sie denn für ein Arzt, dass Sie das arme Mädchen fragen müssen, was mit ihr los ist? Sind Sie nicht hier, um genau das herauszufinden? Entschuldigen, wie war Ihr Name nochmal? Bei wem haben Sie noch Ihre Ausbildung genossen? Während du zu ihr hin Jack gehst, the mit Ripper? Ihr, mit ihr reden? Ihr Name? Bitte, war der Name nochmal? Ich kenne diesen Mann nicht. Während du zu ihr hingehst und mit ihr reden willst, sagt sie, und scheint dir was zuzuflüstern. Gut, dass Sie hier sind. Elliot. Er ist verschwunden. Ach, was ist hier denn geschehen? Bruce erhebt plötzlich die Stimme und unterbricht die Situation. Sophie, du... Unerhört, was dieses Ding sich hier erlaubt. Also, und beginnt das halt so zusammen. Verzeihen Sie vielmals, wir bereiten sofort neuen Tee zu. Es ist ja schließlich auch bald Abendessenszeit. Verzeihung. Es ist sehr schwer, gutes Personal zu finden. Ich kenne das. Madame, können Sie noch mal wiederholen, was Sie gerade im ersten Satz zu mir gesagt haben? Sie schaut immer wieder zu Bruce. Gar nicht, es tut mir leid, das habe ich gesagt. Und schaut alles zusammen und beginnt den Raum zu verlassen. Entschuldigen Sie, junger Mann, darf ich Sie noch mal kurz fragen, wie war Ihr Name? Sie müssen doch nicht lange in London sein, sonst würden Sie wissen, dass ich Lord Henry bin. Ich habe Sie aber auch noch nie bei beim Pomeroy beim Tee gesehen. Lord Henry, ganz kurze Frage. Haben Sie gehört, was die Dame gesagt hat gerade? Ich meine vernommen zu haben, dass sie sagte, Elliot sei verschwunden. Sehen Sie, ich habe exakt das Gleiche gehört. Ja, dann wird es wohl so sein. Schade, dass wir offensichtlich die einzigen beiden hier sind, die hören können. Vermutlich. Da müssen unsere vier Ohren wohl für acht zuhören. Es war aber auch sehr leise, muss man zugeben, dadurch, dass die beiden mit dem Tee beschäftigt waren. Nun kommt Bruce wieder in den Raum. Die Herren, verzeihen Sie vielmals dieses sehr unglückliche Missgeschick. Ich bin untröstlich. Ja, das will ich auch hoffen. Das geht ja gleich direkt gut los. Doch hier. Soeben sagte mir die Uhr, dass bereits in wenigen Minuten Zeit für das...
das Abendessen Sie gekommen Nun sein dürfte. Hätten Sie doch nicht so, Bertha. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich Sie nun also ins Esszimmer geleiten und um einen kurzen Moment Geduld bitten, bis wir essen können. Aber was ist denn mit der Zigarre vor dem Essen? Mit dem Gin vor der Zigarre, vor dem Essen? Sie sind herzlich... Bin ich der Einzige, dem Etikette hier etwas bedeutet? Sie sind herzlichst eingeladen, beim Essen zu rauchen, das versteht sich. Und nach dem Essen reichen wir Alkohol und Zigarren im Herrenzimmer. Also ey... Wir sind nun wahrlich keine angenehmen Gäste, das muss man aber mal feststellen, ne? Also, ich hätte die direkt wieder rausgeschmissen. Aber die wollen ja was von uns. Geht sich. Ich akzeptiere unter der Bedingung, dass der Alkohol schon vorher serviert wird. Ansonsten nehme ich meinen eigenen. Wie Sie sind schon fertig. In den Tee hinein. Ihr Gepäck Danke. Lasse ich derweil auf die Zimmer bringen, denn wenn mich meine Augen nicht täuschen, wird es doch schon sehr dunkel und beide Kutschen sind bereits nach London zurückgekehrt. Junger Mann, das ist sehr nett gemeint. Ich behalte meine Tasche erstmal bei mir, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Überhaupt kein Problem. Dankeschön. Setzen Sie sich, setzen Sie sich. Und er schlägt die Tür auf und da ist das Esszimmer. Du kennst das Esszimmer ja schon. Ja. Also ihr könnt ihm ins Esszimmer folgen, ihr könnt im Salon bleiben, wie ihr möchtet. Ich bin sofort zurück und geht in die Küche. Herr Graf, darf ich Sie kurz also informieren? Also wieder auf den Flur und dann in die Küche. Darf ich Sie kurz informieren, was Alkohol mit Ihrer Leber macht? Wollen Sie das wissen? Interessiert es Sie? Mein Herr, ich bin 78 Jahre alt. Das ist ein Wunder. Jetzt wird nur noch genossen. Alt und hohl und Alkohol. So, so. Das reimt sich, was sich reimt, ist... Gut. Von... Was? Gut... Gut, Sie haben ein sehr großes Vokabular. Ich hatte mich derweil die drei Herren, die drei Grafen sich unterhalten, habe ich mich kurz versteckt, aber ich weiß wirklich ich kaum komplett, mehr noch, was das passiert. Das ist meine Fähigkeit als Butler. Ich checke, ob alles akkurat das macht's ist noch besser. Sozusagen das Esszimmer. Im Esszimmer? Ja, und das heißt, ich checke sozusagen einfach das Esszimmer. Was sehe ich? Ist alles akkurat? Ist die Tischdecke gerade? Sind die Messer alle richtig ausgerichtet? Sekunde. Ja. Und damit alle verstehen, was ich hier tue, durch die neue Ordnung ist es so, dass in jedem Raum es Dinge gibt oder eben nicht gibt. Und ich schaue gerade nach. Nö, in dem Raum ist soweit erstmal alles in Ordnung. Klar, du kannst gerne weiterhören, aber es ist auch alle hier. Ja, ihr seid im Esszimmer. Auch alles sehr sauber, sehr gepflegter Raum. Auch Kerzenleuchter auf den Tischen. Es wirkt nicht so, als sei irgendwas in Unordnung oder sei, würde es der Familie nicht gut gehen. Okay, also nichts was mir nichts. Als Butler irgendwie auffallen nö, würde. Nö, nichts, okay, was gut. Gerade dir als Butler, du würdest ja merken, nö, dir fällt nichts auf. Also ist alles in feinster Ordnung, bis eben auf die Teeflecken zwischen Tee und zwischen Esszimmer und Salon. Ihr könnt natürlich auch gern selbst was essen, ne? Ich weiß, die sind alle vermutlich eingeladen worden. Wenn ihr euch jetzt angesteckt fühlt, Morito. Ich habe eben kurz, der junge Mann hat es auch gehört, wie die Dame gesagt hat, Elliot... ist verschwunden. Kennen Sie einen Elliot? Haben Sie von diesem Namen jemals Kenntnis genommen? Nein, er kennt keinen Elliot. Dieser also, Name. Sagt Ihnen auch unbekannt. Ich kenne nahezu jeden. Das ist interessant. Vielleicht existiert der Mensch gar nicht. Möglich. Diese Person ist eine Lüge, um das Missgeschick mit dem Tee. In meinem Hause wäre das die Kündigung gewesen. Um darüber hinweg zu täuschen, wurde dieser besagte Person, wie hieß sie, Klaus, wurde erfunden. Elliot wurde erfunden, um über das Malheur hinweg zu verstehen. In diesem Moment geht die Tür auf und Bruce und Sophie kommen herein. Setzen Sie sich doch bitte, das Essen wird bereits angerichtet. Und stellen Teller mit Abdeckungen auf den Tisch, fangen an, den Tisch einzudecken. Also es ist relativ schnell, es sind ein paar, gerade Bruce, sehr geübte Handgriffe und schon steht das Essen auf dem Tisch. Selbstverständlich wird niemand von uns mit Ihnen essen können. Leider ist Mr. Moriton noch verhindert, lässt sich entschuldigen und wird spätestens morgen früh zu Ihnen stoßen und kann alle offenen Fragen sicherlich beantworten. Morgen früh? Monsieur, wir sind extra angereist für Moriton. Wir sind Ihre Umstände durchaus bewusst und ob Ihnen Geld wichtig sein mag oder nicht, wir werden Sie fürstlichst entlohnen. Womit gedenken Sie mich denn entlohnen zu können? Ich bin mir sicher, es geht um etwas hochgradig Wichtiges und Persönliches. Wenn Mr. Moriton sich die Arbeit macht, so herausragende Herrschaften so weit ins äußere London zu sich. Für jemanden, der sich so sicher sind, haben Sie ein sehr unsicheres Auftreten. Kommen Sie mal her, mein Junge. Eine Frage. Mein Butler. Warte kurz, hast du Menschenkenntnis oder so? Ja. Würfel mal auf Menschenkenntnis. Gut, einmal, damit es alle verstehen, was für einen Wert hast du auf Menschenkenntnis? 80. Gut, nach unserem neuen System wirft Nils jetzt einen W100-Wurf.
Das heißt, er hat hier zwei Würfel. Einen, der zeigt die Zehnerstellen an. Haben wir da schon eine Kamera? Einen, nehmen, ne? Der zeigt die. Ach ja, stimmt. Würfelkamera auch. Einen, der zeigt die Zehnerstellen an. Sieht man das gut? Mit der GoPro. Einen, der zeigt so die Zehnerstellen. Oh, da könnte ich eigentlich mal luschern, was da drauf steht. Da kann ich mal luschern, was im Skript steht. Da habe ich noch nie gesehen. Ankunft beim Essen. Es gibt. Was? Sauerkrautsoße? Mit Spargelinnereien? 19:15 Uhr Essen? Mrs. Morton oder was? Das ist ja abgefahren. Ich wusste, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas Hauke-Skriptiges gesehen. So macht er das also. So, und einen. Sehr gut. Und einen, der zeigt die Einsatzstellen quasi an. So. Das heißt, man kann jetzt würfeln. Und so hätte ich zum Beispiel eine 8-10 gewürfelt. Und das ist ein bisschen hell, ne? Ja. Geht. Oh, ist ein bisschen hell. Kann man, das noch erklären. 10 und eine 8, das wäre eine 18. Auf einen Wert von 80 muss Nils nun 80 oder weniger würfeln. Ist dein Wurf mehr als 65 entfernt, das ist eine Sonderregel, ist das ein kritischer Erfolg. Das heißt, du würfelst zum Beispiel... Diese 42% haben die irgendeinen Einfluss? Was? Hat dieser Wert irgendeinen Einfluss? Nee, der obere Wert hat noch keinen Einfluss. Erklären wir, wenn es soweit ist. Eine 8. Eine 8. Das ist ein kritischer Erfolg. Das ist ein kritischer Erfolg. Du hast weniger als 65%, wärst mehr als 65 von dem Maximalwert entfernt. Das heißt, das ist ein kritischer Erfolg. Hammer, gut. Was jetzt? Deine Menschenkenntnis. Was passiert? Da red dir, gib mir eine Sekunde. Ich muss eben zu dem Charakter. Ja, Bruce spricht, was dir auffällt, einen leichten Akzent, der ungewöhnlich ist. Also das ist das, was du als Unsicherheit interpretierst. Der ist nicht hundertprozentig sprachsicher in Englisch. Du weißt nur ganz, ganz sanft und wirkt nicht so zu Hause hier, wie man das annehmen sollte von einem Butler. Mhm. Also ist doch relativ fremd scheinbar bei diesem Ort. Also wie er sich bewegt und so, das macht auf dich nicht den Eindruck, als ob er sich hier regelmäßig bewegt. Dann möchte ich gerne mit ihm sprechen. Kannst du absolut, er steht neben dir. Bruce, auf ein Wort. Aber bitte. Wie lange sitze ich schon in Diensten meines guten Freundes Morriton? Bereits einige Jahre. Einige Jahre. Darf ich Sie fragen, wo Sie ursprünglich herkommen? Gut, meine Vorfahren kamen einst aus Deutschland. Ich hingegen lebe schon einige Jahre in England. Haben Ihre Eltern mit Ihnen Deutsch gesprochen? Oder waren Sie bereits englischsprachig? Hin und wieder, möchte ich sagen. Meine Großeltern sprachen Deutsch als Muttersprache. Meine Eltern auch noch, aber... Leider bin ich des Deutschen nicht so mächtig, wie ich es gerne wäre. Sie würden sich also als englischen Muttersprachler bezeichnen? Och, so weit würde ich nicht gehen, wenn ich Sie sprechen höre. Solch eloquente Sprachakustiken und Schmeicheleien für meine Ohren. Die vermag ich nicht zu formulieren. Doch, ich finde, es ist ganz passabel, was ich von mir gebe. Wissen Sie, Komplimente sind mit einem Degen zu führen und nicht mit einem Breitschwert. Verzeihen Sie vielmals. Ich hoffe, das Essen schmeckt Ihnen. Und Bruce zieht sich... Bruce, eine Frage noch ganz kurz. Dieses Haus hier, wann wurde es noch gleich erbaut? Oh, das könnte eine Weile her sein. Gib mir eine Sekunde, das habe ich nämlich aufgeschrieben. Dieses Haus ließ bereits der Vorfahr des werten Alfred Morriton erbauen. Für lange Zeit diente es nur als Ferienhaus und Wochenenddomizil. Doch der werte Lord Morriton ließ sich später hier nieder und als er seine Geschäfte dann komplett zur Ruhe legte, baute er es zum dauerhaften Anwesen. Ich war bereits einmal hier und ich erinnere mich daran, ein ganz fantastisches Foto von Morritons Großmama gesehen zu haben. Könnten Sie mir bitte sagen, wo ich dieses Foto hier wohl finden kann? Ich habe es für den Moment vergessen. Fotografien haben wir leider gar keine im Haus. Ach, das ist ja sehr interessant. Vielen Dank. Sie dürfen sich zurückziehen. Dina, eine Frage? Ja. Und zwar wegen der Entlohnung für unseren Tag hier. Ja. Mein Butler Winfred ist ja de facto aktuell auf der Arbeit. Winfred. Der arbeitet ja für mich und wo ich bin, ist seine Arbeit. Ich bin der Kern seines Lebens. Ich bin Matthias, der einzige Grund für seine Existenz. Na, absolut. Kann ich dann also nun davon ausgehen, dass das Geld, welches nun meinem Butler gehören würde, durch diese Konstellation automatisch auf meinem Feld landet? Ich möchte sagen, Ihrem Butler hätte ich überhaupt kein Geld zugeschrieben, aber für Ihre Umstände werden Sie sicherlich einen extra Aufwand erhalten.
dann bin ich einverstanden. Sie scheinen das Geld ja durchaus nötig zu Bruce haben. Bruce zieht sich ein wenig zurück, das verlässt Geld, den Raum. Geht sie gar nichts an. Bruce zieht Wer sich ein Geld wenig zurück, behält, verlässt euch und das Essen steht auf dem Tisch. Jetzt können wir, nur, dass ihr es wisst. Ich hoffe doch sehr, unser Gastgeber hat auch an Sie gedacht und einige Froschschenkel bereitgestellt. Das ist sehr lustig. Ihr Humor bringt mich zum Lachen, sehr amüsanter Kerl. Sagen Sie, was ist das genau, was ich hier vorgesetzt bekomme? Als ihr die Abdeckung hochnehmt, liegt vor euch eine hervorragend zubereitete Gänsebrust. Dazu wird ein toller Rotwein gereicht. Es sieht wirklich lecker aus, was da vor euch steht. Dear Lord, eine Sekunde bitte. Eine Gänsebrust? Ja, eine hervorragend zubereitete Gänsebrust. Es ist zubereitet. Wenn Sie möchten, kann mein Butler auch bei Ihnen einmal nach Giften schnuppern. Er hat das feinste Näschen ganz Asiens. Ich verzichte darauf, dass Ihr Butler seine Nase in mein Essen stülpt. Gut, dann sterben Sie in Frieden. Ich muss wirklich sagen, die Gans sieht zwar sehr lecker aus, aber ich frage mich, wer sie wirklich geschnitten hat. Das ist furchtbar. Die gesamte Geometrie des Tellers ist eine Beleidigung für mein Auge. Ich muss es so ehrlich sagen. Hoffentlich schmeckt es ich besser, es nicht sagen, als es aussieht. Bon Appetit. Ich stehe übrigens, ich esse nicht mit. Ich gehöre ja nicht zu der Kasse. Nee, das heißt, ich stehe tatsächlich da. An der Wand. Genau, ich stehe an der stehen Wand. Immer noch hier. Warten. Für dich ist auch kein Teller eingedeckt. In den Kohlenkeller. Darf ich Sie mal fragen, nur so aus Interesse, Dr. Tesseract? Wie hoch ist die Überlebensquote Ihrer Patienten? Das kommt ganz darauf an, was die Patienten haben. Buddy, für dich wird natürlich Essen in der Küche gereicht, bei den anderen Bediensteten, wenn du es möchtest. Ich verpuffe, ich bin ja sehr stark im Verstecken. Also, übertreiben wir nicht. Ich verpuffe. Verpuffen kannst du nicht. Ja gut, aber als Butler... Ich möchte dich nur frühzeitig bremsen, bevor du im nächsten Ding verdunsten kannst. Fuck, das wollte ich gerade sagen. Gut, ich ziehe mich aber zurück sozusagen und gehe tatsächlich dann zu den anderen Bediensteten. Ja. Die anderen Bediensteten sitzen in der Küche und bekommen auch Gans, aber natürlich nicht die besten Stücke. Aber die nicht ganz. Auf dem Tisch. Okay. Wenn ich meine eigene Dialogstrecke da starten kann, sag Bescheid. Ne? Aber ihr wart ja gerade im Gespräch, deswegen. Achso, wir unterhalten uns gerade zu Tisch. Ja. Du kannst, wenn du. Oder wollt ihr euch gerade unterhalten? Deswegen, also ihr wart ja gerade dabei. François, erzählen Sie mir doch mal was von sich. Tessie, erzählen Sie mir doch mal was von sich. Was sind Sie für ein Mensch? Was ist das für eine primitive Kreatur? Ich fasse es nicht. Das können Sie nicht mal die normalsten Regeln einhalten? Wir kennen uns noch nicht so lange. Für Sie bin ich immer noch Dr. Tesseract. Habe ich Sie etwa beleidigt mit meiner Sprache? Es war ganz und gar nicht meine Absicht zu beleidigen. Nichts liegt mir ferner als das. Nun erzählen Sie doch mal, Sie temperamentvoller Südländer. Was meinen Sie denn so im Leben? Ich bin Chirurg. Wissen Sie, was das ist? Sie haben ja noch nie Ihr Haus verlassen, so wie ich gehört habe. Ich habe noch nie davon gehört. Das habe ich mir gedacht. In Bildungskreisen spricht man auch von den Ungelehrten. Wie sagten Sie zu Hause? Wurden Sie gelernt von einer Privatschule oder wie? Muss ich mir das vorstellen? Sie haben noch nie die Bücher einer Universität gesehen? Naja, die Bücher einer Universität werden mir regelmäßig angeliefert. In der Tat kann man sagen, ich beliefere die Universität mit Werken aus aller Welt. Waren Sie schon mal in Quatschopottel? Das ist interessant, dass Sie sagen Quatschopottel. Natürlich war ich schon mal in Quatschopottel. Während ihr zwei euch einen verbalen, scheinbar fast ebenbürtigen Schlagabtausch liefert, hat Buddy die Gelegenheit, sich zu unterhalten. Doch... Während ihr es steht, Peter Marco, herzlichen Dank. Margaret Parker auf die Hausdame. Sorry. Margaret Parker, also... So hat sie sich zumindest bei dir vorgestellt. Die nochmal, sag nochmal bitte. Margaret ich hab da gar keine Erinnerung mehr dran gehabt, tatsächlich. Hausdame. Am Tisch sitzen, grade, das wäre vielleicht... Das ist alles sinnvoll. Neu für mich. Am Tisch alles, sitzen, aber viel, also, Bruce, der Butler. Das allermeiste ist weg. Nach Sophie, das Hausmädchen. Hausmädchen. Margaret Parker, die Hausdame. Isabel, das weitere Hausmädchen. Und Matt, der Hofgärtner. Mad, einfach nur mad, oder was? Ja. Wenn du möchtest, kann ich dir gerne alle beschreiben. Ja, mach das mal bitte. Was ist mad? Der Hausgärtner. Ich fang nochmal an. Sekunde. Großes Fleisch. Fleisch. Also hatten wir schon. Auf ihn ist Verlass. Er spricht mit einem leichten Akzent, aber sehr gehobenes Englisch. Ist von dürrer Statur, ordentlich rasiert und mit einer sehr guten geraden Haltung. Graue Haare schmücken sein faltiges Haupt, das an der Spitze stark vom Haarausfall betroffen ist. Sophie ist ein hübsches, aber sehr traurig dreinblickendes junges Hausmädchen. Sie hat dunkle Haare, ist schlank und ganz hübsch anzuschauen. Wie heißt die? Jasmin? Oder was ist das? Sophie hieß die. Sophie und dann gibt es noch Isabel, ja? Margaret. Margaret,
stellt sich als Margaret Parker vor. Die Hausdame, eine untersetzte, aber sehr gepflegte ältere Dame in sauberer und penibel gebügelter Kleidung. Ihre leicht ergrauten Haare trägt sie zu einem Dutt gebunden und ein Ehering schmückt ihre Hand. Das ist nur für dich, ist natürlich ungewöhnlich, dass eine Hausdame verheiratet ist. Isabel ist ein weiteres Hausmädchen, hat eine eher längliche Nase, macht hin und wieder etwas dümmliche Bemerkungen, ist aber durchaus hübsch anzuschauen. Rote Haare, Sommersprossen und eine sehr aufgeweckte Person. Keck oder was? Ja, doch, könnte man fast sagen. Matthew, von allen nur Matt genannt, stellt sich als Matthew Donovan vor. Alle nennen ihn aber nur Matt. Der Hofgärtner und Mann fürs Grobe. Um die 30, freundliches Gesicht, blondes Haar, recht gut aussehend und scheinbar ein fleißiger Arbeiter, so von der Statur her. Das sind alle, die so scheinbar zumindest zum Personal gehören, wie es gerade aussieht. Das sind alle, die anwesend sind beim Personalessen. Mhm. Und Margaret Parker steht plötzlich auf. Ich werde nun der Lady ihr Essen bringen und greift nach einem Teller. Hast du Wahrnehmung oder irgendwie sowas? Ja, Auffassung. Richtung? Ja, dann würfel mal auf Auffassungsgabe. Habe ich 40? Ja, würfel mal. Shit, 61. Okay, gut. Sie steht auf, nimmt den Teller und verlässt den Raum, geht mit dem Teller auf den Flur durch eine weitere Tür. Okay. Also nicht durch die Tür, durch die ihr reingekommen seid. Ja. Okay. Ja. Bruce! Ja? Was können Sie mir über diese Unternehmung erzählen? Beim Essen recht wenig, möchte ich meinen. Also merkst durchaus, dass der Ton dir gegenüber weit weniger höflich ist. Ich hasse mein Leben. Beim Essen. Ah. Gut. Signature Booty. Eine Stunde reinschauen, erkennt man. Simon ist nur am Essen, das also, ist unfassbar. Ja, okay, ja, tatsächlich nochmal dann ganz schnell. Ja. Ich beobachte Sophie nochmal, weil die ja so traurig aussieht, ne? Ja. Ich habe auch relativ. Nee, merkst du, dass Sophie. Nee, das merkst du auch so. Sophie beobachtet dich. Okay. Also schaut immer wieder zu dir rüber, wirkt verunsichert, weiß scheinbar nicht so richtig. Sophie ist auch Hausmädchen, oder? Sophie ist das Hausmädchen, das eben das Tablett hat. Ja, ja, klar, aber genau. Sophie ist Hausmädchen, ja. Sophie, das mit dem Tee möchte ich gerne noch einmal ansprechen, wenn ich darf. Bruce schaut schon grimmig, aber noch unterbindet er es nicht. Die Hand wird in einem 45-Grad-Winkel festgehalten. Ungefähr so. Ich präsentiere Ihnen das nur mit diesem Teller. Sehen Sie? Und mit dem Teller verdecke ich so leicht die Sicht sozusagen auf Bruce. Ja. Oh. Ja. Und ich gucke ihr tief in die Augen und frage, alles okay? Wie machst du? Alles okay. Alles okay. Ja. Sophie schaut dich an. Okay. Und schüttelt den Kopf. Ich nicke. 45 Grad. Relativ einfach. Und esse still sozusagen sagt, weiter. Danke, ja. Und isst weiter. Gut. Sehr gut. Währenddessen geschieht etwas im Esszimmer. Denn plötzlich sieht einer von euch, obwohl es schon um die 7:30 ist, etwas am Fenster. Und was das ist, wird eine Umfrage entscheiden. Oh, ich dachte gerade, ich komme schon in eine Pause. Auf dem Twitter-Kanal okay. Von Rocket Beats TV machen. Was habt ihr da? At the Rocket Beans ist bei Twitter, ne? At the Rocket Beans. Dort wird die Umfrage laufen. Was ist plötzlich am Fenster zu sehen? Eine Person oder ein Tier? Nochmals der Hinweis, leider funktioniert das mit der Schnittstelle des Chats nicht. Deswegen können wir es heute nicht über den Chat machen. Der zweite ikonische Moment. Tut mir sehr leid. Ich hoffe, dass dennoch einige Leute, am besten die meisten Lust haben, bei der Umfrage mitzumachen. Gut. Hashtag spitze Stifte einfach. Ja, nochmal, stimmt. Ne? Hashtag ich glaube, jetzt kommt stimmt auch nicht. Einer meiner absoluten oder auch wahrscheinlich eine auch Person, eurer. Ein Tier. Lustigsten eine Person oder ein Sprüche Tier, genau. In allen ja. Pen and Papers. Möchtest du noch was tun? Wollt ihr euch noch weiter unterhalten, bevor das quasi geschieht? Denn wir geben der Umfrage natürlich mal einen Moment. Tatsächlich ganz kurz nochmal, ich will einmal schauen, gibt es eine zentrale, also Brunnenstelle oder sowas in Art? Sowas in dem nicht? Raum? Ja, also tatsächlich gibt es da irgendwie schon eine moderne Wasseranlage sozusagen. Es gibt eine Wasserstelle, aber keinen Wasseranschluss. Also okay. Es gibt keinen Wasserhahn. Okay, aber eine Wasserstelle, wo auch sozusagen das Wasser für Tee frisches etc. Wasser steht, genau. Abgekocht wird und so ein Scheiß. Genau, ja. In Töpfen okay. Steht frisches Wasser da. Okay. Gut, danke. Wilson. Ja. Was schmunzeln Sie mich an? Kann ich Ihnen? Haben Sie sich denn schon eine passende Grabstelle rausgesucht? Ich habe gehört, in Barclay gibt es einen ganz fantastischen Friedhof mit Blick über die Stadt. Schön, dass Sie das sagen. Genau da ist das große Familiengrab, der zu Falkenbergs. Wie er erstmal selber nochmal nachgucken muss. Weil wir so viele sind.
Und da werde ich zusammen mit meinem Butler bestattet, zur selben Zeit. Also wann auch immer ich gehe, muss er dann mit. Also ist der Butler quasi auch 78? Der Butler ist noch, der hat noch 20 gute Jahre vor sich. Aber was wären das denn für Jahre ohne mich? Wie soll er denn überhaupt zurechtfinden? Sagten Sie kurz, ganz kurz, Falkenberg. Falkenberg? Ich habe einmal einen Falkenberg, glaube ich, operieren müssen. Doch, doch. Ich erinnere mich vage an den Namen. Ich habe mal einen auf meinem Tisch liegen sehen. War das Frederik Falkenberg? Es ist möglich, dass es Frederik Falkenberg war. Ich kann mich nicht genau entsinnen, welcher Vorname er hatte, dieser Monsieur. Er hatte eine gar furchtbare Leber. Ich musste sie komplett rausschneiden. Ja, ja, das war von dem weniger alkoholverträglichen Zweig der Familie. Der ist mittlerweile ausgestorben. Dafür haben wir gesorgt. Ah, interessant, interessant zu sehen. Dankeschön. Ich wollte nur kurz sagen, ich habe ja schon mal den Namen gehört. Sie haben mehrfach Interesse gezeigt an meine Leber. Soll ich sie Ihnen überschreiben? Soll ich sie Ihnen hier und jetzt ich würde nach meinem Tod normalerweise machen? Würde ich sagen sofort, aber Ihre Leber ist nichts wert, sind wir ehrlich. Ihre Leber ist höchstens ein abschreckendes Beispiel für junge Menschen da draußen, was Alkohol und Zigaretten dem Körper zufügen. Ich kann damit nichts anfangen, es tut mir sehr leid, Monsieur. Aber also sagen Sie quasi Lebano? Lebano? Lebanon? Lebano. Lebanon? Lebano. Ist das ein Wortspiel, das sich bezieht auf das Land Lebanon? No? So, oui. Liebe Regie, haben wir ein Ergebnis der Umfrage? Schnell ein Ergebnis! No? Denn ich glaube, die Konversation auch. Wow, 51%. Wow, war das knapp. Oh, 50-50. Das war 50-50. Und wenn die sich für ein Tier entschieden hätten, dann hätte Simon seinen Jahrhundert-Gag gar nicht bringen können. Wenn sie 50 ist, nee, in dem Moment, als wir Stich gemacht haben, war es 50. Ja. Na gut. Was, 51? Wie sollten wir es auch sonst entscheiden würfeln? Mensch. Für eine Person, ja. Person, meine ich doch. So. Als ihr also beim Essen sitzt, fällt euch plötzlich auf, dass da jemand vor dem Fenster zu stehen scheint. Da scheint mir jemand vor dem Fenster zu stehen. Das ist immer so, wenn man isst. Das sind die Armen. Als ihr hin... doch, doch, doch. Ich weiß, schockierend. Haben die denn nichts Besseres zu tun? Wenn die arbeiten würden stattdessen, was die verdienen Armen. Würden. Die berühmten Armen. Das sind die Armen. Ihre Häuser beraubt, stehen sie vor meinem Panoramafenster. Jeden Abend, wenn sie essen, stehen sie dort, die Armen. Und tun nackt drin, ey. Okay, junger Lord, haben Sie gesehen, wer, ist es eine Person oder mehrere? Ihr habt eine Person gesehen. Eine Person. Ja. Es ist eine Person. Eine Person. Und als die Person sie bemerkt, dass ihr sie gesehen habt, zieht sie sich sofort zurück. Ja, aber ich sehe besser. Wer zieht sich zurück in dieser Welt? Ich sehe besser mal nach, wer das am Fenster war. Vielleicht nehmen Sie Ihr Skalpell mit. Ich denke nicht, dass dieser Mann momentan ein interiöres Leiden hat. Wissen Sie, ich würde an Ihrer Stelle das Skalpell lieber mitnehmen, denn seien wir doch ehrlich, ein Todesopfer mehr oder weniger durch Ihr Skalpell wird Ihre Quote nicht nachträglich verändern. Da haben Sie wohl recht. Trotzdem bleibt das Skalpell erstmal dort, wo es ist. Wenn es um Säbel und scharfe Waffen geht, sind Sie ja der richtige Mann. Was wollt ihr also tun? Gehen wir mal davon aus, dass ich Person gehe kurz an das Fenster und gucke aus dem Fenster, ob ich sehen kann, wer dort sich eben noch befunden hat. Du siehst, dass da eine Person im Gebüsch steht, die scheinbar denkt, du kannst sie jetzt nicht mehr sehen. Ein Mann. Nun, Monsieur, ich sehe dort einen Mann. Er glaubt nicht, dass ich ihn sehe. Ist er vielleicht ein Butler? Ich kann es nicht genau sagen. Er steht im Gebüsch und er glaubt, er ist nicht zu sehen. Aber ich sehe ihn ganz klar mit meinen Augen. Was soll ich machen? Haben Sie einen Vorschlag, Monsieur? Beschreiben Sie doch mal. Sekunde. Ist von gesunder Statur, so die Statur eines Arbeiters, trägt auch Arbeiterkleidung, sieht wie Landbevölkerung aus, niemand von gehobenem Stande, so um die 30, vielleicht jünger, kann man schwer einschätzen in der Dunkelheit, aber... Nun, es scheint mir ein Mann zu sein, der arbeitet, ich weiß, sowas haben Sie in Ihrem Leben noch nie gesehen, lassen Sie es mich kurz beschreiben. Beschreiben Sie mir das. Er ist in etwa in Ihrem Alter, vielleicht ein bisschen jünger, ein bisschen gebrochene Statur, offensichtlich hat er hart zu arbeiten gehabt in seinem Leben, ich kann es nicht genau sagen, vermutlich hat er Probleme am Solarplexus, ist eine kleine Vermutung, ich kann nicht 100% sagen. Er macht dort irgendwas am Gebüsch, aber es ist mir nicht eindeutig erkennbar, was es ist. Gut. Was er dort tut. Die Person scheint jetzt in der Dunkelheit zu verschwinden, weil sie merkt, dass du doch stark in die Richtung natürlich guckst, wo die Person steht. Nun ist er weggerannt. Er hat offensichtlich gesehen, dass ich ihn sehr lange angestarrt habe.
Passiert dir das häufiger? Nein, normalerweise fällt den Menschen nichts mehr auf, wenn ich sie anstarre. Weil sie tot sind, verstehen Sie? Oder in Narkose. Kleiner Chirurgenwitz. Sie sind mit ihrem Humor ähnlich scharfklingig unterwegs wie mit dem Skalpell. Das muss man ihnen lassen. Vielen Dank, Monsieur. Gut. Bruce betritt also den Raum, also steht bei dir, steht Bruce auf, kommt rüber, denn ihr habt offensichtlich aufgegessen. Oh, die Herrschaften, es scheint geschmeckt zu haben. Monsieur Bruce, wir haben in meinem Fenster eine Gestalt gesehen, es war ein junger Mann um die 30, wissen Sie, wer das war? Warum gucken Leute uns beim Essen zu? Wo bin ich hier gelandet? In einem Viehstall? Lassen Sie die Hunde los. Es tut mir sehr leid, das muss Donny Cook gewesen sein, dieser widerwärtige Herumtreiber aus dem Nachbarort. Deswegen schaut er immer, weil er Cook heißt. Dieser widerwärtige Herumtreiber aus dem Nachbarort, der keinerlei Sinn für Pietät besitzt, streicht seit ewigen Weilen schon um dieses Haus herum und stellt unserer Sophie nach. Ach, eine Liebe, die nicht sein soll. Gibt es nicht etwas Tragischeres im Leben als das? Wie soll die liebe Sophie denn auch ihren Tätigkeiten nachkommen, wenn ständig dieser Pöbel sie belästigt? Mhm. Ich denke, Sie verstehen. Und darf ich Sie nun ins Herrenzimmer einladen? Dort möchte ich Ihnen den feinsten Brandy einschenken, den Ihr Gaumen je geschmeckt haben wird, und Sie gern auf eine Zigarre einladen. Das ist sehr freundlich von Ihnen, Bruce, aber darf der Knabe auch kurz mitkommen ins Herrenzimmer? Welcher Knabe? Auf wen zeigst du? Ach so. Oh. Offensichtlich war sie in Anatomie nicht so oft zugegen. Es war ein Scherz, weil Sie noch so jung sind. Junger Mann, nehmen Sie es sportlich. Ich freue mich sehr. Mit einer ausladenden Geste stößt er eine große Tür auf, eine Doppeltür, und macht den Weg zum Flur frei. Ey, wollte Simon eigentlich gerade eine Rede halten? Hat er deswegen gegen das Glas geschlagen? Mehr. Das ist doch mehr unser Stand, oder? Ist dieses da eine wunderschöne Rede abhanden Räumchen gekommen? Hier. Kaufmann, das ist der Flur. Also ich bin wieder da. Ja. Natürlich, das ist mir bewusst. Aber haben Sie schon mal solch einen Flur gesehen? Mit einer solchen geraden Geradigkeit? So eine man kann richtig weit sehen. Bis in den nächsten Raum. Nein. Warum sind Sie überhaupt hier? Sollen Sie nicht in der Küche sein? Nun lassen Sie doch Ihren Butler auch mal teilhaben an dieser Runde. Er ist doch ein anständiger Mensch, oder nicht? Sie kennen ihn nicht. Kaufmann, es ist fast... Sie kennen ihn nicht. Wollen Sie mir doch bitte Ihre Medikamente geben? Es ist ziemlich genau 8 Uhr. Ja. Jetzt stößt er die Tür zum Herrenzimmer auf. Das ist so schräg gegenüber von der Seitentür des Esszimmers. Ja. Also... Was wollt ihr tun? Ihr könnt selber entscheiden. Ihr könnt natürlich. Ich glaube, ich hatte was tatsächlich, vor. Ich bereite also okay. Kein Witz Medikamente irgendwie vor, aber ich warte sozusagen. Ich bin immer noch Butler, das heißt, ich glaube. Ich meine nur, ob ihr ins Herrenzimmer gehen wollt oder nicht. Ihr könnt natürlich auch im Salon bleiben, ist sehr unhöflich, aber könnt ihr machen. Ich sitze bereits und habe mir die dickste Zigarre angezündet, die sie haben. Das ist ein ziemlich dicker Brummer, den ihr von das Herrenzimmer ist auch wirklich ein Raum, in dem man sich wohlfühlen kann. Schöne grüne Ledermöbel, ein großer Schreibtisch, an dem mehrere Personen auch sitzen könnten, viele Bücherregale, ein Raum, in dem sich's gut aushalten lässt. Ein Globus, der gleichzeitig eine Minibar ist. Und während ihr es euch hier gemütlich macht, machen wir eine kurze Pause und sind gleich zurück und schauen, was im Herrenzimmer geschieht. Keine Pause! Bis gleich. Ey, es macht echt Spaß. Ich kann es nochmal wieder sagen, dadurch, dass ich ja nichts mehr weiß, sehe ich das alles quasi zum ersten Mal. Und ich sehe natürlich auch ganz, ganz viele so Details oder höre so Sachen, die man da gar nicht mehr so wirklich mitschneiden kann. Der Vorteil des Älterwerdens, genau, ja. Und da sind wir zurück auf Moreton Manor. Schön, dass alle wieder da sind. Simon ist immer noch. Bis 24 Uhr werden wir uns hier noch vergnügen, denn wir haben eben gesehen, da könnte was anderes stehen. Aber bis 24 Uhr geht's heute mindestens. Und danach kommt noch ein Was wäre wenn. So, ihr wurdet gerade ins Herrenzimmer gebeten, wo wirklich herausragender Brandy gereicht wird. Sven, herzlichen Dank. Passable Zigarren. Also, Grafmont, Sie hatten schon mal bessere. Aber es ist okay. Es ist eine gute Zigarre. Sie schmiegt sich in die perfekte Lücke zwischen Daumen und Zeigefinger. Sie hat perfekte Dicke. Man könnte fast meinen, es
Naja, da muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Die Herrschaften, ich werde Ihre Zimmer herrichten. Sehen Sie sich gerne auf dem Anwesen um. Im Rahmen der gebührenden Höflichkeit, versteht sich. Ich werde Sie abholen und Ihnen Ihre Zimmer zeigen, sobald alles hergerichtet ist. Einen wohltuenden Abend wünsche ich. Und Bruce zieht sich zurück. Ihr bleibt allein im Herrenzimmer. Winston, möchtest sehen du? Sie, wie dieser Mann mich redet. So ich müsste einmal das Herrenzimmer meines Grafen vorbereiten. Bitte geleiten Sie mich doch dorthin. Sehr gerne doch. Bruce führt dich über einen Flur zurück zur Haustür. Neben der Haustür links, um eine Ecke nochmal links. Und dort, führt dich zur Haustür und dort die Treppe hinauf. Und dann steht ihr in einem Flur, von dem eine Menge Zimmer abgehen. Welches Zimmer darf ich empfehlen? Gleich hier vorne das erste, mein persönlicher Favorit. Aber sehr wohl. Dann öffnet ihr zum Gästezimmer 1 die Tür. Ein schönes Gästezimmer, also wirklich absolut angemessen, großes Himmelbett. Und eure Sachen stehen noch auf dem Flur. Darf ich annehmen, dass die Sachen in dieses Zimmer geräumt werden sollen? Sehr wohl. Beachten Sie bedingt auf die Gardinen. Die Gardinen sind meinem Grafen sehr wichtig. Sehr wohl doch. Ja. Isabel! Und kommt aus einem Zimmer, der sagt, ja, die Sachen bitte. Und Isabel fängt an, die Sachen ins Zimmer zu bringen. Bleibt Bruce bei mir im Zimmer, oder nicht? Ja, Bruce bleibt bei dir. Fuck. Oh, schade. Du hast direkt schon eine mentale Karte gemacht. Jetzt, Sie können oder? Sich gerne zum Herren zurückziehen, oder darf ich Ihnen zur Hand gehen? Hast du Menschenkenntnis oder so? Ja, mit 10 leider nur. Aber ich kann's würfel mal drauf. Okay, ich versuch's. Nee, 46. Okay. Nö, ja, ist ja. eine höfliche Frage, ob er dir helfen kann. Okay. Nö. Ich glaube, dass die Herstellung des Zimmers ist bei Ihnen in guten Händen. Isabel, herzlichen Dank, Bruce. Ich werde nun wieder zurück zu meinem Grafen gehen. Okay, ja. Genau. Gehe ich alleine zum Herrenzimmer? Ja. Ich scanne komplett den Weg und sozusagen die Räumlichkeiten und wo etwas lang geht. Ja. Finde ich mit Buddy immer ein bisschen schwierig. Dadurch, dass auf der einen Seite geil, auf der anderen Seite vier blöd, weil er... Zimmer. Und ein fünftes. Aufgrund seiner Sonderstellung bei vielen Sachen nicht dabei sein kann. Da war er aber auch so viele Solo-Momente. Außerdem führt am Ende, du bist quasi in der ersten Etage, führt am Ende dieses Flurs noch eine Treppe nach oben, wo eine Tür aber vor ist. Okay. So, dann kannst du durch die Treppe wieder nach unten, wenn du möchtest. Also okay, aber mehr sehe ich tatsächlich nicht. Erstmal nur Zimmertüren. Du kannst natürlich den Flur runtergehen, dich umschauen. Das tue ich. Ja. Es scheint so zu sein, manche Zimmer stehen die Türen offen, dass alle Zimmer sich ziemlich ähneln. Es sind Gästezimmer. Okay. Die Treppe nach oben, ist die Tür verschlossen? Du kannst, weiß ich, möchtest du probieren? Ich möchte es gerne probieren, ja. Ja, die Tür ist verschlossen. Okay. Fenster irgendwo oder alles fensterlos im Flur? Am Ende des Flures ist ein riesiges Fenster und jedes Zimmer hat Fenster. Okay, gut, ich gehe wieder runter. Also okay. Ich versuche mir sozusagen eine Art Karte zu machen, damit ich weiß, wo was ist. Ja. Du kommst die Treppe nach unten, links von dir ist die Haustür und links von der Haustür geht nochmal ein Flur ab, wo du nicht genau sehen kannst, wo der hinführt. Und rechts wird es wieder, also dir gegenüber ist der Salon, rechts davon das Esszimmer. Neben dir führt eine Treppe, scheinbar eine Tür, die aussieht wie eine Kellertür. Ist einfach so typische Weinkellertür aus Holz mit einem kleinen Stahlfenster. Mich würde mal interessieren, ob Hauke sich selber einen Grundriss gezeichnet hat und ob der überhaupt Sinn ergibt. Oder ob er irgendwie was gegoogelt hat und es übernommen hat. Dazwischen liegt noch ein Raum und dann das Herrenzimmer. Okay, gibt's auch. Ich gehe erstmal wieder zurück. 3 aufgegeben. Ja, ich habe schon, ist ein sehr großes Anwesen. Ich habe erst überlegt, euch eine Karte zu geben, aber hat man nicht. Ein sehr großes Anwesen. Haben Sie gehört, was der Mann gesagt hat? Was willst du tun? Ich gehe wieder zurück. Okay, du kommst offensichtlich an einem Weinkeller vorbei, dann an einem, scheint nach der Tür zu stehen, ist ein Gästebad zu sein, zumindest die Aufschrift Badezimmer lässt darauf schließen. Und dann auf der rechten Seite wieder das Herrenzimmer. Links von dir waren Salon und Esszimmer und ein weiterer Flur, der zu einer sehr... Ja, zu einer Tür, sehr dicken Tür, es lässt darauf schließen, dass da ungefähr die Bedienstetenunterkünfte sein müssten. Weil da auch die Küche ist auf der Seite des Flurs. Ich klopfe, da gehe ich tatsächlich dann nochmal hin. Okay. Und versuche erstmal die Tür ganz leise zu öffnen. Also ich bin ja sehr gut im Verstecken, ne? So schleichen, ruhig. Würfel mal auf Verstecken oder Schleichen, ob du es leise schaffst. Ja. 16, kritisch. Okay. Ja. Nee, warte, 65, ne? Ich habe 64 Unterschied. Okay. Schade. Ja, schade. Aber du schaffst es, die Tür aufzumachen. Niemand scheint dich zu bemerken. Du stehst auf einem Flur, der hinten rechts um die Ecke zu gehen scheint. Links von dir sind 2 Zimmertüren. Okay. Und geradeaus ein Fenster. Und geradeaus ein Fenster.
Dann gehe ich zu der ersten Tür und gucke, ob ich, also ich will Sophie finden oder Sophie. Okay. Ja. Ja, du öffnest die Tür, niemand ist im Zimmer. Es sieht aus wie ein Zimmer eines Herren. Gut, dann sehe ich irgendwas Spezielles im ersten Blick. Ich habe eine relativ hohe Auffassungsgabe. Ja, Bekleidung, aber jetzt, es ist ein okay. sehr kleines, sehr ärmliches Zimmer. Typische Bedienstetenzimmer. Okay. Nicht dreckig oder so, aber dann gut, dass du immer wieder deine Skills erwähnst, wenn du sehe ich eine sehr gute Auffassungsgabe. Du kennst ja auch das nächste Zimmer. Ist leer. Das stimmt. Auch das nächste Zimmer ist leer. Okay, ja, dann gehe ich wieder zurück. Aber dann habe ich einen Überblick gekriegt. Also da ist einfach niemand in diesem Trakt sozusagen der Bediensteten gerade. Ja, der ist, also nee, in dem Zimmer, aber rechts geht der Flur noch weiter, da sind noch mehr Zimmer. Jetzt, wo du um die Ecke gucken kannst, ja. nachdem die Tür ja. hinter dir ist quasi, also du bist reingekommen, ja. hier sind zwei Zimmer, rechts rum, hier sind noch mehr Zimmer. Zumindest drei weitere Türen siehst du. Dann gehe ich da jetzt noch weiter lang. Okay. Ja. Und öffne, gucke, also alle Türen verschlossen? Ja, also wie verschlossen? Zu, ja. Oder meinst du, musst du ja ausprobieren. Die Türen sind zu, ja. Diese dramatische Musik. Miss Sophie! Ich stehe im Flur und rufe nach Sophie. Du hörst vom Ende des Flurs, nicht von dem, wo du kommst. Ja? Okay. Die Tür geht auf und die, das ist die Tür zur Küche offensichtlich. Okay. Also der Flur scheint so zu gehen, da wieder an die Küche zu grenzen. Ja. Und Sophie und Margaret schauen dich sehr verdutzt an. Ja. Kann ich Ihnen helfen? Ich habe mich verlaufen. Ich möchte gerne wieder zurück zum Herrenzimmer, aber Miss Sophie, vielleicht könnten Sie mich begleiten. Kein Problem, aber die junge Miss Sophie hat gerade Besseres zu tun. Aber, nein, ich kann das. Nun gut, Sophie, nun gut. Und ja, Sophie geht mit dir durch die Küche und ihr steht gemeinsam auf dem Flur. Okay. Rechts von euch ist direkt das Herrenzimmer, also. Sophie, mir ist aufgefallen, dass Sie sehr traurig reinblicken. Ich kenne das. Das ist auch Sie, ihr Leben. Warte, ich muss einmal kurz an die Stelle springen. Also, ich bin ja alleine jetzt unterwegs. Du bist alleine mit ihr auf dem Flur, ja. So. Würfel mal einmal auf Auffassungsgabe, nur für das Gesamtgespräch. 82. Nicht geschafft. Ach, Brudi. Nee. Okay. Da würfelt er eine 82. Ich muss Ihnen etwas sagen. Hier läuft nicht so, wie es sollte. Mein Elliot ist verschwunden. Wer ist Elliot? Mein kleiner Sohn. Bitte helfen Sie mir. Wie soll ich Ihnen denn helfen? Sie müssen meinen Sohn finden. Es hat irgendwas mit den Moritons auf sich. Mr. Moriton ist seit Tagen... In dem Moment geht hinter ihr die Tür auf. Sophie! Nun bring den Herrn doch ins Zimmer! Also bitte, entschuldigen Sie vielmals! Und sie zieht Sophie wirklich weg und führt dich zum Herrenzimmer. Okay, gut. Dankeschön. Ich gehe wieder zurück. Ja. Aber schön zu sehen, Buddy bringt die Story voran, ne? Ihr kommt im Herrenzimmer an. Gut, ja, die Tür geht auf. Dein Butler steht mit Margaret Parker zusammen in der Tür. Na endlich, da sind Sie ja. Setzen Sie sich doch zu uns und erleben Sie einmal das Leben in einem höheren Stand. Die Tun Herren Sie etwas so, als wären Sie ebenso viel wert für diese Gesellschaft wie wir. Die Reichen, die Adligen, die Schönen. Tun Sie einfach so. Ach, Papalapap, was soll das denn, dass Sie ein Lappen sind? Dass Sie ein Butler sind. Nichts wert. Nutzlos für die Gesellschaft. Tun Sie einfach mal so. Feiern Sie mal. Ich gehe zu dem. Sehr wohl, Sir. Ich gehe zu dieser zum Brandy. Ja. Nehme die Flasche. Margaret Parker steht ein wenig irritiert, aber höflich drein schon in der Tür. Hocherfreut, die Herren. Hocherfreut. Entschuldigen Sie die Störung und geht rückwärts, verlässt sie scheinbar wieder den Raum. Sagen Sie, wie viele Bedienstete sind hier denn überhaupt? Das ist ja schon wieder eine Fremde. Hast du sie gefragt oder insgesamt? Hier in den Raum habe ich gefragt, die Kollegen haben sie. Das können wir herausfinden. Frau Parker, seien Sie so nett, kommen Sie da bald zurück zum Tisch. Selbstverständlich. Sie kommt etwas zögerlich in den Raum, denn das heißt ja Herrenzimmer. Frau Parker, bitte entspannen Sie sich. Können Sie mir sagen, mein guter Freund Moriton hat es mir kürzlich gesagt, ich vergaß es, Sie verstehen das Alter. Wie viele Bedienstete arbeiten hier noch gleich? Das dürften... Mit Moment, lassen Sie mich nachzählen. Isabel, Sophie, Bruce, Matt und ich. Das dürfte es gewesen sein, ja. Wissen Aber Sie, wir mögen wenige sein. Wir halten das Haus
penibelst sauber. Darauf lege ich großen Wert. Davon bin ich überzeugt und ich habe mir bereits ein Bild von ihrer Gründlichkeit machen können. Eine Frage noch ganz kurz. Mein guter Freund Moriton, wie lange ist er denn schon außer Haus? Mr. Moriton, muss ich zugeben, so privat diese Frage auch sein mag, ist seit einigen Tagen schon in seinem Büro verschwunden. Aha. Und möchte nicht so recht herauskommen. Das Essen rührt er allerdings an. Ich muss es jedoch vor die Tür stellen. Ja, aber das kann doch nicht sein. Er ist ein alter, guter Freund von mir. Ich bin für ihn hier. Wir alle sind offensichtlich alte Freunde von ihm. Dann soll der Mann doch aus seiner Wohnung rauskommen. Nun, ich würde nicht so weit gehen und Freundschaft sagen, aber wir sind alte Bekannte, das ist korrekt. Man kennt sich in diesen Kreisen. Also gehen Sie nun hoch und sagen Sie ihm, dass Graf Thaddäus Montgomery, Krupp von Bohlen und Halbach zu Falkenberg da ist und seine Aufmerksamkeit erfordert. Dürfte ich vielleicht Ihre Einladung sehen? Das würde mir natürlich enorm helfen. Ja, natürlich. Die Dringlichkeit. Gut. Ja. Ihr findet also einen Hinweis. Die Einladung, liebe Regie. Mhm. Was war nochmal mit der Als Einladung? Als du die Einladung übergibst, fällt dir auf, dass die Schrift darauf etwas ungelenk wirkt und leicht verwischt ist. Mhm. Weißt du, was ihr meint? So schreibe ich auch. Das ist nur ein Beispiel. Also nee, aber die Schrift ist so leicht verwischt, als hätte jemand über die frische Tinte so ein bisschen drüber gewischt. Vielen Dank, ich werde die Einladung sofort überbringen. Bei Zero, und sehen, herzlichen Dank. Wie Mr. Moriton reagiert. Gut. Sie nimmt die Einladung und zieht sich höflich zurück. Anders als mein Reichtum ist meine Geduld begrenzt. Ja. Kurz nachdem sie den Raum verlassen hat, betritt Bruce den Raum. Die Herren, die Zimmer sind hergerichtet. Wenn ich sie denn also nach oben geleiten dürfte, Bruce, um ihnen zu zeigen, wo sie nächtigen. Ich hatte noch vor, mit diesen beiden netten Herren und dem Butler. Ich weiß nicht mal, ob wir das überhaupt an ein Ende bringen oder ob das quasi dann im zweiten Teil erst alles aufgelöst wird. Ein wenig den Abend zu verbringen, Geschichten zu erzählen, etwas über die Chirurgie zu lernen und vielleicht auch über, wenn man gar nichts macht. Überhaupt kein Problem, ich kehre um 10 zu Ihnen zurück, zeige Ihnen dann die Zimmer, denn dann kehrt hier Nachtruhe ein. Darauf muss ich leider bestehen. Und dann zieht er sich zurück und lässt euch alleine. Ganz kurz zum Verständnis. Hm? Die Frau hat jetzt alle 4 Einladungen mitgenommen. Eine Einladung. Eine. Und dort war die Schrift verwischt. Ja. Auf deiner ist das auch so. Ach so. Vielleicht sind wir gar nicht diejenigen, die eingeladen werden sollen. Und auch auf deiner ist das so. Also, nur mich verstehen. Der Name, also mein Name, der Name meiner Figur, der ist verwischt. Man kann. Das fühlt sich irgendwie mega strange an, wenn man die ganze Zeit diesen Leuten in Charakter zuguckt und auf einmal gibt es so einen Moment, wo alle aus dem Charakter rausgehen. Das ist irgendwie total strange, weil ich habe die schon so, die Personen, die da sitzen, obwohl ich sie ja kenne, trotzdem identifiziere ich die gerade so sehr mit ihrem Charakter, dass es auf einmal komplett die Wand bricht, wenn die so normal reden. Die Leute da. Alles ist verwischt. Das komplette Ding. Nicht der Name ist so verwischt. Man kann das lesen. Es ist nur so leicht verwischt. Okay. So als ob jemand über die frische Tinte gewischt hat. So ein bisschen. Aber die war doch die ganze Zeit bei mir. Ja, war schon so von Anfang an. Ihr habt nie gefragt, wie sieht dieser Brief aus. Ja, das stimmt. Meine Herren. Der Simon schaufelt sich rein. Das gibt's gar nicht. Mir dünkt etwas. Ich kann nicht drüber hinweg. Nicht ganz geheuer. Wir haben bereits erfahren, dass der junge Elliot offensichtlich vermisst wird. Was ist denn das überhaupt für eine kuriose Situation? Ferner muss ich sagen, dass mir die Bediensteten doch etwas verdächtig vorkommen. Bruce zum Beispiel, ich glaube, er erzählt uns nicht die gesamte Wahrheit. Ich stimme Ihnen sehr zu. Was ist alles sehr merkwürdig hier. Wir werden eingeladen von Monsieur Moriton und er lässt sich nicht einmal blicken. So kenne ich ihn gar nicht. Das ist ganz komisch. Die Bediensteten, sie sind wild aufgescheucht. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Das gibt es nicht in guten Kreisen, in denen ich normalerweise verkehre. Das wäre normalerweise, würde da jeder wieder... Sie haben es selber gesagt. Es ist normalerweise, ist es ein Kündigungsgrund. Als ob ich nicht zu Hause schlafen kann. Da muss ich doch nicht hierher kommen. Es wirkt wie ein furchtbares Schauspiel. Dann die Person, die wir gesehen haben, an die Esstisch. Wer war diese merkwürdige Gestalt? Ich weiß nicht, was hier los ist. Und jetzt gucken Sie sich die Einladung an. Ich habe es eben bei Ihnen beobachtet und nun gucke ich auf meine und ich stelle fest,
Die gesamte Schrift ist geschrieben wie von einem kleinen Kind oder von jemandem mit einer Spastik. Ist das eine offizielle Diagnose? Ich kann es nicht genau sagen. Es könnte jemand sein, der nicht sehr gut schreiben kann. Aber es könnte jemand sein mit einer genetischen Krankheit. Es könnte alles sein, aber es scheint mir nicht die Anschrift von Moriton zu sein. Oder es geht ihm nicht gut. Sehen Sie selbst. Gucken Sie doch mal Ihre Anladung. Das ist eindeutig nicht die Handschrift meines guten alten Moritons. Sie ist bei Ihnen auch verwischt? Das ist doch nicht möglich. Da gucke ich auch noch mal nach. Haben Sie eigentlich bei mir? Hat Ihr Butler eigentlich auch eine Einladung bekommen? Natürlich nicht. Engelhardt zum Haushalt. Haben Sie eine Einladung? Was? Haben Sie eine Einladung? Das ist schon interessant. Ich finde, wenn der Butler auch eine Einladung hat, dann ist er eigentlich als vollwertiger Gast anwesend. Dann müsste man seine Rolle als niederen Bediensteten noch mal überdenken. Hoffmann, Sie haben keine Einladung mehr. Warum? Sie haben sie weggegeben. Was halte ich denn da in der Hand? Meine Kündigung. Ey, das ist der zweite. Die Armen und das sind die beiden Momente. Die brauchen wir nicht, ja? Zieh hier mal mit ihren Witzen. Und ich nehme wieder einen tiefen Schluck Brandy. Aber eine Frage ganz kurz, bevor wir weiter uns in Gefälligkeiten verlieren. Mein Butler mag tumb aussehen, aber hat eine ausgezeichnete Auffassungsgabe. Ich würde ihn gerne fragen. Haben Sie irgendwas gesehen? Sie sind ja wie eine Ratte, sind ja die Bediensteten in diesem Haus überall. Haben Sie irgendwas gesehen, was uns helfen könnte? Lieber Graf, ich habe exakt das gesehen, was ich all die Jahre meines Lebens gesehen habe. Räume voller Prunk, Bedienstete. Das war's. Danke. Gut, was nicht so, das habe ich von Ihnen erwartet. Mir ist tatsächlich etwas aufgefallen und ich bitte die Herren um Entschuldigung, wenn ich das offene Wort ergreife, aber Sie haben mich eingeladen, lieber Graf Mon, so zu tun, als sei ich Ihrerseits. Ich hasse Sie alle. Entschuldigen Sie, der Brandy. Es geht um Folgendes. Ich habe die Sophie getroffen und mir ist nicht entgangen, dass es ihr nicht gut geht. Sie erwähnte ihren Sohn, der verschwunden ist, Elliot. Elliot! Meinen Nun, Sie, keine Antwort. Gräfin Sophie von Freudenberg, wen meinen Sie? Welche Sophie? Die Dame, die den Tee hat fallen lassen. Die Bedienstete, hören Sie doch auf. Nun, das ist etwas... Hat sie vielleicht etwas über diesen Elliot gesagt? Wer ist es? Es ist ihr Sohn. Ihr Sohn? Ihr Sohn. Ihr Sohn? Yes. Ihr Sohn? Mon Dieu. Das ist ja unglaublich. Ihr Sohn ist verschwunden. Das ist ein Skandal. Wir sollten sofort die Polizei rufen. Was ist das hier für eine... Das passiert jeden Tag. Sohn Ärger aber auch. Menschen gehen verloren. Sehr Sohn der Bar. Sagten Sie Sohn der Bar? Ein guter Witz. Herr Taubenhügel. Ja. Ich möchte einen Vorschlag machen. Meine Herren, wo wir doch hier nun eingeladen und offensichtlich sitzen gelassen worden sind, dann können wir uns doch auch ein Abenteuer daraus machen. Hört, hört! Hat einer von Ihnen zufällig noch den Namen dieses Herumstreuners im Kopf, der vor dem Fenster stand? Oh, im Garten. Der Mann im Garten. Der freche Begaffer. Der Begaffer. Unseres Abends. Oh, wie hieß der noch? Meinst du? Donny Cook, aber ich war nicht da. Donny Cook. Ich habe Donny Cook aufgeschrieben. Ja, stimmt. Ja, das Cook. Ist richtig, genau. Er hieß jetzt, Donny wo er es sagt, habe ich es auch aufgeschrieben. Nun, lassen Sie uns doch ein Abenteuer suchen. Wo wir hier schon in solch illustrer Runde zusammen sind. Und wer meinen Sie mit einer Abenteuer? Vielleicht ist das ja das letzte Abenteuer in Ihrem Leben. Sie haben recht, ich würde gerne rausgehen und nachsehen, ob dieser Donny Cook noch da ist. Vielleicht weiß er ja mehr, denn es scheint mir so, dass er ganz offensichtlich in oppositioneller Position zu den Bediensteten dieses Hauses steht. Vielleicht können wir von ihm etwas mehr erfahren. Das gefällt mir gut. Ein wenig Bewegung nach dem Essen ist ja gut für die Gesundheit, oder, Doktor? Das ist vollkommen richtig. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Monsieur. Ganz ehrlich, ich sehe mich nicht imstande, jetzt hier das Haus zu verlassen. Draußen ist es kalt. Ich habe keine Lust, mich mit fremden Problemen zu schmücken. Ich bin hierher gekommen, um Moriton zu sehen. Ich überlasse Sie die Abenteuer Ihnen. Dann bleiben Sie einfach hier. Ich bleibe hier. Viel Spaß dort draußen in der Kälte. Ich werde in mein Zimmer gehen. Ich habe keine Lust auf diese Spielchen. Dann gehen Sie in Ihr Zimmer und ich gehe hinaus. Und halte Ausschau nach dem, was ich finde, ist einer der Herren etwas wagemutiger und begleitet mich. Einen kurzen... Lord Henry. Ja. Lord Henry, könnte dieses Unterfangen eventuell gefährlich sein?
nicht für einen Mann wie Sie mit Ihrer Aufmerksamkeitsgabe. Graf Mann, ich bitte Sie, gehen Sie mit. Na gut, wenn der gute Wilson hat immer nur mein Wohl im Kopf. Sie sind ein guter Mann. Ich warte hier auf Sie. Gut, das werde ich machen. Vielleicht können Sie ja dem Doktor helfen, seine Skalpelle und Herzen und so in sein Zimmer zu bringen. Dann vielleicht darf ich mich bei Ihnen unterhaken. Ich bin ein alter, schwacher Mann. Das hätten Sie nicht doch sagen müssen, das sieht man. Bitte haken Sie sich unter. Na gut. Gut. Vorsicht. Ich bleibe hier. Das werde ich tun. ja, okay. Ihr möchtet also nach draußen gehen. Was wolltest du auf dein Zimmer gehen? Ja, ich bin jetzt noch mit Budi da in dem Herrenzimmer. Ja, könnt ihr auch. So. Ja. Ich da, nur weil du es gesagt hast, ich war ja, nicht. Also ich will auf jeden Fall nicht rausgehen. Okay. Gut. Ihr beiden wollt also durch die Vordertür rausgehen? Nein, ich habe eine bessere Idee. Ich würde gerne das Fenster öffnen, indem wir Donny Cook gesehen haben, diese bemitleidenswerte Kreatur okay, vom also Lande. Zurück in den Salon. Ins Esszimmer, Entschuldigung. Ja. Okay. Gut, ihr geht rüber ins Esszimmer. War das jetzt nicht so, dass er gar nicht durchs Fenster kommt oder so? Und das weil er so alt und gebrechlich ist? Ohne Probleme öffnen. Irgendwas kommt ich helfe jetzt. Dem älteren Herrn hinaus. Ja, helfen Sie mir. Dadurch, dass die Fenster fast bodenhoch sind, ist das ohne große Anstrengung zu bewältigen. Und ich steige hinterher. Ah, mein Rücken! das war kein gutes Geräusch. Das habe ich schon mal gehört. Das, ich komme ich bleibe hier. Das ist gewiss nichts, was sich nicht mit Geld regeln lässt. Ich glaube, Sie müssen dieses Abenteuer ohne mich. Nun stellen Sie sich doch nicht Wilson. An. Ich glaube, ich gehe besser hoch in mein Zimmer. Und dann lege ich mich hin. Na gut, dann schauen Sie mal, wie Sie alleine wieder durchs Fenster zurückkommen. Okay, ich werde Ihnen nicht dabei helfen. Au! Ist wieder gut jetzt. Das Fenster ist bodentief. Das ist quasi eine Terrassentür. Mehr habe ich nicht. Okay, also du möchtest jetzt drinbleiben. Ich bin auch von der Umstände. Ja, ja, ja. Wer hätte denn gewusst, dass dieser Jungspund mit mir durch ein Fenster klettern will? Verrückt, sage ich euch, diese jungen Leute. Okay, ja, du möchtest rausgehen. Ich bin ja bereits draußen. Okay, Lord Henry. Ja. Sie treten also ins Freie. Es ist sehr dunkel im Garten. Aber du kannst noch ausmachen, welche Stelle das eben war auf jeden Fall. Also das Gebüsch würde es noch hinkriegen. Gut, ich gehe zu diesem besagten Gebüsch und sehe mich einmal um. Hm? Als du dich umsiehst, entdeckst du eine Person. Hallo. Fremder Mann in der Dunkelheit, Sie habe ich gesucht. Sekunde. Ich muss noch einmal dahin springen, damit ich keinen Quatsch mache. In der Dunkelheit. Ein Mann in der Dunkelheit. Hallo. Ich hab mir nur die Beete angesehen. Wissen Sie, junger Mann, Sie brauchen sich von mir nicht zu rechtfertigen. Jeder Mann hat auf dieser Welt etwas zu tun. Der eine dies, der andere jenes. Wer bin ich, Sie zu richten? Sagen Sie mir Ihren Namen, junger Mann. Donny Cook nennt man mich, hier in der Gegend. Donny Cook, mein Name ist Lord Henry. Hoch erfreut. Mit einem Lord habe ich selten geredet. Das habe ich mir gedacht. Ich freue mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen. Herr Cook, darf ich Sie fragen, was Sie um diese späte Stunde hier in Moreton Manor suchen? Ich wollte nur Sophie sehen und mein Elliot. Aber der verdammte Moreton und dieser, entschuldigen Sie, Peabody, dieser Möchtegern-Gauner-Held und Polizisten sonst was, der will mich ja nicht an den Hof ranlassen. Nun, lassen Sie uns doch mal eins nach dem anderen lösen. Ich vermute, Sophie ist Ihre Frau oder Ihre Geliebte. Naja, ich mach das wohl so sehen, aber Sie, Phil... nennen wir es schwierig. Sind Sie im Bund der Ehe vereint oder ist es eher eine lose Bekanntschaft? Also jetzt wird's privat. Ich teile auch gerne meine Privatsphäre mit Ihnen. Wenn zwei Menschen sich um diese Zeit an diesem Ort begegnen, dann sollte man zueinander halten und sich nicht auseinanderdriften lassen. Oh, das war... Würfel mal, was hast du denn, womit du das erzielen könntest, dass er weiter mit dir reden möchte? Also, ich habe manipuliert, ich hatte das... Manipulieren würde ich gelten lassen. Würfel mal auf manipulieren. Ja. Da habe ich jetzt ja nochmal geändert auf 100. Also, ach, du hast 100 beim Manipulieren. Ja, dann würfel nur, falls es ein kritischer Misserfolg okay, das 100. Ist. Oh, es ist leider kein kritischer Misserfolg. Eine 91, schlecht, aber dennoch geschafft.
Naja, wenn Sie das so sagen, vielleicht sagen wir so, Sophie und ich haben vor einiger Zeit unsere Bekanntschaft, wie würden Sie sagen? Intensiviert? Vertieft. Ah, gelegentlich vertieft, ich verstehe. Und erfreuliches Ergebnis ist der kleine Elliot. Wie alt ist Ihr Sohn denn? So um die 5. Ach, ich freue mich sehr für Aber Sie. Ich sehe den kleinen Racker ja überhaupt nicht mehr. Wieso das denn nicht? Wie ich sagte, Mr. Morriton und Peabody halten mich ja fern vom Gelände. Und ich habe den Jungen seit Wochen nicht gesehen. Und auch Sophie möchte nicht mit mir sprechen. Und wer ist denn nun dieser Peabody? Das ist der Polizist hier in der Gegend. Officer Peabody. Und die wollen den Zutritt zu diesem Gelände hier verwehren. Ja. So dass ihr Sohn. Wohnt Ihr Sohn denn hier auch auf diesem Gelände? Ja, und glaubt das einer? James Peabody und ich waren zusammen in der Schule! Sie Verprügelt war, haben wir den kleinen Scheißer! Sie waren in der Schule. Also. Jetzt wird's mir aber zu bunt, Kollege! Ach, Sie. Warum sind Sie. Er fühlt Sie sich denn eindeutig gekränkt. Mein guter Herr. Jetzt pass mal auf! Okay. Das ist wieder so ein typisches Ding, wie ich. Ich kannte nicht anders, ne? Ich kann nicht anders. Aufgeblasener Hanswurst! Ich wollte Sie keinesfalls kränken, es ist nur so, dass ich nie in der Schule war. Sie sehen und denken, ich bin vielleicht ein aufgeblasener, nobler Herr, der nichts für die Probleme des einfachen Volks übrig hat. Das aber trifft sehen gut, Sie ja. mich an, ich wollte mein Leben lang zur Schule gehen, aber man hat es mir verwehrt. Ich bin ein Mann, der sehr gut weiß, was es heißt, nicht das zu bekommen, was man begehrt. Er schaut dich gebannt an. Also das ist Vokabular, mit dem er offensichtlich noch nicht so vertraut ist. Nun, ich werde versuchen, es in Ihrer Sprache auszudrücken. Ja, er schaut jetzt auch nicht unverständlich, gebannt. Gebannt. Mein guter Herr, ich möchte Ihnen gerne helfen. Denn ich vertrete das Motto, kein Vater darf ohne seinen Sohn sein. Denn es ist der Einfluss des Vaters, der aus einem kleinen Balk einen gestandenen Mann macht, der in diesen harten Zeiten zu überleben weiß. Mein guter Freund, darf ich Donny zu Ihnen sagen? Aber bitte doch! Ich bin Lord Henry. Hocherfreut, Lord Henry. Wo fangen wir denn gemeinsam an? Naja, eigentlich müsste ich mit Sophie reden. Und wenn ich das jetzt für Sie einfädel, dass Sie mit Sophie reden können, was würden Sie dann für mich tun? Eine feine Aktion, möchte ich sagen. Hätten Sie schon ein Gut bei mir. Dann hätte ich einen Gut bei Ihnen. Ich hätte sehr gerne einen Gut bei Ihnen. Wissen Sie was, werter Donny? Ich habe eine gute Idee. Oh. Sie kommen mit mir zurückgeschlichen. Wir verstecken uns im Herrenzimmer. Nee, wenn der alte Morriton mich erwischt. Ich gehe da nicht rein. Der alte Morriton ist nicht zugegen, Donny. Ich weiß es aus sicherer Quelle. Und was mit dem hier, dem neuen Butler da, diesem komischen Bruce? Donny, sehen Sie mich an. Was sehen Sie? Ein Fatzke. Ein reichen Fatzke, möchte ich meinen. Und wissen Sie, was ein Butler ist? Ein Butler ist ein Dienstangestellter für reiche Fatzken wie mich. Glauben Sie im Ernst, er würde das Wort geschweige denn die Hand gegen mich erheben? Manipuliert 100. Nee, würfel. Das ist schon sehr. Würfel mal auf beruhigen. Hast du beruhigen? Nein, aber einschüchtern. Gut, nee, aber beruhigen finde ich besser. Dadurch, dass du das nicht hast, kannst du auf deinen interagieren Wert würfeln. Der ist bei dir relativ hoch, damit das alle einmal verstehen. Nils hat auf seine Gruppe auch noch einen Wert, der sich aus allem ergibt. Es gibt die Gruppen Handeln, Wissen, oh ja, stimmt. Die Gruppen Handeln, Wissen und Interagieren. Und hier auf Interagieren hat er einen Wert von 42. Das ist ziemlich hoch. Okay. Und alle Talente, die hier nicht aufgeführt sind, können wir variabel dadurch ersetzen. Du darfst also eine Probe auf die 42 auf Interagieren würfeln, um Donny ein wenig zu beruhigen. Also unter 42, ja. Allerdings um 10% erschwert. Oh, Hauke. Warum denn noch? Das ist so ein Hauke-Move, ne? Bla, 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 bla. Allerdings um 98% erschwert. Ja, Donny ist schon sehr aufgebannt. Du merkst, das ist für ihn keine schöne Vorstellung, in dieses Anwesen zu gehen. Was hast du gewürfelt? eine 99. Man könnte es auch als 6. Nee, der Punkt da unten sagt, das ist eine 9. Alter, 99. Gut, eine 99. Es gelingt dir nicht, ihn zu beruhigen. Ich mach mich lieber davon und komm an, da mal wieder. Und fängt an, ins Dunkel zu rennen. Gut, offensichtlich ist es dem Spielleiter kein Bedürfnis, dass ich ihn nochmal zurückhole. Deswegen. Du hättest ihn ja. Du hast gerade versucht. Du bist gescheitert. Schieb nicht mir das in die Schuhe. Nun gut, ich
hätte ihm ja doch eine Alternative anbieten können. Als du, das. Einer von uns beiden hat eine 99 gewürfelt. Ja, gut. Da hat er leider recht. Ich sehe mich doch auf die Stelle um, ob ich noch was Interessantes decke. Ja. Decke ich etwas zu trinken. Es ist halt sehr dunkel, das ist ein Garten. Ja, also offensichtlich nicht. Wenn du eine Lichtquelle holst, vielleicht. Du siehst halt nichts. Gut, dann gehe ich noch mal zurück zum Fenster, steige zurück, gehe zurück in den Herrensaal. Und Obacht, deine Schuhe sind ziemlich dreckig. Ich putze meine Schuhe im teuren Perserteppich, der auf dem Boden liegt, gründlich ab. Okay. Gehe zurück ins Herrenzimmer zu den anderen Herren. Mit einem breiten Grinsen sage ich, meine Herren, Sie haben ja keine Ahnung, was Sie gerade verpasst haben. Ich bin mir sicher, Sie werden es uns gleich mitteilen. Nein, das werde ich nicht. Das tun Sie. Sagen Sie es einem alten Mann. Sie sind ja auch schon wieder da. Ich dachte, Sie sind mit ihm gegangen. Nein, nein. Ja. Mir ging es nicht so gut. Weiß, herzlichen Dank. Ich bin sehr alt, 78 Jahre. Gut, dass Sie dazu sagen, es wäre mir sonst nicht aufgefallen. Und ich würde jetzt gerne wissen, wenn das für Sie in Ordnung ist, was haben Sie denn da draußen entdeckt? Lassen Sie mich teilhaben an diesem Abenteuer. Da Sie so wissbegierig sind, möchte ich Sie nicht länger hinhalten, außer vielleicht durch eine kurze Werbeunterbrechung. Graf Mond, bevor wir in die Werbeunterbrechung gehen, einen Moment bitte. Drücken Sie, das war genau richtig, danke. Das war genau das, was ich brauchte. Und während ihr versucht, euch wieder einzurenken, betritt Bruce den Raum und wir verabschieden uns in eine kleine Werbeunterbrechung. Bis gleich. Werbung für Pöbel. Okay, immerhin wissen wir jetzt, wer der Vater ist, ne? Der ist also der Vater des jungen Elliot. Und der Bruce ist verdächtig, der Butler Bruce ist auf jeden Fall, den habe ich auf der verdächtigen Liste, ganz weit oben. Den müssen wir uns nochmal genauer in Augenschein nehmen. Und da sind wir wieder zurück auf Marathon Manor. Der kurze Hinweis, der Wunsch wurde mehrfach geäußert, deswegen überlegen wir auch, ob wir das hier auf zwei Abende strecken sollen, weil es noch eine Menge zu entdecken gibt. Ja, ich glaube, das ist ja passiert dann. Ich mögen möchte, weil ich eure Charaktere so gerne leiden mag. Können ja alle mal so ein bisschen auf Twitter, in Foren, im Chat und so ihre Meinung teilen, dann entscheiden wir, ob wir das so machen oder ob wir das Tempo anziehen. Gut, im Herrenzimmer. Bruce betritt gerade den Raum, dein Rücken wurde offensichtlich wieder hingebogen. Mist, ich wollte das Genick treffen. Ja, wenn ich bitten darf, ich möchte die Herrschaft nun so langsam zur Nachtruhe geleiten. Kurz, Bruce ist der Butler? Ja. Ja. Bruce, darf ich, während wir uns bereit machen zu gehen, eine Frage stellen? Aber selbstverständlich. Wie lange sind Sie gleich in Diensten meines guten Freundes Martin? Einige Jahre dürften das nun sein. Ey, warte mal, habe ich nicht exakt dieses Gespräch schon mit dem Typen geführt? War das nicht vorhin auch der Butler Bruce, mit dem ich gesprochen hatte? Ich denke, vor 2 bis 3 Jahren bin ich hier angekommen. Vor 2 bis 3 Jahren. Danke. Dann haben Sie den Wohnsitz hier und den Arbeitsplatz übernommen von diesem anderen Butler, von Herrn Morrington. Wie war nochmal sein Name? War es nicht Fred? Ja, Fred. Ja oder nein? Antwort, Sie müssen noch wissen, wie Ihr Vorgänger hieß. Ich gestehe offen, es fällt mir schwer, mich daran zu erinnern. Würfel mal auf Menschenkenntnis, hast du das? Nee, weil was? Wir haben ja einen, der hat da 100. Nee, aber was hast du bei... Ja, nee, ich meine nur, was du hast. Ich will nur dir die Chance 0 geben. Nee, aber was für Werte du hast in der Gruppe, die gerade... Ich hab einschüchtern, Lügen, Gesellschaft, Smalltalk, Kunst und Kultur. Ja, nee, es passt eigentlich nichts davon. Aber er ist ja anwesend. Wer von euch möchte auf Menschenkenntnis würfeln? Weil alle hätten die Gelegenheit gerade zu erkennen. Ich hab's auch nicht. Nein, ich hab 80, aber... Aber er hat es doch schon gemacht. Aber du hast Lügen, das hatten wir doch schon. Nils hat es doch schon festgestellt im Prinzip vorhin. Ja, er hat gerade das Richtige. Eben hat er bei Bruce gewürfelt. Das ist gescheitert. Nein, vorhin hat. Bei Donnie. Ganz am Anfang hat er bei Bruce, da hast du gesagt, er hat einen komischen Akzent. Mhm. Ach so, ja, genau. Ja, aber ganz jetzt genau. Du hast das Gefühl, er ist noch nicht so genau. Lange da, wie er vorgeht. Ja, aber ich stelle mir jetzt eine Falle. Noch, ihr könnt ja wissen, genau. Und diese Falle möchte ich jetzt sehen. Falsche Name. Ja, ob ihr gerade merkt, dass er in die Falle getappt ist oder nicht. Ja, aber deswegen habe ich dir extra. Deswegen habe ich dir die Frage extra gestellt. Ich wollte ihm nur die Chance geben, weil er die Frage gestellt hat und er die Informationen nicht hat, die du hast. Weißt du? Er kann nicht wissen, worauf du gerade hinaus. Ja, genau. Deswegen, aber weil er die Frage gestellt hat, wollte ich seinem Charakter die Möglichkeit geben, die Lüge zu erkennen, die du schon längst erkannt hast. Ach so, bevor ich sie gleich teile. Genau, weil er weiß nicht, dass es eine Lüge ist. Er weiß das noch nicht. Ja, okay.
Jetzt verstehe ich, aber ist ja, aber das, ja das eh nicht aufklären. Nö, für dich also ist, ja, hat er dir jetzt gesagt, 2-3 Jahre. Und der, ach, der Butler, Entschuldigung. Ja, ich, wenn ich, oh, Fred war sein Name. Wenn ich mich erinnere. Ich denke, es war Alfred, Alfred, Fred, natürlich. Aha. Verdammt, er hat uns wieder erwischt. Die Herr Bruce, wir reden gerade über ein delikates Thema finanzieller Natur. Wir würden gern noch etwas Privatsphäre genießen. Könnten Sie uns bitte noch für einige Minuten alleine lassen? Selbstverständlich, wenn Sie das wünschen. Ja. Ich komme um 23 Uhr zurück. Sehr gerne, Herr Bruce Wayne. Verlässt nochmal den Raum. Dieser Mann ist nicht zu trauen. Das haben Sie gut erkannt. Denn wie es sich herausgestellt hat, habe ich draußen den jungen Donny Cook getroffen. Er ist, wie sich herausstellt, der Vater des jungen Elliot. Er ist nicht vermählt mit der guten Sophie, aber in Liebe. In Sünde. Angeblich hat Moriton und der Sheriff namens Peabody ihm Zutritt zu diesem Gelände verwehrt. Er möchte gern seinen Sohn sehen. Ich konnte ihm leider nicht sagen, dass sein Sohn vermisst wird. Aber jetzt kommt die eigentlich brisante Information. Er hat mir mitgeteilt, dass der Butler Bruce neu im Hause ist. Nach eigener Auskunft ist der Butler Bruce aber bereits seit einigen Jahren für unseren guten Freund Moriton tätig. Finden Sie das nicht auch etwas verdächtig? Also, ich finde das sehr verdächtig. Warum sollte er lügen? Was hat er davon? Ich verstehe nicht. Ja, was hat er davon? Aber warum sollte Boris lügen? Boris? Bruce. Bruce, Sie sind sein Best jetzt Boris. Kann es sein, dass Sie etwas... Haben Sie ein Aneurysmen? Ich bin alt. 78 Jahre alt. Ich kenne 78-Jährige, die durchaus die Fähigkeit haben, Namen zu behalten, Monsieur. Namen sind Schall und Rauch, wen interessiert das? Wenn ich Winston rufe, dann kommt Winston. Und alles? Mon Dieu, dieser Mann macht mich... Wie können Sie es mit ihm aushalten so lange? Nun, was ist denn du mich nicht? Vielleicht ist ja auch dieser Cook, von dem Sie reden, der Lügner. Das ist alles, was ich sage. Nun, ich möchte dazu sagen, dass ich Bruce bereits vorhin, kurz nach unserem Eintreffen, auf den Zahn fühlte und ich sehe mein Gefühl bestätigt. Ich denke, wir können das ausschließen. Aber was planen Sie zu tun? Was bringt uns diese Information? Ich bin außer mir. Ich bin entsetzt. Mon Dieu, was machen wir jetzt mit dieser Information? Ich komme hierher. Wir sollten sehr wachsam sein. Es ist nur chaotisch hier. Was ist los? Was machen Sie jetzt mit dieser Information? Wir spielen eine Runde Skat. Derweil würde ich tatsächlich das komplette Herrenzimmer einmal checken. Also tatsächlich auf Details gucken. Wie halten die es mit mir raus? Dieser Butler checkt jeden Raum. Was ist der? Eine Ratte? Was ist los mit ihm? Ich verstehe es nicht. In jedem Raum, den wir betreten, der guckt sich die ganze Zeit an. Das ist doch unglaublich. Ich nenne ihn immer mit einem Trüffelschwanz. Du findest nichts heraus. Also klar, es sind einige Wertgegenstände. Herzlichen Dank. Als ob das Zimmer länger nicht benutzt wurde, als es normal wäre. Gerade so in diesen guten Kreisen, wenn man sich zur Ruhe gesetzt hat, aber man häufiger mal besucht, dann würde so ein Herrenzimmer nicht so unbenutzt dastehen. Los. Auf eine Sekunde. Graf Mon, mir ist aufgefallen, dass in diesem Raum sehr viele Wertgegenstände frei herumliegen. Und der Lord Moriton ist, wie wir sehen, nicht anwesend. Aber Sie haben diese Wertgegenstände vorher nicht gezählt, bevor wir in den Raum gekommen sind, oder? Selbstverständlich habe ich jetzt, dass hier einige rumliegen. Selbstverständlich habe ich alle Gegenstände, die von Wert sind, gezählt. Graf Mon, Sie haben mich vor vielen Jahren darauf hingewiesen, dass ich alle Wertgegenstände in Ihrer Umgebung immer wieder benennen soll. Und ich ziehe mich wieder zurück. Du warst doch Kleptoman, oder nicht? Ja, ja. Ich fühle mich ertappt. Lassen Sie uns da später drüber reden, wenn wir alleine sind. Okay. Dann zeige ich Ihnen meinen Fund. Sie wüssten, was ich in der Tasche habe. Ihr seid noch in meinem Herrenzimmer, könnt euch unterhalten. Ihr könnt euch auf dem Anwesen umsehen, soweit ihr dürft. Ja. Ich würde vorschlagen, dass wir ganz diskret die anderen Bediensteten einmal hier antanzen lassen und sie befragen. Denn sie müssen ja was wissen, wenn Bruce ganz neu im Hause ist, sollten sie uns das ja mitteilen. Aber ich verstehe nicht, warum ist Ihnen das so wichtig? Ist doch egal, ob er 1 Jahr, 2 Jahre, 10 Jahre hier arbeitet. Wen interessiert das schon? Mein Freund, seien Sie doch etwas abenteuerlich. Vielleicht hat er überhaupt nichts zu verbergen. Vielleicht ist er geistig verwirrt. Das sollte Ihnen bekannt vorkommen, mon Dieu. Ja, aber das gibt es doch gar nicht. Es ist uns langweilig. Wir haben noch 2 Stunden Zeit bis 10 Uhr. Eddie ist gerade voll, also Eddies Charakter ist gerade voll aufgebracht. Ruhe bis Bettruhe ist, warum nicht ein wenig Trubel? Nein. Sie sind älter als ich. Also offensichtlich fehlt Ihnen hier ein bisschen das Feuer der Leidenschaft. Ja. Ich würde doch Sie bitten, guter Mann Wilson. Wilson! Holen Sie doch einmal Ihre
Standesgenossin, die Sophie, zu uns herein. Ich gucke zum Graf Mon. Ich erlaube das. Sehr gut, mein Herr. Sehr gut, gut. Guter Mann, dieser Winston. Das ist einer der Besten. Ja. Was wollen Sie für ihn haben? Okay, du gehst also in die Küche. Ja. Ich also habe übrigens ein bisschen Branding getroffen. Also theoretisch noch. Alles klar. Ich habe Handel 30, ne? Nur so, also du kriegst ihn nicht günstig. Gut, du kommst in die Küche und nur Margaret ist da. Ja. Wie kann ich helfen? Miss Parker, die Lords erwarten Sophies Anwesenheit im Herrenzimmer. Welch delikate Anfrage. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wo Sophie sich gerade aufhält. Dann möchte ich gerne selber nach ihr schauen. Das ist auch einfach gut von Hauke, ne? Dieses, welch delikate Anfrage, das ist perfekt so als Antwort, weil das natürlich eigentlich nicht, wie sagt man, geziemlich ist, ziemlich, ihr wisst, was ich meine, es ziemt sich nicht, dass diese junge Bedienstete da in diesen Herrenraum zu diesen drei fremden Adeligen gebracht wird. Aber auf der anderen Seite haben die natürlich eine Autorität aufgrund ihres Standes und aufgrund der Situation, dass sie halt eingeladen worden sind vom Chef. Deswegen muss sie diese Anfrage in irgendeiner Form ernst nehmen. Und er trifft genau den richtigen Ton irgendwie und versucht da auch so ein bisschen sich drumherum zu winden, dass sie jetzt wirklich erscheinen kann. Also es hat das sind so die so spontane Repliken, wo Hauke echt, finde ich, sehr, sehr glänzen kann. Nur zu. Miss Parker, auf ein Wort bitte. Aber bitte. Wie lange ist denn die Miss Sophie überhaupt auf diesem Anwesen tätig? Miss Sophie dürfte nur mittlerweile seit... Sekunde. Miss Sophie dürfte mittlerweile nun gut 5 Jahre bei uns sein. Kam als sehr junges Mädchen. Eine hervorragende Kraft, möchte ich meinen. Nun, den Tee, den möchte ich hier nicht nochmal ansprechen. Und Miss Parker, vielleicht noch eine Frage, bitte sehr. Möchten Sie mir vielleicht die Frage beantworten, wie lange denn Mr. Bruce auf diesem Anwesen tätig ist? Mr. Bruce? Wenn ich mich recht entsinne, kam er vor wenigen Wochen zu uns. Recht überraschend, möchte ich meinen. Da wir bisher keinen Butler brauchten. Schon alleine wegen des Zustands von Lady Moriton. Oh. Okay. Oh. Nun, ich habe diverse Medikamente bei mir. Nun, vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, Miss Parker, mein Lord, mein Graf ist ein sehr schlimmer, aber auch ein sehr kranker Mann. Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie behilflich sein? Der Zustand von Mrs. Moriton obliegt wohl eher ihrem Mann. Es handelt sich um, möchte ich sagen, einen eher depressiven Zustand, der aus persönlichen Zwischenfällen resultiert. Sehr gut. Herzlichen Dank für diese Auskunft. Gut. Und dann laufe ich sozusagen... Miss Parker, wo genau finde ich denn das Gemach von der Miss Sophie? Von... Das Gemach. Das, ist keine das Gemach, was habe ich gesagt? Gemahl. Gemächt? Gemach. Achso. Das Gemächt von... Das wäre wohl in den Bedienstetenunterkünften, auch wenn ich Sie bitten müsste, dort nicht herumzuschnüffeln. Es handelt sich immerhin um private Räume. Miss Parker, ich agiere hier nur auf Befehl meiner Lords. Dessen bin ich mir sicher. Tschüss. Und gut, ja, dann gehe ich halt. Also, sie versperrt dir nicht, denn du könntest so dahin gehen. Sie möchte nur scheinbar, dass Winston! Du ein bisschen... Winston! Gut, was tut ihr? Warte, was tut ihr in der Zwischenzeit? Also, meine Damen und Herren... Also, meine Herren, ich muss ganz ehrlich sagen, mir wird das hier zu bunt. Ich möchte jetzt auf mein Zimmer gehen, ich rufe jetzt Bruce. Sie können noch weiter nachforschen, ob er 5 Jahre oder 3 Wochen da ist. Es interessiert mich ehrlich gesagt nicht die Bohne. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer und ich nehme einen Schlaf, denn wie Sie alle wissen, 8,3 Stunden Schlaf ist das Beste für das Herz, was es gibt. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie nichts dagegen haben, wenn ich Bruce jetzt hier reinrufe. Ich möchte in mein Zimmer. Dann gehen Sie jetzt zu Bett. Einfache Lösung. Lösungen für einfache Menschen, nicht wahr, mein Herr? Lord das Henry. Haben Sie ganz vortrefflich fest. Brüß! Du hörst auf dem Flur Schritte. Und die Tür öffnet sich. Die Herrschaften? Monsieur, wenn Sie mich bitte auf mein Zimmer bringen würden. Sie können mit diesen Gentlemen machen, was Sie wollen, aber ich möge jetzt bitte schlafen. Vielleicht noch ein Bad nehmen. Nichts lieber als das. Vielen Dank.
Und Bruce geleitet dich den Flur hinunter und die Treppe hinauf. Du stehst in einem recht schön geschmückten Flur. Die Beleuchtung ist an, also es wurden Kerzen angezündet. Auf der linken Seite ist das zweite Zimmer, wird dir gezeigt. Das wäre dein Zimmer, deine Sachen sind auch schon im Zimmer und direkt daran angrenzt das Bad. Ich hoffe, Sie haben alles, was Sie brauchen. Frische Handtücher finden Sie selbstverständlich sowohl im Bad als auch in Ihrem Zimmer. Sollten Sie einen Schlummertrunk nehmen wollen, Sie werden eine kleine Bar in Ihrem Zimmer finden. Sollten Sie sonst irgendwas brauchen, reicht ein Rufen oder Klingeln mit der Glocke auf Ihrem Nachttisch. Vielen Dank, Monsieur Bruce. Ich werde dann jetzt ein Bad nehmen und mich zur Ruhe begeben. Dankeschön. Okay. Dankeschön. Was tut ihr? Nö, ich will, also jetzt... Ich würde mal sagen, wir teilen unsere Informationen. Das wäre zumindest mein Drang, damit mein Charakter auf demselben Stand ist. Aber ich weiß nicht, ob du das willst. Ich bin ja noch nicht fertig. Also ich bin ja noch unterwegs sozusagen. Ja. Okay, also ihr könnt auch gerne einfach da warten. Ihr könnt euch auf dem Anwesen umsehen. Ihr könnt tun, was ihr wollt. Ja. Lord Henry. Jawohl. Vielleicht haben Sie Interesse daran, im Zeichen der allgemeinen Konversation in diesem Raum, als einzige Menschen hier, dass Sie mir mal erzählen, wie Sie so Ihren Tag verleben. Was genau ist denn... Was macht Lord Henry? Was bringt ihn zum Ticken? Nun wissen Sie, die Reichen und Mächtigen, die Einflussreichen, die bestimmen die Geschicke dieser Erde. Ja, wem sagen die das? Ich bin derjenige, der die Geschicke der Reichen und Mächtigen bestimmt. Das ist mein Tageswerk. Eine interessante Antwort. Wir könnten unter Umständen zusammenarbeiten. Ich kann durchaus Hilfe noch brauchen in meinen vielfältigen Wirtschaftsunternehmungen. Sie müssen auf die Hälfte, meines Butlers zurückgreifen. Auf welche denn? Sie suchen sich einfach oben, unten, links, rechts, für Sie alles. Das ist ganz ausgezeichnet. Vor allem, wissen Sie, Geld langweilt mich. Ich habe so viel Geld davon. Ich suche Abenteuer. Ja. So wie dieses hier, in dem wir uns hier gerade befinden. Sehen Sie denn nicht auch, dass hier etwas Merkwürdiges vor sich geht? Was ist Ihre Theorie? Och, ich bin kein Mann großer Theorien, es ist mir gleich. Ich will was erleben. Es freut mich, wenn um mich herum Dinge passieren. Aber warum sie passieren, das hat mich nie interessiert. Und nun bin ich viel zu alt dafür, um wie sie in der Nacht herumzustreifen, mit Menschen zu reden, die weit, weit unter meinem Stand verkehren. Ich vermag nicht mal mit ihnen auf einer Ebene zu sprechen. Ich kann das nicht. Ja, das verstehe ich gut. Sie sind ja wirklich schon alt. Etwas betagter. Wissen Sie, wo Ihr Butler bleibt? Er gehört ja zur Hälfte jetzt mir. Wo unser Butler bleibt? Was tust du? Höchstwahrscheinlich ist er direkt hinter Ihnen. Das war mir gar nicht mehr bewusst, dass er mir zur Hälfte gehört. Das ist eine seiner Spezialfähigkeiten. Warten Sie eine Sekunde. Schauen Sie sich kurz im Raum um. Sehen Sie ihn? Nein. In der Tat. Ich jetzt sehe passen ihn nicht. Sie mal auf. Wie konnte ich das vergessen? Wilson! Was, du hörst den Ruf? Wilson! Und geh weiter. Also ich bin ja immer noch auf der Suche nach Miss Sophie. Ja, achso, ja, wo gehst du hin? Ja, ich gehe zu den Unterkünften. Achso, okay. Genau. Ich weiß nicht, was mit dem jungen Mann hier ist. Ich glaub, wichtig für dich ist, das Bad wird von Isabel hergerichtet, denn das heiße Wasser muss ja erst gebracht werden. Mhm. Achso. Also kann ich mit dir quasi... Du kannst gleich mit der reden, ja. Der Sekunde noch, weil... Ja, ja, ja. Genau, also okay, ich gehe wieder zurück. Du kommst bei den Unterkünften an. Genau. Witzel! Miss Sophie... Sorry. Keine Antwort. Keine Antwort. Ja, dann gehe ich jetzt sozusagen zu... Die erste Tür war ja eher männlicher Natur, da gehe ich nicht hin. Es gab diese 5 Türen insgesamt, da gehe ich zur zweiten Tür. Ja. Und klopfe an. Miss Sophie. Keine Antwort. Dann gehe ich zu der dritten Tür. Miss Sophie. Keine Antwort. Zur vierten Tür. Miss Sophie. Keine Antwort. Zur fünften Tür. Miss Sophie. Du stehst in der Waschküche, die hat keine Tür. Oh. Das ist eine Öffnung einfach nur. In die Waschküche kannst du so reingehen. Okay, da schaue ich mich um. Keine Spur von Miss Sophie oder was? Sekunde, du sagst, du schaust dich um. Muss ich erstmal gucken, was in der Waschküche ist. Also, da ist eine Waschküche, war noch nicht vorhin. Doch, in der Waschküche findest du etwas. Oh, was finde ich in der Waschküche? Als du dich in der Waschküche umsiehst, entdeckst du in der Wäsche ein Kleid. Witzig. Aha. Am Ärmel dieses Kleides, und zwar am linken Ärmel, sind Tintenspuren. Tinten. Ich nehme es auf und beobachte es. Also sehe ich noch mehr Tintenspuren. Wie groß ist das Kleid für Erwachsene, für Kleine? Es ist das Kleid einer erwachsenen Frau. Es handelt sich um die Bekleidung, die die Dienstmädchen tragen. Also die Hausmädchen hier.
Einfach, also hier Schreibtinte ist das. Ja, scheinbar. Also du kannst, möchtest du es untersuchen? Ja, ich möchte es gerne untersuchen. Hast du irgendein Wissen, das das rechtfertigt? Flora, Fauna, Auffassungsgabe, Lebensmittel, Gifte? Ja, also, Lebensmittelgift. Du kannst ja natürlich untersuchen, ob es ein Gift ist. Ja, knapp 10. Also ich bin also Handwerken habe ich relativ viel, ne? Also, ja, also die Frage ist halt sehr variabel. Auf was willst du das untersuchen? Ob es Tinte ist oder ob es... Ja, ich untersuche es, also meine Auffassungsgabe ist recht hoch. Ja, aber das hat nichts mit Auffassungsgabe zu tun. Dann überprüfe ich, ob es Tinte ist. Kannst du schreiben? Gut, schreiben habe ich nicht. Aber du hast irgendeine Sprache, du hast deine Muttersprache. Mathematik, quasi. Muttersprache, ja. Wir gehen mal bei deinem Bildungsstand davon aus. Ja. Okay, ja. Es ist eine blaue, auf den ersten Anschein ist es Tinte. Wie möchtest du es weiter untersuchen? Dann möchte ich auf, ja, wenn du so konkret fragst, möchte ich auf Gifte prüfen. Okay, das kannst du tun, ja. Würfel auf Gifte. So. Schwer. 78, vergiss es. Ja, aber es ist auch so für dich. Ist einfach Tinte. Ja, es erweckt den Anschein, Tinte zu sein. Okay. Ja, gut. Ich kann also keine das Kleid, dir fehlt einfach das Wissen, weil beim Schreiben... Oder irgendwas. Aber nee, es ist Tinte. Es muss nicht richtig, muss nicht falsch sein. Auf dem Blatt, auf den Einladungen, die Tinte verwischt. Sodass dann die Tinterückstände auf dem Kleid sind. Für euch wichtig, das sind immer Hinweise, ne? Wenn sowas das heißt, ihr habt den Hinweis gefunden. Die Trägerin des Kleides hat die Einladung geschrieben. Das ist dann der Das waren vier Räume jetzt. Die Einladung geschrieben. War das richtig? Vier Räume? Es sind sogar noch mehr Räume. Ach, sind noch mehr Räume? So lustig, die sich einfach fast alles vergessen haben. Dann gehe ich zu der ersten Tür von diesen zwei. Die Tür ist, steht einen Spalt offen. Gut. Miss Sophie? Niemand antwortet. Ich mache die Tür leicht auf. Du stehst in einem sehr, sehr kleinen Zimmer, aber es ist ein Kinderzimmer. Alter, das ist gegenüber von einem Waschküche, oder was? Ja. Der Buddy macht hier alles. Ganze Raumführung. Ich schaue mich um. 10% der Räume gesehen. In dem Zimmer liegt Bekleidung von offensichtlich einem kleinen Jungen herum. Du würdest schätzen, irgendwas zwischen 4 bis 8 Jahre. Noch ein kleines Kind eben. Da fehlt dir jetzt aber auch das Wissen, weil du hast keine Kinder, glaube ich, oder? Ist das Bett gemacht? Okay. Das Bett ist gemacht. Also sauber sozusagen, nichts unordentlich sauber irgendwie. Gemacht, ja. Kann ich irgendwie. Ein Teddybär liegt herum, so ein bisschen Holzspielzeug, paar Steine, was so ein kleiner Junge halt sammeln würde. Oh. Okay. Aber Schuhe fehlen. Auch sehr gut. Oh gut, okay, alles klar. Aber gut. Dann gehe ich wieder raus und gehe zur anderen Tür. Okay, was willst du damit tun? Miss Sophie. Keine Antwort. Kann ich die Tür öffnen? Ja. Ich öffne die Tür. Das Zimmer ist leer. Es steht ein Bett da, aber es wirkt nicht bezogen. Also das Bett ist bezogen, aber das Zimmer wirkt verlassen. Nicht, als ob hier jemand wohnt. Ja gut, also ich kann das ganze Spiel so machen. Das bringt irgendwie nichts gerade. Naja, die Zimmer hast du jetzt alle durch. Du hast auch gerade was gefunden. Ja, halt echt. Ja, stimmt. Das war sogar sehr wichtig. Ich wollte gerade sagen, kann jetzt weitermachen. Jetzt habe ich halt einen Hinweis gefunden. Gut, dann nehme ich nochmal einmal eine Kraft. Und Winston! Schnauze! Miss Sophie! Neben dir öffnet sich eine Tür. Miss Parker steht vor dir. Hatten wir uns nicht auf Pietät geeinigt? Was? Ob wir uns nicht auf Pietät geeinigt hatten? Ja, ach so. Entschuldigen Sie, Miss Parker, aber ich bin immer noch auf der Suche nach Miss Sophie. Ich würde Sie eventuell um Hilfe bitten, denn meine Lords werden sehr schnell ungeduldig. Ich zeige Ihnen sehr gerne, wo das Herrenzimmer ist. Überhaupt kein Problem. Ich muss Sie allerdings bitten, den Bereich der Bediensteten zu verlassen. Hier wohnen und leben wir. Ich kenne all die Tragik. und meine Unterlippe quält. Ich möchte Geld geben. Von welcher Tragik genau sprechen Sie? Vergessen Sie es. Können Sie bitte helfen, Miss Sophie zu finden, wenn ich meinem Lord, meinem Grafen, Miss Sophie nicht sofort unwillkürlich ins Zimmer bringen kann, ins Herrenzimmer. Dann, und dann werde ich... Und still. Ich kann mich durchaus nach Miss Sophie umsehen. Ich kann nichts versprechen. Genau genommen hat Miss Sophie nun Feierabend. Wo befindet sich Miss Sophie normalerweise beim Feierabend? Auf dem Anwesen, in ihrem Zimmer, im Garten. Vielleicht geht sie noch Tätigkeiten nach. Sie ist, wie ich sagte, eine sehr fleißige Arbeitskraft. Nun gut. Vielen Dank, Miss Parker. Ich werde mich nun zurück ins Herrenzimmer begeben. Und? Gerne. Helfen Sie mir! Ja. Ja. Okay, und. Okay, Isabel klopft an deine Tür. Also, Buddy bringt das auf jeden Fall auch ganz gut voran, so muss man sagen. Wer ist da?
das Abenteuer. Hier ist Isabel, das Hausmädchen. Ihr Bad ist hergerichtet. Oh, das ist sehr nett. Ich brauche noch eine Minute. Ich suche noch ein paar Sachen zusammen und dann komme ich gerne. Isabel, können Sie kurz mal hier hineinkommen? Sehr gerne. Und die Tür geht auf und Isabel tritt ein. Wie sieht sie aus? Rothaarig, keck. Bisschen, ach, das ist die Rote. Ja, eine sichtbare Nase, aber doch ein gut aussehendes, sichtbare hübsches, Nase. Wie alt? Lange Nase. So, würde ich sagen, junge 20. Das ist also, ja, wie sieht's ja aus? Ja, eine sichtbare Nase. Isabel. Darf ich Isabel sagen, Sie, Mademoiselle? Selbstverständlich. Was mich interessieren würde, ich bin ja eingeladen worden von Monsieur Moriton. Ich habe ihn noch nicht einmal gesehen. Dort drüben die anderen Gentlemen, sie reden darüber, dass es komisch ist. Ist Ihnen hier in letzter Zeit etwas aufgefallen? Ist es Seltsames passiert? Nun ja, ich bin seit etwa einem Jahr hier und ich kann mich nicht beklagen. Die Arbeit ist einfach, die Bezahlung ist gut. Vielleicht hin und wieder anstrengend, dass wir wegen dieser Hunde das Anwesen nicht verlassen können. Denn als junge Frau würde ich natürlich schon gerne mal in die Stadt gehen, aber ansonsten... Welche nein. Hunde, pardon, Mademoiselle, welche Hunde meinen Sie? Hat man Ihnen es denn nicht gesagt? Also, um das Anwesen laufen überall wilde Hunde herum. Es ist richtig gefährlich, nachts rauszugehen. Zum Glück ist Officer Peabody immer in der Nähe. Officer Peabody ist ein Gendarme, ein Polizist? Ganz genau, ganz genau. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Ist er hier auf dem Anwesen zurzeit? Nein, Officer Peabody wohnt natürlich im Dorf. Mhm. Und sagen Sie, seit einem Jahr, wo arbeiten Sie hier auf dem Anwesen? Haben Sie innerhalb dieses Jahres vielleicht Monsieur Moriton überhaupt gesehen? Ich frage nur, es ist, weil offensichtlich haben Sie ihn doch gesehen, oder nicht? Mr. Moriton natürlich. Seine Frau hingegen. Die habe ich noch nicht gesehen. Aha. In den ganzen Jahren haben Sie nicht einmal Miss Madame Moriton gesehen? Sie müssen wissen, Mrs. Moriton lebt im Westflügel, völlig zurückgezogen. Selbst die Fenster sind verrammelt, sagt man. Und Miss Parker bringt ihr Essen. Wir waren noch nie im Westflügel und bin auch ganz froh drum, muss ich sagen. Ich habe noch eine letzte Bitte an Sie, Madame. Ich hoffe, es ist nicht zu viel verlangt. Mögen Sie mich vielleicht ganz kurz zu dem Zimmer von Monsieur Moriton begleiten? Zu welchem Zimmer? Seinem Schlafgemach oder dem Büro? Dort, wo er sich jetzt gerade in diesem Moment befindet. Im Büro sollte das sein. Dann bringen Sie mich doch bitte zum Büro. Aber gerne doch. Sie geht vorweg und geht die Treppe wieder runter. Folgst du ihr? Ja, okay. Sie geht die Treppe runter, dann geht ihr quasi links um eine Ecke, so an dem Eingang vorbei. Und dann steht ihr auf einem weiteren Flur und direkt an der Stirnseite des Flurs links von dir ist das scheinbar die Eingangstür zum Büro. Hier ist das Büro. Mademoiselle, Sie haben doch sicherlich nichts dagegen, wenn ich kurz klopfe und gucke, ob Monsieur Moriton mich in Empfang nehmen würde. Oder schließlich bin ich dafür eingeladen worden. Nun ja, also verbieten kann ich es Ihnen ja nicht. Also gerne. Sie tritt ein bisschen verunsichert, aber weil es eben ihr nicht gebührt, auch so ihn zu stören, aber sie hat jetzt nichts dagegen, dass du das tust. Mais bien. Hallo. Monsieur Moriton? Keine Antwort. Monsieur Moriton? Ici? C'est François Guillaume de Tesserac? Keine Antwort. Das ist merkwürdig. Ich höre gar nichts. Sind Sie sicher, dass er drin ist? Ich denke schon. Zumindest sagen Bruce und Miss Parker das. Nun, Madame Isabelle, ich hoffe, es ist in Ordnung für Sie, aber ich werde kurz diese Tür öffnen und gucken, ob es Mr. Moriton gut geht. Ich mache mir ein wenig Sorgen. Also nun wird's aber sehr privat. Das mag sein, aber ich sehe mich verpflichtet zu gucken, ob es diesem Mann gut geht. Er ist ein alter Freund von mir. Versuch sie mal zu überzeugen, dass das okay ist, was du gerade tun willst. Okay, Redegewandt 50. Ja, das könntest du. Redegewandtheit würde ich gelten lassen. Darauf kannst du würfeln. Warte mal. Mach mal um 20 erleichtert, weil sie ist nicht die hellste und dein Auftreten bisher relativ elegant und so. Also 70% oder weniger. 3. Das ist kritischer Erfolg. Ein kritischer Erfolg. Sie ist gespalten. Jetzt, wo sie es. Also, sie scheinen ja zu wissen, was sie tun. Also, gerne. Oh mein Gott, da geht noch mehr. Sie tritt beiseite. Offensichtlich ist sie einverstanden damit, dass sie die Tür öffnest. Mhm.
Gut, die junge Dame, verschlossen? Dann werde ich jetzt die Tür öffnen. Und ja, ich versuche die Tür zu öffnen. Ist verschlossen. No! Wer hätte das hier gedacht? Sie ist verschlossen. Haben Sie etwa einen Schlüssel, Madame Isabelle? Nein, das tut mir leid. Den Schlüssel, Moment. Den müsste Matt haben. Oder Bruce. Eigentlich Bruce. Nun, dieser Bruce ist mir nicht so ganz geheuer. Verzeihen Sie, dass ich das so sage. Wo finde ich diesen Matt? Matt dürfte wahrscheinlich bereits schlafen. Eigentlich hat er den Schlüssel auch immer nur, wenn er in den Schuppen muss. In den Schuppen? Im Garten. Der ist immer verschlossen. Mhm. Vielleicht erstmal mit den anderen weiter. Okay. Denke ich nochmal drüber nach. Gut. Was willst du tun? Bin ich schon im Herrenzimmer wieder angekommen? Ja. Liebe Lords, Ihren Auftrag konnte ich nicht erfüllen, denn Miss Sophie scheint aktuell im Feierabend zu sein. Aber Miss Parker war so lieb und sucht derzeit nach ihr. Derweil ist mir übrigens einiges zu Ohren gekommen. Mir ist vorhin Ihr Gespräch aufgefallen, obwohl ich es wirklich nicht mochte. Dennoch möchte ich Ihnen ein paar Informationen mitteilen, die mir diesbezüglich zu Ohren gekommen sind. Mein Kollege Bruce scheint tatsächlich erst seit wenigen Wochen hier zu sein und nicht seit Jahren. Aber wie vereint sich das mit seiner eigenen Aussage, mehrere Jahre hier bereits tätig zu sein? Nun, das nennt sich offensichtlich eine Lüge. Lüge? Aha. Ja. Das absichtliche Verfälschen der Wahrheit. Das ist die korrekte Definition. Aber warum sollte Bruce lügen? Das ist doch die Frage. Diese Antwort müssen Sie selber bitte besorgen. Ist mir ist das egal. Aber ein Indiz ist mir ebenfalls aufgefallen. Nun, eigentlich ist das keine Information Ihren Standes würdig. Allerdings ist mir in der Waschküche aufgefallen. Dort habe ich ein Kleid mit einem Tintenfleck gefunden. Und während in welchem Interesse soll das für uns sein? Und während der Butler die anderen ins Bild bringt, machen wir eine kurze Pause und sind gleich zurück. Die gibt es dann wirklich hier, die Pause. Okay, also Bruce ist auf jeden Fall ein Schmierlatz. Wer hat mir gesagt, wer hat das Kleid getragen? War das Sophie? Ja, ne? Oder? Muss ja, ne? Wegen Elliot, wegen ihres Sohnes hat sie die eingeladen. Stimmungsvoller Wiedereintritt. Ja, da sind wir wieder zurück auf Moreton Manor und wie wir merken, entdeckt ihr so nach und nach ein paar Hinweise. Habt euch gerade ins Bild gebracht, was ihr so erlebt habt, während der Werte, darf man auch so, der Guillaume de Tesserac, Dr. de Tesserac, ein schöner. Oder Doc. Während du darfst mich Doc nennen. Okay, während der Doc noch ein Bad nimmt, ein Bad nehmen wollte und sich noch mit Isabel am Büro vergnügt hat. Vorm Büro. Simon ist wieder. Habt ihr euch ins Bild gebracht? Was wollt ihr als nächstes tun? Und wo ist Budi? Budi ist auch wieder bei den beiden, ja, ne? Und hat den beiden gerade erzählt, was er entdeckt hat. Mhm. Hast du uns denn alles erzählt? Wollen wir einfach sagen, dass du alles erzählt hast? Achso, stimmt, du hast völlig recht. Das war aber jetzt mein Vorstellen. Wenn wir sicher gehen, dass wir unsere Figuren alles wissen, was Budi jetzt auch weiß. Ja, das ist auch völlig richtig. Er hat ja auch die Freiheit, euch was vorzuenthalten, wenn er das möchte. Nö. Also tatsächlich, also wenn wir wollen, können wir abkürzen, oder? Ja, klar. Oder? Ihr könnt jetzt sagen, ich erzähle den anderen. Eine Frage. Sie haben von dem Kleid, normalerweise interessieren mich solche Banalitäten ja nicht, aber da wurde meine Kombiniergabe gereizt. Oh nein. Dieses Kleid, von dem Sie sprachen, mit den Flecken, könnte das nicht in Zusammenhang stehen mit den befleckten Einladungen, die wir erhalten haben, die uns überhaupt erst hier in diese Lage gebracht haben? Da Simon zählt 1 und 1 zusammen. Kaufmann. Das kann sehr wohl sein, denn der Tittenfleck war am Ärmel des Kleides. Damit schreibt man, mit der Hand. Das am linken ich. Ärmel sogar. Am linken mal gesehen. Ärmel sogar. Ja. Also, als hätte jemand... Was soll der plötzliche Sarkasmus, mein Herr? Erinnere er sich an seinen Stand. Aber, okay. Nun, vielleicht wollte er sie daran erinnern, dass der Sarg
für Sie alsbald. Verstehen Sie? Aber woher die plötzliche morbide Stimmung hier? Bin ich denn der lebhafteste von uns meinen allen? Meinen Sie etwa, um Ihre Schlussfolgerung einmal aufzugreifen, meinen Sie, dass eine der Bediensteten die Einladung, die wir erhalten haben, versucht hat, unkenntlich zu machen? Das wäre eine gute Möglichkeit, die mir noch gar nicht bewusst war. Aber ich denke, mein Urgedanke war der, dass diejenige Person, die uns hier eingeladen hat, nicht besagter Herr Morriton ist, den wir alle kennen. Und der uns hier warten lässt seit diversen Stunden. Aber warum ich sollte glaube, man wir uns wurden eingeladen von den Bediensteten, denen eine solche Aktion überhaupt nicht zusteht. Das wäre ja ungeheuerlich. Unvorstellbar. Und dennoch scheint es zu geschehen hier. Uns wurde gesagt, am morgigen Tag wird uns Mr. Morriton empfangen. So langsam schleicht mich das Gefühl, dass das vielleicht nicht passieren wird. Ich habe vor Stunden nach ihm gerufen, rufen lassen. Niemand kam. Haben Sie eine Absage gehört? Ich habe nicht einmal eine Absage gehört. Was ist das für ein Haus? Wer sind diese Bediensteten? Warum laufen Sie hier herum, als würde Ihnen dieses Haus gehören? Warum hören Sie nicht auf Leute wie uns? Das sind Fragen. Freiheit. Jetzt hören Sie doch auf mit dem Papalapap von Freiheit. Doc, was möchtest du als nächstes tun? Nur damit du nicht die ganze Zeit rumstehst quasi. Ja, also ich stehe noch mit Isabelle. Heißt sie Isabelle? Ich dachte, du bist der Badewanne. Also, nee, ich war ja mit ihr vor Isabelle der Tür sprechen, aber Isabelle ist Isabelle, die Englische. Aber ich stehe mit ihr vor dem verschlossenen Büro. Hinter dir der Flur des Untergeschosses. Der Flur des Untergeschosses? Noch ein Flur. Unter den Schlafgemächern bist du quasi direkt. Ach, ich bin unten drunter. Ja. Ich dachte, ich bin oben drunter. Nee, du bist unten drunter. Die Schlafgemächer sind im oberen Stock. Okay. Nun, Mademoiselle, wenn ich noch eine letzte Frage, es tut mir sehr leid. Lady Morriton. Ja? Wo befindet sie sich denn im Moment? Im Westflügel, nehme ich an. Im Westflügel. Mögen Sie mich vielleicht ganz kurz dorthin begleiten? Nichts lieber als das. Das wäre so nett von Ihnen. Vielen Dank. Ja, okay. Ihr macht euch auf den Weg zum Westflügel. Das ist quasi an der Haustür, wieder an der Treppe vorbei, auch am Herrenzimmer vorbei, wo ihr seid. Ja, und während ihr euch unterhaltet, seht ihr, dass Isabel und der Doc am Herrenzimmer vorbeigehen, denn du bist ja gerade in die Tür gekommen. Na du, aber was ist das denn? Herr Doktor. Attends, Isabel. Wollten Sie sich nicht zur Ruhe betten? Was ist denn hier los? Nun, ich wollte eben noch ein Bad nehmen, da kam mir... Mit Isabel? Nein, nicht mit Mademoiselle Isabel. Aber was ist das denn? Mir kam in den Sinn, dass ich vielleicht einfach mal bei Monsieur Morriton anklopfen werde und frage, was das Ganze, diese Farce hier soll. Schließlich bin ich extra hierher gefahren aus dem Londoner Innenstadt. Das ist ein weiter Weg für mich. Ich habe morgen eine wichtige OP und man lässt seine Patienten nicht warten, es sei denn, es ist sowieso zu spät. Das ist eine ganz hervorragende Idee. Und wohin gehen Sie jetzt? Nun, ich habe die nette Mademoiselle gefragt, ob sie mich kurz zu Lady Morriton führen könnte. Lady Morriton. Nun, ich habe die Vermutung, dass es ihr vielleicht nicht gut geht oder so. Normalerweise würde sie doch sonst uns in Empfang nehmen, nicht wahr? Ich wollte wenigstens nur kurz nach dem Rechten sehen. Was sind denn da Ihre Absichten, wenn ich so fragen darf? Ich meine, ein junger Herr wie Sie. Das ist sehr nett. Also, ich darf doch bitten. Mit einer Dame? Ja, ich frage doch auch. Ich mache mir dieselben Sorgen um die Ehre von dem besagter Lady. Nun, die besagte Lady. Die Monsieur. Ganz einfach, ich schlage Ihnen vor, wenn das Misstrauen in Ihnen wächst und Sie sich nicht sicher sind, dann bitte ich Sie, mich einfach zu begleiten und wir gehen gemeinsam zum Schlafgemach von Lady Morriton und erkundigen uns nach Ihrem Wohlstand. Das ist ein Abenteuer. Ja, ich bin dabei. Nun, Monsieur, dann folgen Sie mir doch. Mademoiselle Isabelle, bitte führen Sie uns zum Schlafgemach von Lady Morriton. Also zur Tür des Westflügels, da kann ich sie hinführen, ja, aber bitte die ist Schloss. Ja. Okay. Ich nehme Licht mit, also so ein Kerzenkram. Der Flur ist auch beleuchtet, aber trotzdem, du kannst einen Kerzenständer nehmen. Ich nehme tatsächlich einen Kerzenständer. Okay. Werter Münzen, ich greife dabei in die Tasche und gebe dir so Münzen und Wertgegenstände, die in einem Raum liegen. Verteilen Sie das, wie sonst auch immer. Das ist irgendwie in meine Tasche gelangt, ich weiß auch nicht. Wenn Sie jemand dabei erwischt, sagen Sie einfach, Sie haben es gestohlen. Jawohl. Danke. Ja. Gut, zur linken, also ihr kommt an der Küche vorbei, biegt dann rechts ab
Da kommt ja irgendwann noch dieser große Twist. Durch offene große Fenster könnt ihr in den Garten sehen vor euch. Seht auch da so eine Art Gewächshaus in der Entfernung und einen Schuppen stehen und so. Ich weiß gar nicht, ob die das nochmal richtig ausgespielt haben. Vor euch endet der Flur mit einer großen Holztür. Rechts davon hängt ein wunderschönes Gemälde. Und zwar dieses Gemälde. Also quasi, ob die Rollen sich dementsprechend angepasst hatten, dann noch in späteren Jahren. Wie ihr unschwer erkennt, denn ihr alle kennt Alfred Moreton. Und vor euch ist die Tür. Das ist aber interessant. Sagten Sie nicht oder einer Ihrer Bediensteten, dass es hier keine Fotos gibt? Ist ja auch ein Gemälde. Meinen Sie dieses Gemälde? Das hängt schon da, seit ich hier bin. Darauf ist auch... Wer ist denn darauf zu sehen? Alfred Moreton. Das ist der Herr, Mr. Moreton. Lady Moreton und ihr leider verschiedener Sohn. Was ist denn passiert, wenn ich fragen darf? Ein furchtbares Unglück. Sekunde, ich muss eben mal gucken, damit ich nichts falsch mache. Der Sohn gesagt, ne? Ja. Der Junge ist verschwunden. Wie verschwindet denn ein Kind? Vor ungefähr 3 Jahren ist der Junge beim Spielen wohl in den Wald gelaufen und auch nach Monaten der Suche nicht wieder aufgetaucht. Ach, der kommt schon wieder. Wie war der Name des Kindes? Daniel Moreton. Soweit ich weiß, war Lady Moreton untröstlich und lebt seitdem komplett zurückgezogen. Nun, das klingt für mich also nach wollten einem Sie Traumata, den wie war das Elliot opfern, um den Daniel Schose. Wieder vielleicht zu holen? Wir ganz kurz einmal durch diese große Tür gehen. Ich nehme an, das ist die Tür des Westflügels. Ja, ich muss aber ehrlich. Isabel. Aber die Tür wird verschlossen. Sagen wir, ich schaue einfach weg. Ich gehe einfach in die Küche und. Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin zufälligerweise im Stande, die simple Mechanik eines Schlosses. Ich will es gar nicht hören. Zu überbrücken geht einfach sozusagen einzubrechen. Isabel sagt das allen. Isabel läuft den Flur entlang zur Küche und verschwindet in der Küche. Sie wird offensichtlich bloß nicht dabei sein, wenn ihr da. Okay, ich versuche die Tür zu öffnen. Die Tür ist verschlossen. Okay. Nun. Habe ich das gerade richtig vernommen? Sie verfügen über die Fähigkeit, Schlösser zu knacken. Ja. In meiner Jugend war ich nicht immer auf der richtigen Seite des Gesetzes. Das ist magnificent, dass Sie sich daran noch erinnern können. Aber bitte schön, versuchen Sie es. Lassen Sie es mich doch kurz versuchen. Ich habe hier meinen. Wollen Sie mir helfen vielleicht, Herr Winston? Ein wenig. Nehmen Sie mal den einen in die Hand und jetzt den anderen. Und jetzt machen Sie mal die Tür auf. Bitte schön. Aber mit meinen Werten. Also, er macht das immer, aber mit meinen Werten, ne? Geht das? Und also, ich finde es so gut, dass ich es erlauben will. Ja, dass er die ganze Zeit hinter dir steht und dir runterbetet, was du tun musst. Aber muss ich jetzt wirklich würfeln? Oder? Aber, ja, du musst jetzt würfeln auf seinen Wert. Wenn Simon sagt, er war nicht immer auf der richtigen Seite des Gesetzes, im Prinzip ist das so ein schönes Foreshadowing auch, ne? 47 und 2 verfehlt, Alter. Verdammt. Winston, Sie Vollidiot! Du versuchst es, aber rutscht immer wieder ab. Es will dir einfach nicht gelingen. Es wollte Winston nicht gelingen. Tut mir leid. Bitte sehr. Könnte man jetzt. Na, es wäre vielleicht ein bisschen. Aber könnte man jetzt sagen, versuchen Sie es doch ausnahmsweise mal selbst? Nee, das ist er hat es quasi versucht. Naja, das meine ich. Ja. Also, er hat es nicht geschafft. Dein Eindruck ist da logischerweise, du kannst dieses Schloss nicht. Superloch, das ist nicht gut. Wir kommen nicht weiter hier. Wir können nicht zu Lady Moreton. Und ich muss sagen, das Büro oder das Schlafgemach von Monsieur Moreton war auch verschlossen. Das ist mir alles sehr suspekt hier. Winston, Sie Vollidiot. Das ist auch schön. Einfach ihn anschreien, wenn dir was nicht gelingt. Ja, ihr steht also vor der verschlossenen Tür. Links von euch ist eine weitere Tür. Und sonst in die andere Richtung geht es den Flur zurück. Wir könnten versuchen zu klopfen. Ein Versuch war es wert. Dann klopfen. Wer möchte klopfen? Wer kann klopfen? Ich hab auf Klopfen 100. Gut. Es ist tatsächlich ein sehr lautes Klopfen, weil es sich um eine dicke Holztür handelt. Es ist zunächst keine Antwort zu hören, doch dann hört ihr hinter euch auf dem Flur, meine Herren, was darf ich annehmen, wonach Sie suchen? Bruce steht hinter euch. Bruce, wir haben Grund zur Annahme und verzeihen Sie, dass wir Sie nicht in Gänze einweihen können, dass es einen Notfall gibt, der einen sehr professionell ausgebildeten Arzt erfordert. Wir müssen dringend in den Westflügel. Es geht hier um Leben und Tod.
Das kann ich leider auf keinen Fall zulassen. Was? Mrs. Morriton und Mr. Morriton sind absolut darauf bedacht, ihre Privatsphäre zu wahren. Mrs. Morriton ist eine schwer kranke Frau. Ja, die regelmäßige Konsultation, sie doch einen Doktor. Die regelmäßige Konsultation mit einem Arzt pflegt. Ich denke, sie überschreiten hier weit die Grenzen der gebührenden Höflichkeit und möchte sie dringend bitten, jetzt ihre Schlafgemächer aufzusuchen, um Ruhe in dieses Anwesen einkehren zu lassen. Sie überschreiten ihre Position. So lässt sich niemand von uns behandeln. Ja, das stimmt doch. Ja, er. Er vielleicht. Er vielleicht. Bruce. Flieh, du Narr. Bruce. Mr. Morriton ist ein alter Freund von uns allen. Er hat uns gebeten, nach dem Rechten zu sehen und den besten Doktor, der in Frankreich zu bekommen war, mitzunehmen. Na, wollen Sie jetzt etwa sich zwischen uns stellen und Mr. Morriton diese Bitte, diesen Wunsch, diese Forderung verwehren? Ich bitte Sie, für wen halten Sie sich? Genau das möchte ich. So zeigen Sie mir doch das besagte Schreiben oder gar irgendeine Korrespondenz, die Sie berechtigt, ja, in Sie den tiefsten privaten Raum dieser Familie einzudringen. Sie können ich glaube es ja nicht. Sie können Ihre Nase in die private Korrespondenz von adeligen Freunden stecken. Würfelt mal auf beruhigen. Oder? Ja, wobei, was hast du denn, was du anwenden könntest? Weil er ist wirklich außer sich. Er wird gerade echt wütend. Also ihr überschreitet gerade die Grenzen der Höflichkeit auf jeden Fall. Sind aber auch. Der Typ ist einfach ein fucking Lügner. Ja. Also wird er überhaupt wütend? Wir sind... ja, ich habe manipulieren, 100. Ich habe lügen, 60. Ja, du könntest einschüchtern. Aber komm, was zu tun? Ja, einschüchtern würde gehen, lügen. Du könntest natürlich nicht nochmal versuchen, die Lüge durchzuziehen mit dem Schreiben oder so. Ja, lügen habe ich 60, dann würde ich lieber das nehmen. Na gut, dann versuch ihn anzulügen. Was möchtest du lügen? Ja, wie gesagt, dass wir das ein Schreiben bekommen haben. Okay, gebeten wurden. Okay, gebeten. Auf welchem Wege? Das natürlich, weil wie nachvollziehbar ist die Lüge? Das ist meine Frage. Weil wenn du jetzt sagst, das stand in dem Brief, kann er natürlich sagen, zeig mir den Brief. Wenn du aber sagst, er hat mir das gesagt, dann fragt er natürlich, wie denn? Weil Telefon gibt's nicht. Hat er recht, der Hauke? Nö, sondern es war ein Bote. Ah, okay, ja. Das ist original eine Lüge, die schon überzeugt hat. Nee, aber ich muss ja gar nicht mehr würfeln. Das ist eine Lüge, die er zumindest nicht nachvollziehen kann. Ja, aber er hat dich in der Sekunde überzeugt. Nee, ja, dann würfel mal auf Lüge. Mit dieser ausgedachten. Das ist eine 6 und das ist eine 40. Ja. 46 habe ich geschafft. Gut, dann erzähl ihm mal, was du denkst, was du lügen willst. Bruce, wissen Sie, was Männer unseres Standes in ganz besonders einigen Angelegenheiten tun? Sie kaufen einen Boten, der die Nachrichten überbringt. Privat und diskret und schnell. Und genau das ist in diesem Fall passiert. Ich kann es nicht glauben. Das ist ja nun wirklich eine Überschreitung ihrer Position, dass sie uns nicht zu unserem guten Freund Morriton lassen wollen, obwohl er einen Boten geschickt hat. Einen Boten! Nun gut, vielleicht haben Sie recht, dass ich meine Kompetenzen ja ein wenig überschreite. Doch ich möchte Sie höflichst um eine Sache bitten. Na? Wenn wir auf die Uhr schauen, so hat es bereits 11 geschlagen, in der Nacht. Ich denke, Mrs. Morriton wird in ihrem Schlafgemach in ihrer Schlafbekleidung liegen. Und Mr. Morriton macht bisher keine Anstalten, sich aus seinem Büro herauszubegeben oder hat dies vielleicht in meiner Abwesenheit schon getan. Ich bitte Sie also, bei allem gebührenden Respekt, Ihre Konsultation mit den Herrschaften Morriton auf den morgigen Tag zu verlegen. Nein, das lasse ich doch gar nicht zu. Uns wurde explizit gesagt, dass die Beschwerden Mrs. Morriton exakt in der Nacht auftreten, beginnen meistens so gegen 23 Uhr. Gut, das ist eine... Da, würfel mal auf Lügen um 40 erschwert. Weil das würde er wissen, wenn das so wäre. Er lebt hier. Also wenn das wirklich so wäre, würde er das mitnehmen. Ich glaube, es wird nicht funktionieren. Aber das ist spannend, ey. Das würde er wissen. Aber ja, versuch mal. Um 40 erschwert auf Lügen. Ha! Ja, geschafft. Ach, ich hab's tatsächlich geschafft? Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Nun, gut. Wenn dem so ist, dann... Und er kommt auf euch zu und geht auf das Gemälde zu. Und hol mal, was hinter dem Gemälde ist. Geil. Oh, geil. Ihr Schwein, ihr habt was versteckt. What the fuck? Was? Meine Herren, Sie werden es nicht glauben, aber hinter diesem Gemälde befindet sich Key West. Der Schlüssel zum Westflügel. Ich werde ihn mal an mich nehmen. Vielen Dank, Bruce, Sie können jetzt gehen. Ein sehr gutes Verständnis. Ich hätte nicht gedacht, dass das gut klappt. Und Bruce zieht sich aber so sind wir da reingekommen. Aber überzeugt zurück. Das war ja ein bisschen glücklich. Ich muss sagen, ne? Junger Mann, ich habe Sie falsch eingeschätzt. Ich hielt Sie für ein arrogantes Arschloch. Jetzt weiß ich.
Sie sind nur arrogant. Ich finde, Sie lagen gar nicht falsch mit Ihrer Einschätzung. Wir können, wir können das ruhig beim Namen nennen. Selbstverständlich bin ich ein arrogantes Arschloch, aber wissen Sie auch was? Es ist verdient. Das ist richtig, das haben Sie verdient. Sie haben diesen Schlüssel gefunden. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, er wird passen. Ja. Ihre Einschätzung würde mich interessieren. Ist das der Schlüssel, der in das Schloss passt, in das Sie gerade versucht haben? Da brauche ich gar nicht lange. Das sehe ich doch von hier. Das ist perfekt. Das passt ganz sicher. Ich bin sehr begeistert von Ihnen, Herren. Wir drei Herren und hier, Winston. Wir werden dieses Rätsel nun lösen. Sie alle sind arrogante Arschlöcher. Ja, wer interessiert denn Ihre Meinung? Entschuldigung, ich spreche nicht Bauer. Also gut, das war ein sehr guter. Da haben Sie. Hast du dir Witze? Ja, ich würde nur diese Türe öffnen. Okay, es gelingt dir. Was mit sehe ich denn? Quietschen öffnet sich die Tür zum Westflügel. Ihr seht zunächst nichts. Alle Lichter auf dem Westflügel sind aus. Danke sehr. Nur der Schein der Kerze von Earl wirft einen leichten Schimmer. Warum haben Sie denn nicht für Kerzen gesorgt? Der Flur geht geradeaus und macht dann eine Linksbiegung. Rechts von euch befinden sich Fenster. Alle Fenster sind die Vorhänge zugezogen. Also nochmal ganz kurz. Beschreibe ich. Ihr steht in einem Flur. Mhm. Links von euch ist eine Wand. Mhm. Vor euch ist quasi auch eine Wand und diese Flur macht einen Knick. Und rechts von euch sind Fenster. Verriegelt oder zugezogen nur? Vorhin war die Rede von verriegelt. Ach so, nee, hier sind nur die Vorhänge zugezogen. Lucky Viper, danke. Richtung Fenster, genau aus dem Fenster gucken und was sehe ich da? Wenn du aus dem Fenster schaust, siehst du durch ein Stück Garten auf den anderen Teil des Anwesens. Du siehst da oben 4 Fenster und unten 3 Fenster und eine Tür. Von außen eine Tür, ja, quasi. Und ganz oben drauf ist dann nochmal so eine Art Dachboden, also zumindest das Dach hoch ist, noch Schrägdachfenster drin sind. Hm. Und wenn du nach rechts aus dem Fenster guckst, siehst du durch das Fenster das Licht im Herrenzimmer brennen. Und daneben ist noch ein Fenster, das offensichtlich das Herrenzimmer, aus dem wir kommen. Genau. Dr. Tesserek, wer lebt denn so in dieser Dunkelheit? Das kann doch nicht gesund sein. Oxalotl, auch die jetzt nicht. Es scheint sich um einen akuten Fall von schwerer Depression zu handeln. Das wollte ich gerade sagen. Auch oft durch mangelnden Vitamin D ist es möglich, bei mangelndem Lichteinfluss sich eine Psychose einzufangen. Ich weiß, es sind nur Vermutungen. Ich muss Lady Moriton selber sehen, um das wirklich beurteilen zu können. Okay. Und ich denke insgeheim, auch mein Zimmer ist dunkel. Okay. Also geht ihr den Flur runter? Oder was tut ihr? Gut, ihr geht den Flur runter und wenn ihr links runterschaut, ist direkt rechts von euch eine Tür, danach noch eine Tür, geradeaus vor euch ist eine Tür und links sind nochmal 2 Türen. Also zwei rechts, okay. Zwei links, ich mach's und eine ganz vorne. Simpel. 2 Türen rechts, 2 Türen, genau. Links, eine vor euch. Entschuldigung, war zu kompliziert ausgedrückt. Genau. Also links abgebogen, 2 rechts, 2 links, geradeaus. Zum nächsten Mal machen wir eine schöne Karte. Die Herren, aha, vor uns befinden sich 5 Türen. Wie sollen wir vorgehen? Tür für Tür. Wir sind 4 Menschen. Wollen wir nicht vielleicht uns aufteilen und einfach alle die Türen gemeinsam öffnen? Nein? Da, apropos aufteilen. Würde schneller gehen. Da fällt mir ein guter Witz ein. Ich hatte mal einen Patienten, der hat eine Blinddarmoperation, der hat gesagt, Monsieur, wird das klappen? Dann habe ich gesagt, das ist meine 23. Operation. Dann hat er gesagt, oh mon Dieu, dann wird ja alles gut. Dann habe ich gesagt, ja, ich glaube auch, hoffentlich zum ersten Mal. Kleiner Chirurgenwitz. Ja. Apropos aufteilen. Nicht. Nun, haben Sie keinen Sinn für so viel zum Thema Aufteilen. Ich wollte Ihnen zustimmen. Wir sollten uns aufteilen. Vielleicht nimmt jeder eine Tür. Gut. Dann teilen wir uns auf. Ihr seid halt 4. Da sind 5 Türen. Na, dann haben wir die 5. Tür für das Ende. Heben wir uns auf. Gut. Die, würde ich sagen, die vor uns. Gut. Liegt. Die erste Tür rechts wird geöffnet. Es handelt sich um ein Kinderzimmer. Mm, von Daniel, perfekt, ne? Perfekt eingerichtet, aber völlig verstaubt. Mm. Also, da wurde seit Monaten nicht geputzt in dem Zimmer. Dieses Zimmer riecht nach unerfüllten Träumen. Das hat der Doc aufgemacht. Ich rieche das aber. Ich rieche unerfüllte Träume. Hier in diesem Zimmer befindet sich offensichtlich ein altes Kinderzimmer. Es ist vermutlich von dem verstorbenen Daniel. Ich habe den Namen nicht mehr ganz im Kopf. Von Lady Moritons Sohn, der verschwunden ist. Es sieht so aus. Zumindest war hier schon lange kein Kind mehr Donny unterwegs. Donny Cook mal, oder? Donny Cook war die Monsieur, der durchs Fenster geguckt hat. Ich rede von dem vermissten Sohn von Lady Moriton. Ach, natürlich. Der Daniel, ist ja auch da. Daniel, genau. Moriton, ja, das ich vermute es. Es ist ein Kinderzimmer, aber hier war schon lange nichts mehr los. Ist doch irgendwas von... Mo Interesse. Von Vimate, herzlichen Dank. Gut, die zweite Tür auf der rechten Seite ist offensichtlich ein Ankleidezimmer.
aus dem eine weitere Tür nach links in ein größeres Zimmer führt. Ist das meine Tür? Ja. Meine Herren, hier ist noch ein weiteres Zimmer. Ich werde in diesen Raum hineingehen Trucker, und mich Dank weiter für die umsehen. 10, bitte. Für die 10 Geschenke, aber es vielen lieben Dank. Moment, die Bahner meinen, machen sie auch in der Zeit Last auf. Craft Trucker. Du öffnest die zweite Tür auf der linken Seite. Es ist ein Atelier. Aber auch hier wurde scheinbar seit Monaten nichts gemacht. Also einige Leinwände sind angefangen, so Naturmalerei, aber vielleicht sogar Jahre. Alle Farben sind vertrocknet, die Vorhänge sind zugezogen. Zweite Tür, also nicht die erste links, sondern die zweite Tür. Die erste links würdest du aufmachen. Okay. Gut, ich würde mich da dann weiter umsehen, aber zuerst ist sicherlich... Genau, auf der erste Tür auf der linken Seite ist ein Badezimmer, das ebenfalls scheinbar völlig unbenutzt ist. Also selbst hier ist nichts, alles ist verstaubt, das Zimmer wurde seit mindestens Monaten nicht benutzt, es wurde nicht mehr geputzt. Mhm. Und auch hier sind die Vorhänge zugezogen, beziehungsweise der Raum hat sogar gar keine Fenster. Lufeier, auch dir danke. Gut, dann würde ich vorschlagen, also wir schauen uns sicherlich, jeder schaut sich in seinem Zimmer um, würde ich vermuten. Hatten wir das Zimmer von Budi schon? Ja, Badezimmer. Badezimmer, okay. Ja, ich habe wie gesagt noch ein weiteres Zimmer. Ich würde, ich gehe weiter in den Raum rein. Ich höre die Jungs jetzt nicht mehr. Die reden wahrscheinlich jetzt. Die anderen guckt euch in den jeweiligen Zimmern um, richtig? Ja, okay. Gut, dann arbeitet ihr erstmal weiter. Was denn? Entschuldige. Was denn? Du bist ja mein Graf. Also okay, simpel gesagt, es ist auch, eure Zimmer sind wesentlich kleiner. Das ist einfach so. Ihr findet nichts von Interesse, zumindest auf den ersten Blick. In deinem Zimmer stehen noch ein paar Kommoden, die du natürlich durchgucken kannst. In deinem Zimmer ist einfach, da stehen ein paar Staffeleien und das ist ein Badezimmer. Und die sind komplett verlassen, keine Fußspuren im Dreck oder so, also im Staub. Es ist einfach das Gleiche bei dir. Es sieht nicht so aus, ob jemand in dem Zimmer war. Lord Henry, Dr. Tesserek, hier ist ein weiterer Raum. Haben Sie etwas gefunden? Ansonsten lassen Sie uns doch gemeinsam erforschen. Das halte ich für eine ganz gute Idee. Ich werde Ihnen jetzt folgen. Ich mach die Tür auf. Gut. Ich friemel. Nur damit du es verstehst, die Tür führt nach links. Das heißt auch da, wo die fünfte Tür hinführt. Mhm. In die gleiche Richtung. Okay. Haben wir dann alle Türen? Ist das jetzt die letzte Tür? Das ist die letzte. Ja, nee, in dem Raum ist noch eine Tür, deswegen. Okay. Also die Räume sind verbunden. Weißt du noch nicht, hast die Tür noch nicht aufgemacht. Okay. Okay. Du bist in den Raum gegangen. Okay. Und rechts von dir ist das Kinderzimmer, in dem er war. Links von dir, da führt die Tür hin, die du noch nicht weißt. Okay. Würdest du rausgehen, wäre auf der gleichen Seite auch eine Tür, die auch in die Richtung führt. Die fünfte Tür in der Mitte des Flurs. Die ihr noch nicht aufgemacht habt, in der Mitte des Flurs. Okay. Das meinte ich. Genau. Gut, du öffnest die Tür. Ich öffne die Tür. Und stehst in einem sehr, sehr großen Schlafzimmer, das eine weitere Tür hat, genau da, wo wir eben beschrieben haben, wo eine Tür sein müsste. In dem Zimmer das ist aber ein winziges Schlafzimmer. Wer schläft denn hier? Der hier Hund? Hier sind die Fenster tatsächlich vernagelt. Und es steht ein Bett mitten in dem Zimmer, ansonsten sieht man nicht viel. Es ist sehr, sehr kalt. Ich weiß ja nicht viel darüber, wie diese Menschen in diesem Haus leben, doch vernagelte Fenster sind ein sehr schlechtes Zeichen. Warum? Sonne? Was tut ihr in diesem völlig verdunkelten Raum, in dem ihr gerade gekommen seid? Licht. Sick Wifi, wir machen Licht. Für das Geschenkabo. Als du den Leuchter hebst, siehst du, dass eines der Fenster mit frischeren Brettern verrammelt ist und ihr findet einen Hinweis. Oh. Da, das Bett. Dessen Laken völlig zerfetzt sind. Mhm. An allen Enden des Bettes sind Lederriemen angebracht, mit denen offensichtlich jemand gefesselt wurde. Zwei dieser Riemen sind aber zerrissen. Und es fehlt ja völlig die Spur. Wissen von Sie, woran mich das erinnert? Ich habe einmal ein Buch gelesen über Werwölfe. Nun wissen Sie, ich komme drauf, weil ja vorhin jemand erzählt hat, es gibt gefährliche Hunde auf dem Gelände. Ja. So gefährlich, dass man sich gar nicht raustrauen kann. Und was mögen denn das für Hunde sein? Und das hier sieht fast so aus, ich möchte sagen, natürlich meine ich das nicht ernst, aber es sieht fast so aus, als wäre hier ein Werwolf auf diesem Bett gefesselt, damit er nicht bei Vollmond sich verwandelt. Eine gewagte These. Ich habe einmal ein Buch darüber gelesen. Aber vielleicht kann Dr. Tesserek etwas dazu sagen. Ist das das normale Verhalten von einer psychisch depressiven Person, dass man sie festbinden muss?
Mein Lord, ich bin mir nicht sicher, ob wir hier von einer Person reden. Es ist ein sehr interessantes Bild. Ich finde diese Theorie hochinteressant von dem jungen Mann. Denn auch ich habe schon in meiner Forschung, wie gesagt, ich habe schon Katzen und Hunde miteinander gekreuzt. Und ich weiß nicht, was schon vor mir an der Universität in London für Experimente gemacht wurden. Auch mir war nicht jeder Raum zugänglich. Diese Stadt ist oft sehr merkwürdig. Experimente werden getan für viel Geld. Ich kann es nicht hundertprozentig ausschließen. Es ist möglich, dass die Anatomie eines Menschen verwandelbar ist durch die Zugabe von vielleicht animalischem. Herr Doktor, schauen Sie sich doch mal das Bett etwas genauer an. Sie haben ja auch mit Tieren gearbeitet. Sehen Sie hier etwa Kratzspuren oder Fellrückstände? Da sind tatsächlich Kratzspuren. Ja, offensichtlich. Sehen Sie die nicht? Es sind eindeutig Kratzspuren. Hier wurde große Gewalt und große Kraft ausgeübt. Das kann man wohl sagen. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, Ihr Butler hat vermutlich ein ähnliches Schlafgemach. Es ist schwer zu sagen, ob hier erbitterte Armut gehaust hat oder ein wildes Tier. Es ist wirklich schwer zu sagen. Sehe ich doch Blut? Nee, Blut ist kein Zeichen. Achso, aber da sind wir doch Blut. Ich wollte gerade fragen, ja, die Fesseln Riemen sind leicht abgerieben. So ein bisschen Wundschorf ist dran, aber jetzt nicht große Mengen Blut. Aber eine kranke Frau kann doch niemals derartige Kräfte entwickeln, dass sie sich aus solch einer Situation von alleine befreien kann. Ich würde gerne mal eine Auffassungsgabe nutzen, weil du hast gesagt, ein Fenster hat frischere Bretter. Mhm. Ich würde gerne mal so ein bisschen checken, wie lange das her ist ungefähr. Also, okay. Oder also nur wenn du jetzt mit Zimmerei, Tischlern oder mir sonst irgendwas kommst. Also na, keine Chance. 20 halt. Du siehst nur, dass das eine anderes Holz ist. Ein Ding ist mit anderem Holz verrammelt und sieht ein bisschen neuer aus, das Holz. Mehr ist nicht drin. Okay. Also nicht mit ohne Fachwissen. Das. Warum ist dieses eine Fenster mit frischerem Holz vernagelt? Frage ich mich. Und so mit euch. Nun, folgende Theorie. Ich weiß, es ist etwas albern, aber ich habe dabei ein Buch gelesen. Ist es wieder eine Werwolf-Theorie? Ja, der Werwolf, folgende Theorie. Der Werwolf sollte an der Verwandlung gehindert werden, konnte sich befreien und ist durch ein Fenster entkommen. Dieses Fenster wurde dann nachträglich wieder vernagelt, weshalb die Bretter uns neu erscheinen. Hm. Ich mag die Theorie, ich mag nicht, was sie impliziert, nämlich, dass wir hier in allerhöchster Gefahr sind. Offensichtlich befindet sich ein Werwolf entweder innerhalb des Gebäudes oder draußen. Was bedeutet, wir können entweder nicht hier drinnen bleiben oder draußen. Wir wissen es nicht. Somit sind beide Orte für uns gleichermaßen gefährlich. Wir sind Schrödingers Besucher. Wie sieht es denn aus mit Fellrückständen? Kann jemand hier was entdecken? Nein. Fellrückstände sind zumindest keine zu finden. Es liegen Haare auf dem Bett, aber die sind jetzt nicht sofort auszumachen als irgendwas. Nun, vielleicht reden wir von einer Art Werwolf noch nicht am Ende der Transformation. Vielleicht ist es erst eine Art Tollwut, die den Menschen befallen hat, einen Lupus oder ähnliches. Es ist möglich. Ich habe von solchen Fällen auch schon gehört. Lastkraft-Trucker. In solchen Fällen kann der Mensch fast übernatürliche Kräfte nochmal entwickeln. Herzlichen Dank. Es sind Situationen gekommen, wo Eltern ihre Kinder retten wollten und Kräfte entwickelt haben, die nur unnatürlich sind. Sie haben eine ganze Kutsche hochgehoben. Eine Frau, die eine Kutsche habe ich auch gehört. Solche Phänomene soll es geben. Ich habe selber es noch nie gesehen, aber ich möchte nichts ausschließen. Ich bin ein Wissenschaftler und die Falsifizierung ist ein Teil meiner Arbeit. Und solange ich nicht gesehen habe, was dort gefesselt wurde, kann ich nicht ausschließen, dass es ein Werwolf-ähnliche Kreatur war. Und während ihr diskutiert, hört ihr plötzlich von außerhalb des Gebäudes einen Schrei. Und hiermit verabschieden wir uns ja, in so den klar. Nächsten Teil. Oh, was ein fieser Cliffhanger. Denn wir teilen das Ganze in zwei Abenteuer auf. Ich wollte eure Gespräche nämlich nie unterbrechen, weil ich sie so hervorragend fand. Das ist ja richtig ein fieser Cliffhanger. Eure Charaktere so geil fand. Das ist wirklich fies. Ja, aber ich fand es eine sehr schöne Stelle, um aufzuhören, weil das eigentlich gerade ganz gut passt. Wir machen beim nächsten Mal weiter in einem Monat. Ich glaube, der nächste Termin ist, wenn ich mich nicht irre, ist auch wieder der 24. Kann die Regie mir auch gleich mal aufs Ohr flüstern. Ich fand es ganz interessant. Aber das heißt, du machst jetzt kein Dings, wie heißt es? Was wäre wenn? Nee, das ist auch ein wichtiger Punkt. Es gibt heute kein Was wäre wenn, denn dann würde ich ja Dinge verraten, die man noch rausfinden kann. Das wäre natürlich ein bisschen blöd, denn durch die Struktur des Abenteuers ist es so, dass ihr jeden Hinweis noch finden könnt. Ihr habt keinen Hinweis bisher komplett verpasst. Mhm. Das heißt, alles, was ich sagen könnte, wären Dinge, die man nicht wissen darf. Ja, da hast du recht. Oh Mann, ey.
Mann. Genau, am 24. März geht's weiter um 20.45 Uhr. Wir machen dann eine Pre-Show, denn ihr habt ja jetzt quasi ein Abenteuer sozusagen abgeschlossen. Dann gibt es ein bisschen was zu leveln und so. Ich finde es ganz hervorragend, wie ihr bisher spielt. Es macht unglaublich Spaß. Darf ich eine Frage doch stellen? Gerne. Ist morgen Vollmond? Im Spiel? Ja, natürlich. Hat irgendjemand von euch Kenntnisse, die das... Vollmondologie? Null. Aber nein, morgen ist kein Vollmond. Kein Vollmond, na gut. Weil wir können jetzt nicht aufhören, ey. Ja, ich weiß, sehr spannend, aber... Ne? Ja, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ey, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube, so viel Spaß hatte ich noch nie. Eure Charaktere finde ich ganz toll. Es macht richtig Bock, wenn ihr euch unterhaltet und so. ich hoffe, es hatten auch alle Zuschauer so viel Spaß. Es ist fast komisch, ohne Was wäre, wenn aufzuhören heute. Mhm. Aber ja, wir dürfen gespannt sein, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich hoffe, es hat allen so viel Spaß gemacht wie uns. Es war toll. Teilt uns eure Meinung mit, eure Anregungen. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht auf Morriton Manor, was geschehen ist und ob ihr rausfindet, was es mit all diesen Hinweisen auf sich hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wow, das war Morriton Manor Teil 1. Ich muss sagen, ich habe so viel vergessen. Ich habe es noch nie gesehen. Ich habe ja damals logischerweise mitgespielt und habe selber ganz viele Dinge wie zum ersten Mal quasi gesehen. Natürlich, ab und zu kommen dann Erinnerungen auch wieder hoch, wenn man in gewissen Situationen ist, auch wenn man vorher nicht wusste, was passiert. Dann manchmal kommt was hoch. Manche Sachen waren komplett weg. Und dadurch, dass ich das wie so jungfräulich gucken kann, hat es mir auch viel mehr Spaß gemacht, weil ich eben nicht die ganze Zeit schon wusste, ja, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Das fühlt sich fast so ein bisschen an, wie das einfach, ja, einfach zum ersten Mal zu gucken, wie jemand, der nicht daran beteiligt gewesen ist. Ich finde es echt cool. Ich muss sagen, die Charaktere von Eddie, Simon und Buddy sind einfach hervorragend. Hauke hat wie immer fantastisch gespielt. Ich liebe das Setting. Und dadurch, dass es natürlich jetzt noch ein zweites Abenteuer gibt, was unmittelbar anschließt, werden wir natürlich den zweiten Teil auch gucken demnächst. Darauf können wir uns freuen. Schreibt mir das gerne in die Comments. Was habt ist das auch euer Lieblingsabenteuer? Geht es euch so wie mir? Oder habt ihr vielleicht einen anderen Pen & Paper-Titel, der euch noch besser gefällt? Bevor wir gleich weitermachen, möchte ich ganz kurz nochmal dem Sponsor der heutigen Session danken. Ihr habt es da oben vielleicht schon gesehen. Das ist nämlich... CyberGhost VPN und den Freunden danke ich ganz herzlich für das Sponsoren dieser Show. Und wenn ihr auch mal Interesse habt, euch das Ganze anzugucken, dann geht ihr mal am besten auf die Webseite. Das könnt ihr machen, indem ihr jetzt hier bei mir auf der Twitch-Seite auf das Panel drückt. Das Panel ist quasi unter dem Stream. Und wenn ihr da draufklickt, dann werdet ihr zu dieser Seite geleitet, in der, guck mal, da bin ich, da oben. Und da habt ihr ein köstliches Angebot. Ihr könnt das Ganze nämlich für lächerliche 2,03 € im Monat abonnieren, bekommt dann noch 4 Gratis-Monate obendrauf, wenn ihr das Ganze für 2 Jahre abonniert. Und ihr fragt euch ja, was macht denn eigentlich so ein VPN? Neben vielen Dingen wie zum Beispiel verbesserte Sicherheit und so weiter, gibt es euch auch die Möglichkeit, und das zeige ich euch mal eben ganz kurz in der Desktop-Anwendung, dass ihr euch quasi über ein anderes Land einwählt in das Internet, indem ihr dann erst zu CyberGhost geht und die statten euch dann sozusagen mit einem anderen Pass aus, wenn ihr so wollt. Das kann zum Beispiel sehr hilfreich sein, wenn ihr sagt, hey, ich bin im Ausland und ich möchte gerne irgendeinen Streamingdienst nutzen, der aber nur in Deutschland funktioniert. Dann könnt ihr euch mit diesem VPN zum Beispiel hier in Deutschland irgendwo anwählen und das Ganze so auf diese Art und Weise umgehen. Es gibt verschiedene Voreinstellungen schon für Gaming, für Torrents, für Streams und da seht ihr da verschiedene Länder. Wir können zum Beispiel einfach mal sagen, ey, wisst ihr was, wir gehen mal nach Belgien. Es ist sehr, sehr einfach. Einfach hier oben auf den Knopf drücken und schwuppsdiwupps, ihr seht, sind wir schon quasi in Belgien. Das kann sehr, sehr hilfreich sein und wir können auch jederzeit wieder raustabben. Ihr bekommt dann quasi eine neue IP zugewiesen. Und das Ganze kann zu verschiedensten Zwecken eingesetzt werden. Das erhöht nicht nur die Sicherheit, es gibt auch nicht nur die Möglichkeit, über ein anderes Land reinzugehen, wenn ihr zum Beispiel irgendwie was streamen wollt. Ihr habt auch die Möglichkeit, zum Beispiel von besseren Preisen zu profitieren. Ein gutes Beispiel finde ich, wenn ihr Flüge bucht, es ist oft so, dass abhängig davon, aus welchem Land ihr euch quasi auf eine Webseite begebt, um die Flugpreise zu checken, diese sich dann voneinander unterscheiden. Es gibt einige Länder, die haben günstigere Tickets im Angebot als andere. Da zum Beispiel ist es ein ganz praktischer Fall, wo man auch ein bisschen Geld verdienen kann. Oder ein bisschen Geld sparen. Ne? Also checkt auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal CyberGhost aus. Es ist auch auf Trustpilot das bestbewährte VPN, was es da draußen gibt, mit, ich glaube, über 38 Millionen Nutzern und Nutzerinnen. Und die können ja
nicht daneben liegen. Also check it out. Vielen lieben Dank für das Sponsoren meines Streams. Und das war's von Moreton Manor. Wir sehen uns dann in Folge 2 wieder. Bis dahin macht's gut, Leute. Ich freue mich auf euer Feedback. Tschüss.